Damian hat reingeräuspert. Ich hab's genau gehört. Oh, Entschuldigung. Oder war es André? Nee, nein, war's. Nein, Damian. Bekenne mich schuldig. Damian war's. Ich bin der Räusperer. Ist auch völlig egal. Wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Wir haben noch Januar und ich habe gelernt, im Januar darf man das noch, also bis Ende Januar. Danach klingt es dann irgendwann komisch. Und begrüße euch ganz herzlich zur Ausgabe Nummer und 22 von Channelcast. Und wie immer mit im Studio ist der Andreas. Servus. Guten Abend. Und der Damian. Hallo. Wieso bist du eigentlich so zugeknöpft bis oben? Friert's dich? Bin ich zugeknöpft? Das ist ein Reißverschluss. Ja. Zugereist. Das ist kalt. Bist du so zugereist? Draußen ist der Schnee. Ja, das stimmt. Hier in München liegt uns ordentlich Schnee. Das ist richtig. So, habt ihr Weihnachten, Neujahr gut verbracht? Was sagen die Pfunde auf den Rippen? Ich habe abgenommen. Jawohl, sehr gut. Ich stagniere. Und selber? Ich gehe nicht mehr auf die Waage. Es gibt ja Leute, die haben so, es gibt da so eine Internetwaage im Prinzip. Also eine Waage, die twittert. Echt? Ja, die twittert dann immer dein Ergebnis sofort. Ah, das ist ja furchtbar. Und es gibt einen Anruf. In Abwesenheit. Und, ja, und was wollte ich sagen? Ja, der twittert dann sofort das Gewicht. Da kannst du ja auch so eine Zielgröße sozusagen einstellen. Ja, also auf 86 Kilo runter. Und dann twittert die halt immer 92 Kilo, noch 6 Kilo, ne? So als, damit du da einfach ein bisschen am Ball bleibst. Aber das sind ja alles jetzt so Gadgets und solche, Things, die ja jetzt alle im Kommen sind, ne? Diese ganzen Gesundheitsgadgets da, Fitbit und ähnliches und von Nike, die bringen ja lauter so Zeug raus, wo du ja ständig deine Gesundheit und deinen Fitnesszustand tracken kannst. Wie viele Stufen bist du heute hochgestiegen? Ja. Wie viel bist du gelaufen? Ja. Was hast du gegessen? Ja. Das kommt ja ganz stark. Es war jetzt auf der CES in Las Vegas auch wieder sehr stark zu sehen. Internet of Things. So, das heißt Internet das der Thema. Dinge. Das Internet das der Dinge. Genau, richtig. Naja. So, wir haben uns kurz vor Weihnachten, glaube ich, das letzte Mal zusammengesetzt. Das heißt, das ist jetzt auch schon wieder gut 4 Wochen her. Und wenn man so auf unseren Themenplan blickt, der da vor uns liegt, und unsere eifrige Schattenredaktion in Form von Michael Schickram, der hat da auch fleißig eingetragen. Also Themen haben wir auch mal. Wir werden mal schauen, wie wir da heute durchkommen. Ganz herzlich bedanken wollen wir uns auf alle Fälle noch beim Thorsten Seifert. Der hat uns nochmal ein Feedback gegeben. Der hat eine ganz nette E-Mail geschrieben. Er saß auf der Toilette und hörte den Channelcast oder irgendwie so einstieg. Und dem wäre fast iPhone. Das Telefon. In selbiges gefallen. Genau. Heute hört man Podcasts auf dem Klo und liest nicht mehr Zeitung. Ja, genau. Hat er geschrieben. So hat es geschrieben. Und er hat sich. Ist das auch. Bitte? So ähnlich ist das auch. Ja. Also er hat sich jedenfalls angeboten, ein Intro für uns zu komponieren. Und wir werden da auf alle Fälle zurückkommen drauf, Thorsten. Ich wollte dir nur mal so ein paar Sachen zusammenstellen, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Der kann das ja sowas, ne? Der kann das gut. Der ist ja Musiker. Ja. Und also es gibt, das Video mache ich dann rein bei uns auf die Webseite. Da gibt es ein tolles Video jetzt, wo er sich an einer Laserorgel mal probiert. Hm. Kennt ihr das? Das ist so ein, kommen, ich weiß nicht, wie viele Laserstrahlen raus an der Seite, die also so nach oben. Und da hat er dann so Handschuhe an und wenn er mit reingreift in den Laserstrahl, macht er einen bestimmten Ton. Ne? Und dann machst du also, streckst immer deine Hände aus in den Laserstrahl rein und dann kannst du quasi Musik spielen. Aha. Ich glaube, erfunden hat das, interessant, wenn mich nicht alles täuscht, Jean-Michel Jarre. Und er spielt das da irgendwo und ist das noch aufgezeichnet worden. Also wer Thorsten Seifert mal Laserorgeln sehen will, wir machen das Video rein. Ich finde das bestimmt wieder. Dann gibt es noch ein paar andere Themen, aber da komme ich dann später im Laufe des Podcasts noch dazu. Und wir fangen an mit unserer Rubrik Aktuelles und Personalien. Da hat sich jetzt über die vergangenen Wochen doch einiges, ist da einiges aufgelaufen. Und wir schauen mal, wo wir hängen bleiben, oder? Darf ich vielleicht sofort mal bei dem mit dem Namen anfangen, der mich bei der Durchsicht am meisten interessiert hat, beziehungsweise wo ich sofort hängen geblieben bin. Und da hat der Andreas sein Kürzel hintergemacht. Wer, ich? Ja, AR, okay. Bist du. Ja, das stimmt. Doris Albitz verlässt IBM.
Das interessiert mich. Da musst du uns doch ein bisschen weiter was zu erzählen. Ich weiß da leider gar nichts drüber, außer dass das so ist. Ach, mehr weißt du auch nicht. Nein, ich weiß nur, dass es so ist. Ist das im Zuge dieser Neuorganisation da im Channel-Bereich Europa? Da hatte IBM ja etwas mitgeteilt, dass der Channel-Chef Europa ersetzt wird, beziehungsweise ausgetauscht wird. Und da hatte ich mir auch tatsächlich die Frage gestellt, ist das der Job von der Doris Albitz? Nee, ich glaube nicht. Sie hat Distribution auf europäischer Ebene gemacht. Mhm. Und aber es könnte schon durchaus damit zusammenhängen, meiner Meinung nach. Also ich habe hier gerade mal die Meldung noch dazu aufgerufen. Dort heißt es, IBM hat die Verantwortlichkeiten in der Europäischen Business Partner Organisation, BPO, neu verteilt. David Cornick, seit 2005 Vice President Europe, für Business Partner und Mid-Market wechselt auf einen neu geschaffenen Posten mit globaler Verantwortung als Manager Executive for Tech Data, zeichnet er ab sofort für die Zusammenarbeit mit dem weltweit größten Distributionspartner von IBM verantwortlich. Ja, aber das ist ja noch, weltweite Stelle. Das ist noch eine andere Geschichte. Seine Nachfolge in der Europäischen Channel Organisation tritt David Kay an. Kay war zu lesen. Nee, das hat dann damit sicherlich. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ist Mark Fischer denn noch da? Mark Fischer ist, soweit ich weiß, auf der europäischen Ebene, ist aber nie wieder aufgetaucht. Und dann ist ja noch der Kollege Wippermann. Na, der ist ja in Deutschland. Der ist in Deutschland und der ist nach wie vor in Deutschland. Ich habe jetzt gerade nochmal aufgerufen, hier das Xing-Profil von der Doris Albitz, Vice President Distribution Sales BPO and Mid-Market. Ja, das Europe ist die Organisation, über die ich gerade gesprochen habe. Mhm. Ja. Das ist schon richtig. Mhm. Und Es hat mich nicht überrascht. Nein. Es hat mich überhaupt nicht überrascht. Es war damals ja auch schon so, dass sie aus privaten Gründen schon mal das Engagement beträchtlich gebremst hatte. Und ich denke, das ist irgend so eine Mischung aus Faktoren, die auf der einen Seite privat sind und auf der anderen Seite gab es vielleicht ein gutes Angebot. Vielleicht gab es ein gutes anderes Angebot oder was. Aber ich denke, wir werden Doris in Kürze wiedersehen. Ja, in interessanter Position. Bin ich mir absolut sicher. Mhm. Aber ich finde die Personalie auch interessant. Ich habe bloß nicht mehr rausgekriegt dazu. Ah ja, okay. Über was wir sicherlich nicht mehr großartig sprechen müssen, aber um der Chronik zu genügen, der René Obermann hat seinen Ausstieg ja angekündigt bei der Telekom. Mhm. Oder hatten wir das letzte Mal schon? Das war an dem Tag am Abend dann. Genau. Ne? Genau. Da kam das dann noch rein. Richtig. Stimmt, ja. Dann der Herbert Schönebeck ist nun bei Sharp gelandet. Dann haben wir Sam Mentek, beruft den Frank Tönus, das ist der bisherige Chef von Sam Mentek Schweiz, zum Mittelstandschef in Zentraleuropa. Und der Uwe Zeithammer ist jetzt wieder aufgetaucht. Interessant. Der ist jetzt bei Also gelandet. Das ging ja ganz schön so fließend, ne? Ja. Der Übergang war relativ. Ich denke nicht, dass er da. Relativ kurz. Ja. Also je nachdem, wann er bei Techdata offiziell raus war, das weiß ich nicht. Ich denke Ende des Jahres. Nehme ich mal an. Ja. Und dann wirklich. Mhm. War ich überrascht, weil die meisten wechselten ja umgekehrt. Die große Bewegung war ja eher andersrum. Ja. Hm. Dann der Klaus Rumsauer. Das hat mich jetzt wieder überrascht. Verlässt HP nach 18 Jahren. Die Personalie hat mich sehr überrascht. Warum? Der Rumsauer ist sehr lang dabei, hat wirklich toll Karriere gemacht, war nicht unerfolgreich. Und es war nicht rauszufinden, was jetzt passiert ist. Es gibt zwei Thesen. These 1, er hat ein besseres Angebot und ist demnächst wieder da. Und da werden Gerüchte gehandelt über EMC. Mhm. Das heißt, Rumsauer würde zu EMC wechseln. So die Theorie Nummer 1. Die Theorie Nummer 2, die ich gehört habe, auch ganz interessant. Es hat ja letztes Jahr Änderungen in den Konditionen bei ESSN gegeben, die dazu geführt haben, dass das große Systemhäuser bei HP direkt gekauft haben und nicht mehr in der Distribution. Mhm. Was für die Distributoren ein ziemliches Desaster war und nach vorne für die Systemhäuser. Da ist dann auch mal diese berühmte Äußerung gefallen, wir wollen keine Kistenschieber.
Und angeblich sei das auf eine Initiative von Rumsauer zurückzuführen. Und angeblich wäre er darüber gestolpert und das wäre inzwischen rückgängig gemacht. Theorie Nummer zwei, weiß aber nicht, welche stimmt. Mhm. Aber Rumsauer hat mich sehr gewundert. Der ist ja von Compaq in die HP reingekommen und ist in dem Serverbereich wirklich sehr, sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Mhm. Hat sehr hohe Sichtbarkeit und Bekanntheit bei den Partnern. Mhm. Also da war ich doch von den Socken. Mhm. Und wo ich genauso von den Socken war, das ist die nächste, die bei uns auf der Liste steht. Ja. Und zwar eine Änderung bei G-Data. Mhm. Die fand ich auch sehr interessant. Also das finde ich ja komplett wahnsinnig. Bei G-Data ist ja letztes Jahr Frau Kaspersky eingestiegen, die Ex von Kaspersky. Von Eugen. Und jetzt kommt die Meldung, dass Dirk Hochstrate sein Vorstandsmandat niedergelegt hat im Dezember. Mhm. Und der Hochstrate ist bei G-Data gewesen, ich glaube, von Anfang an. Mhm. Der war schon immer bei G-Data. Ja. Und war auch einer der großen Vordenker, ne? Also absolut, als CTO. Und absolut. Der stand auch sehr stark in der Öffentlichkeit. Also total. Der war auch das Gesicht von G-Data. Ja. Definitiv. Und der ist eigentlich so ein ganz lockerer Typ, ja, wenn man den so trifft. Ich finde den super. Das macht schon Spaß. Mhm. Und sein Nachfolger kommt interessanterweise von Siemens, heißt Wolfgang Horlacher und ist da jetzt Vorstand. Ich glaube Finanzvorstand oder sowas. Wieso interessanterweise? Weil der Unterschied zwischen einer G-Data und einer Siemens nicht größer sein könnte. Von der Unternehmenskultur, von der Managementkultur, vom Auftritt, von den Prozessen, ich weiß gar nicht, von allem. Mhm. Also weil der Unterschied zwischen diesen beiden Unternehmen so gravierend ist, ja. ich wüsste gar nicht, was, also ja. absolut. Mhm. Mhm. Das eine ist sehr bürokratisch mit festgelegten Hierarchien und Prozessen und viel Politik intern. Und das andere ist sehr hemdsärmelig, schon bodenständig, so aus Bochum und Rums, wir gehen jetzt los und machen was. Wir sind so die Coolen, die machen ja auch immer auf cool. Und dann überlegt ihr die Cebit-Auftritte, die Cebit-Partys. Ja. Und ja, überlege ich kochen mir. Gemeinsam immer, kochen ja, eine gemeinsam. Eigene Riesenküche eingebaut genau. hat. Ja. Ja. Überlege ich mir auf der einen Seite Dirk Hochstrate und auf der anderen Seite einen Siemens-Manager, der sein halbes Leben bei Siemens verbracht hat. Mhm. Also finde ich schon beachtlich. Verstehe. Das stimmt, ja. Aber er hat sich sicherlich auch verdient, der Dirk Hochstrate. Und jetzt mal ein bisschen zu privat. Ich bin gespannt, was der da auch reingesteckt hat. Ne? Ja. Das denke ich mir auch. Der ist schon sehr, sehr committed da gewesen. Ja. Dann der Peter Schäfer, der Ex-Lecware-Chef für den indirekten Vertrieb, der hat bei Cubeware angeheuert und ist dort als auch General Sales Manager für die Dachregion zuständig. Und Nachfolger bei Haufe ist jetzt die Marion Winkler, ehemals F-Secure. Die Marion Winkler kenne ich seit 20 Jahren fast. Die war früher bei Kingston, kenne ich schon ewig. Mhm. Wahnsinn, da war ich auch ein bisschen überrascht. Okay. Traf sie nämlich neulich noch bei F-Secure. Kein Wort hat sie gesagt. Mhm. Dann haben wir noch aus einen Security-Anbieter, der Walter Jäger. Der gibt Dach ab, also die Dachregion ab. Das ist gerade heute bekannt geworden. Und aus dem Systemhausbereich gibt es noch der Rainer Luis löst den Frank Kottmann ab als Vertriebschef bei einem Computercenter. Donnerwetter, das ist aber ein sehr prominenter Wechsel. Ja, das ist richtig. Ich glaube, dann haben wir so fast alles. Was ist denn da vorgefallen? Ist da was vorgefallen? Habe ich keine Informationen. Ich glaube, ist der Kottmann nicht in Rente gegangen oder sowas? Ja, könnte. Ich meine, Computercenter ist ja auch in Deutschland wieder gut unterwegs. Computercenter ist nicht unerfolgreich unterwegs. Im letzten Jahr auch wieder gewachsen, habe ich gerade noch mitbekommen. Jetzt nicht so wie in einem Jahr zuvor, aber ich glaube 4% oder so konnten sie den Umsatz nochmal ausweiten. Ja. Also die sind gut aufgestellt. Und der Rainer Luis, der war ja mal eine ganz kurze Zeit auch bei Bechtle gewesen. Aha. Die sprechen heute noch in den höchsten Tönen von ihm. Mhm. Also der ist ein richtig guter Mann. Und der war vorher für das Servicegeschäft, glaube ich, bei Computercenter zuständig. Und der ist bei Computercenter. Ah, bei Computercenter. Er ist ja jetzt schon ein paar Jahre wieder da. Ach so, Computercenter. Okay. Also der war Computercenter, Bechtle, ja. Computercenter. Okay. Ach nee. Und
der füllt mit Sicherheit die Position des Vertriebschefs hervorragend aus. Der könnte auch so ein Unternehmen leiten, nach dem, was ich über ihn gehört habe. Mhm. Okay. Sicher, gute Lösung. Dann hast du noch reingeschrieben, Andreas, etwas zum Herrn Sinofsky. Zu Sinofsky, genau. Sinofsky wurde ja bei Microsoft gegangen, da hatten letztes Mal ja intensiver drüber gesprochen. Der Windows-Chef. Windows-Chef Sinofsky, genau. Mhm. Und Sinofsky ist jetzt wieder aufgetaucht, und zwar mit seinem eigenen Blog. Und zwar mit einem sehr detaillierten Bericht über die CES, also über die Consumer Electronics Show in Las Vegas, so den Nachfolger der großen Computermessen in USA. Ich hatte das zuerst so gesehen, habe gedacht, was macht er sich da wichtig? Und es ist der Blog-Eintrag aus mehreren Gründen recht lesenswert. Und da verlinken wir am besten auch dann über die Seite im Nachgang. Mhm. Der ist sehr lesenswert. Auf der einen Seite ist es wohl so, Sinofsky hat schon seine ganze Karriere lang, immer wenn der auf einer Messe war, einen Bericht drüber geschrieben. Und zwar relativ detailliert über das, was der gesehen hat, die Trends, was er beachtlich fand. Er schreibt im Vorspann zu diesem Blog-Eintrag, schreibt er auch genau über diese Messeberichte und was der Vorteil dran ist und wie man das machen kann. Also so ein bisschen Management-Hintergrund. Fand ich persönlich ganz interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und er geht dann auf Trends ein und sagt also große Displays und Mobility und geht aber relativ detailliert ein und gibt einen sehr schönen Abriss von der Show. Es liest sich so, fast so, als wäre man dabei gewesen. Er hat an Bilder online gestellt, auch Videos online gestellt, ist ein absolut lesenswerter Bericht. Und was an dem Bericht auch sehr interessant ist, es unterstreicht die Bedeutung von Trade-Shows, von Messen. Mhm. Weil genau auf der Messe kann sich jemand, und der Sinofsky sagt, er ist ein Product-Guy, also der ist so ein Produkttyp, kann sich auf einem Platz schlau machen, sieht alle Trends, sieht interessante Hersteller, sieht die Produkte und ist auf einen Schlag informiert. Hat mich dann auch so ein bisschen bestätigt, weil ich ja auch ein Fan von Messen bin und sage, also wir brauchen das, egal was im Internet geschieht, weil man möchte sich Sachen anschauen, man möchte mit den Leuten auch mal direkt sprechen und man braucht auch einen Platz, wo komprimiert sehr viel stattfindet. Hm. Also äußerst lesenswert. Was Sinofsky jetzt draus macht und wo er wieder auftaucht, ganz andere Geschichte, kommt auch gar nicht drin vor. Also das hat er jetzt mal eher so aus privatem... Das ist eher so eine private Geschichte, die er, also schätze ich mal, oder vielleicht ist das einfach in der Tradition, in der er seit 20 Jahren steckt, aus der er nicht rauskommt, keine Ahnung. Genau. Aber schon interessant. Und es hat ja dann auch geheißen, dass Sinofsky an die Harvard Business School als Dozent geht. Glaube aber nicht, dass die das ausfüllt. Ich denke, der wird dann auch wieder was Neues machen. Aber ich fand es auch von der Management-Theorie auch sehr interessant. Also Leute, lest euch das durch, schaut euch das an, da kann man wirklich was draus lernen. Okay. Egal, was man von Sinofsky denkt. Wie habt ihr dann die CES wahrgenommen? Habt ihr die in irgendeiner Form verfolgt? Oder mal reingeschaut, was so Neues gibt? Ja, schon. Schon als nicht so intensiv. Der Sinofsky war sehr aufschlussreich drüber. Aber was ich sehr interessant fand, war die Demo des flexiblen Displays bei Samsung. Ah, das fand ich wirklich stark. Mhm. Der Typ zieht so was Zigarettenschachtelartiges aus der Tasche und zieht das Display raus und biegt das. Das fand ich schon stark. Ja, ist halt jetzt mal so tatsächlich live sehen. Ich meine, biegbare Displays und sowas ist jetzt nicht auch eine wirklich neue Technologie. Das wird schon seit Jahren dran entwickelt. Man versucht es ja jetzt ist es halt, mal. Jetzt ist es halt mal da in einer interessanten Ausprägung. Und ich glaube, was ja im Moment stattfindet, ist so dieses Ganze Richtung Mobility und neuen Geräten, wo man noch gar nicht weiß, wo wir dann rauskommen, wie neue Geräte aussehen. Was ich so interessant finde, ist, es kommt jetzt so eine ganze Bandbreite verschiedenster Geräte raus, weil jeder irgend so eine Idee hat und die einen sind drehbar und biegbar. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir dann am Ende des Jahres oder in 2 Jahren rausgekommen sind, was sich dann wirklich durchsetzt. Ich finde die Zeit im Moment extrem spannend, gerade was Endgeräte angeht. Ja, das stimmt schon, das ist richtig. Also ich würde fast mal sagen, in jedes Teil, wo früher ein USB-Anschluss eingebaut wurde, wird heute ein WLAN-Modul eingebaut. Ja? Also dass man das wirklich alles miteinander vernetzen kann. Ist auch so, ja. Das ist eben dieses Thema Internet of Things. Man versucht das irgendwie alles miteinander zu vernetzen. Ich glaube, da kommen noch ganz spannende Sachen raus. Es gibt ja
ein paar Plattformen wie beispielsweise Kickstarter, Crowdfunding-Plattformen, wo Geld eingesammelt wird. Und das sind teilweise echt super Produkte mit dabei, die hochinteressant sind und auch mal zeigen, was so heute alles möglich ist. Also es lohnt sich da mal ein bisschen reinzuschauen, wer sich so für interessante Gadgets interessiert. Ansonsten, ich habe die CES auch nicht intensiv verfolgt, aber man kommt ja auch nicht umhin, wenn man da ein paar RSS-Feeds abonniert hat, dann schlägt er da ständig dieses Zeug auf. Also mir war schon fast ein bisschen zu viel, weil jeder kleine Blog irgendwie diese Themen da rauf und runter nudelt. Und was ich so mitgenommen habe, war einerseits, dass das Thema 3D am Fernsehen tot ist. Mhm. Also das hat sich wohl überhaupt nicht durchgesetzt. Mhm. Ja, wobei Einschätzung Sinowski an der Stelle interessant ist. Sinowski sagt, 3D total tot dieses Jahr, aber er glaubt, es kommt wieder. Was ich mir vorstellen kann. Mag sein. Bis jetzt war das auch nicht überzeugend. Nee, es ist überhaupt nicht überzeugend. Ich finde das auch wenig spannend, aber es gibt ja eine Technologie, die jetzt so die Nachfolgetechnologie von High Definition ist. Das ist ja dieses 4K, also die vierfach höhere Auflösung des normalen HD-Fernsehens. Ich habe da ein Interview gehört mit jemand, der das auch live gesehen hat, also auf großem Bildschirm gesehen hat, und er hat gesagt, das ist eine so extreme Schärfe. Mhm. Das ist viel interessanter als 3D, weil da hast du wirklich das Gefühl, drin zu sein, weil das einfach so eine Intensität ist am Bild, dass du dir da viel besser vorstellen kannst, drin zu sein. Ja, du hast ja keine blöde Brille auf und sonstiges. Mhm. Und was halt erstaunlich ist, ist, dass diese Technologie nicht mit extrem hohen Preisen startet. Ja, also die haben ihre Display-Technologie mittlerweile so weit, dass die Preise haben für solche Fernseher, die in erschwinglichen Regionen liegen. Problem ist natürlich, wie so oft, und das war bei HD am Anfang ja auch so, es fehlt natürlich jetzt noch der Content. Es gibt natürlich noch keine Inhalte, der muss natürlich auch noch kommen, und das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Ja, wir machen keine Displays, solange es keinen Content gibt, und wir machen keinen Content, ja, solange es keine Displays gibt. Also das ist immer so, das typische Thema. Aber ich habe so auch das Gefühl, dass das Thema Smartphones, alles in der Richtung jetzt gar nicht mehr so großartig gehypt wurde da drüben. Da gilt es aber sicherlich auch mal abzuwarten, jetzt noch die nächste Messe, die Mobile World in Barcelona, der traditionell dann auch die ganzen großen Anbieter da ihre Neuigkeiten zeigen. Bleibt mal abzuwarten. Ja. Und was ich gehört habe, ist, dass die CES auch mittlerweile sehr stark von diesen kleineren Startup-Firmen genutzt wird, um sich dort einfach zu zeigen. Die wissen, dass da viele Venture-Capitalisten unterwegs sind und versuchen da halt ein bisschen zu posen. Ne? Wisst ihr, was für mich das eigentlich Interessante ist? Ich hätte nicht gedacht, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach der Comdex, die ja mal das Ding gewesen ist, war ja die Show in den USA, dass sich so vergleichsweise schnell eine Show entwickelt, wie die CES, auf der die gesamte IT vertreten ist, die inzwischen ja gewaltigere Umfänge hat als die Comdex. Ist und, es so? Ja, wobei in der Zwischenzeit dann alle gesagt haben, ja, also diese Trade-Shows sind ja völlig out, das braucht ja kein Mensch. Die Launches wegen der, das ist ja alles totaler Quatsch. Und das ist für mich die eigentliche Überraschung, dass das Ding so gewaltig ist und dass da IT-Hersteller sind, die gesagt haben, wir fahren nie wieder auf Messen mit großen Ständen. Und also das finde ich schon sehr beachtlich. Ja, ich denke, wie du schon sagst, auf solchen Messen hast du halt wirklich an einem Fleck mal alles, was so passiert. Ne? Also ja. Von daher ist es sicherlich nicht ganz uninteressant. Das stimmt schon. Aber weite Anreise nach Las Vegas. Da ich liebe Las Vegas. Ich sag euch, wie es ist. Also ich mag es auch gerne, aber wie war Las Vegas die Anreise? Nicht länger wie eine Woche. Eine Woche, Las Vegas ist schon das super. Reicht dann. Danach ist man irgendwie müde. Das ist ganz interessant, ich habe mal Urlaub gemacht in Hawaii und das ist ja wirklich paradiesisch da drüben, also so wie man es sich vorstellt, egal wie man es sich Paradies vorstellt, da drüben findet man es auf einen der Inseln, ist ja nicht nur eine, sind ja mehrere. Und ich bin da mal mit einem Inselbewohner so ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe die gefragt, wo macht ihr eigentlich Urlaub? Na, hat der mir zugesagt, Las Vegas. 2 bis 3 Mal im Jahr schauen die, dass sie irgendwie nach Las Vegas kommen. Die brauchen da halt einfach das Kontrastprogramm. Mhm. Die können Palmen, Strand und mehr können die nicht mehr sehen. Las Vegas ist brauchen Gebimmel und Las Chicago, Vegas, Detroit. Las Vegas ist der einzige Ort,
wo die Amerikaner komplett aus sich herausgehen, wo politisch Correctness überhaupt keine Rolle mehr spielt, mhm. wo alle Amerikaner, ich weiß nicht, wie das, ich war schon länger nicht mehr drüben, aber früher war es so, in ganz Amerika hat kein Mensch rauchen dürfen. In Las Vegas hat man überall geraucht, man hat überall getrunken, es war überall Party, es war, und die Leute sind nach Las Vegas gekommen, Schalter umgelegt und waren total anders als zu Hause. Das ist halt das amerikanische Oktoberfest, das ganze Jahr lang sozusagen. Ne? Absolut. Also es ist wirklich interessant. Und das ist für die Amis so ein Ausgleich zu dem so ein bisschen tristen, politisch korrekten, naja. Das stimmt, ja. Und hab's dann, genossen. Ganz unten hast du noch was hingeschrieben. Was habe ich denn noch geschrieben? Ja, die letzte Meldung, die ganz unten besteht. Ich ständig irgendwelches Zeug hier rein. Sascha Riechmann. Sascha Riechmann ist bei Antec weg, habe ich jetzt gehört. Der war ja Country Manager von Antec. Das ist ein Komponentennetzteile, Netzteilekühler, sowas Hersteller. Ja. Wo er gelandet ist, weiß ich gar nicht. Und wer bei Antec, und ich glaube, bei Antec gibt es noch keinen Nachfolger. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Antec schon den Ernst der Situation erkannt haben. Ja. Genau. Gut, dann können wir die Rubrik schließen. Die erste Rubrik schließen, wir liegen super in der Zeit. Damen will ja heute noch schwimmen gehen. Nee, ich war schon. Du warst schon? Ich war schon, ja. Ach so, ja. Ich habe verstanden, du willst da nachher noch gehen. Nee. Ah, okay. Dann gehen wir in die Distribution. Da haben wir auch ein paar, denke ich, ganz interessante Meldungen. Eine Meldung, die hat der Michael Schickram aufgeschnappt, die hätte ich wahrscheinlich nie gesehen. Keine Ahnung, wie er da auch da drauf gekommen ist. Dass TechData sein Engagement im Münchner Standard sozusagen verlängert. Da gibt es also eine Mitteilung eines Real Estate, wie nennt man die, Immobilienanbieters. Ach, okay. Der das dann gepostet hat. Mhm. Und da steht auch genau drin, für Quadratmeter. Jetzt ist da der Link leider nicht mehr drin. Der war dann nämlich mal ursprünglich, aber ist egal, den findet man dann schon wieder. Ja. Ist aber nur eine kurze Mitteilung. Mhm. Ja, es ist ja mal ganz spannend, wenn solche Mietverträge auslaufen, was dann passiert. Ja. Interessanter wäre es gewesen, wenn die sich verkleinern oder vergrößern oder so. Verkleinern haben sie sich, glaube ich, sogar ein bisschen. Ich glaube 15.900 Quadratmeter. Die sind ja in dem Gebäude nicht alleine. Nein, das Zeiss ist mit drin. Der Zeiss ist mit drin und die haben, glaube ich, ein bisschen mehr beansprucht. Ja. Weil die expandieren und da sind die TechData-Leute ein bisschen enger zusammen. Und haben das, glaube ich, ein bisschen sortiert, weil so ein bisschen durcheinander gehen. Die haben da schon ein bisschen was geändert. Also die Geschäftsführung, die sitzt jetzt, die hatten ja früher immer so ihre eigenen Räume. Da gab es auch den Geschäftsführungsflur. Ja, den Geschäftsführung gibt es jetzt nicht mehr. Die sitzt jetzt sozusagen im Großraum. Nee. Doch, die sitzt im Großraum. Ach komm her, das ist ja interessant. Der muss man auch mögen. Michael Dressen, der sitzt jetzt direkt vis-à-vis dem Mark Müller. Nee, nicht dem Mark Müller. Dem Braune. Ja, genau. Ach, der ist auch dem Braune gegenüber. Ach, das ist ja echt ein Ding. Also früher haben die Günter Schiessel und Simone Frömming hatten auch so ein Gemeinschaftsbüro, hatten Schreibtische direkt gegenüber und das war direkt über dem Eingang. Ah ja. War interessant. Also du kannst immer nach unten schauen. Also war echt ganz witzig. Mhm. Die hatten wirklich ein Büro zusammen, hatten extrem kurze Wege und Abstand ist schon gut. Ja. So, dann hat ein Bericht in der Zeitschrift Focus ein bisschen für Furore gesorgt in der Branche. Mhm. Ja. Da dieser Bericht handelt rund um das Thema Umsatzsteuerkarussell. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, über das Thema. Und im Mittelpunkt dieses Beitrags in dieser Zeitschrift stand der Distributor Devil. Und der Focus hat dort, ich glaube, sogar zwei Seiten, die sie dem Thema hier gegönnt haben, das so ein Stück weit dargestellt, dass man nach dem Lesen dieses Beitrages den Eindruck hatte, dass Devil quasi der Drahtzieher hinter diesem ganzen Umsatzsteuerkarussell sei. Richtig. Da wird dann plötzlich noch von Russenmafia gesprochen und alles Mögliche dann nach oben gekehrt. Ich war relativ verwundert, ehrlich gesagt, als ich den Beitrag gelesen habe. Wie ist es euch gegangen? Mhm. Ja, auch. Ich habe mir nur gedacht, was läuft denn da eigentlich? Also A, dass nur über Devil ja gesprochen wird oder berichtet wird. Das hat mich zum einen gewundert. Dann habe ich mich gefragt, wie mag dieser Artikel zustande gekommen sein, war da meine zweite Frage. War da ein Autorenname dabei? Nein. Da war ein Autorenname dabei, ja. Also
dann habe ich mir gedacht, da muss doch dann irgendjemand quasi beim Fokus angeklopft haben und gesagt haben, wir haben hier eine ganz heiße Geschichte und was weiß ich, und den Redakteur da irgendwie heiß gemacht haben, dass der sich dann darauf einlässt, da sowas zu schreiben. Nein, es gab eine Pressemitteilung des Landeskriminalamts Bayern oder was? Da war Devil aber noch nicht drin gestanden. Mhm. Und wenn so eine Meldung, das sind die Augsburger, die damit. Ja, genau. Und wenn so eine Meldung kommt, dann fragen die Leute schon nach. Ja, also wir haben dann natürlich auch nachgefragt. Wir haben dann auch nochmal die Staatsanwaltschaft in Augsburg angerufen und gefragt, ob es dort irgendwelche Neuigkeiten gibt. Also der Sprecher dieser Staatsanwaltschaft war da jetzt auch ein bisschen konsterniert, ob des Beitrages. Der kannte den wohl auch. Und hat gesagt, ja, also es wundert ihn jetzt schon ein bisschen, weil die ganzen Ermittlungen erstrecken sich auf 106 Personen in ganz Europa, sind weit über 30 Unternehmen, die dort auf der Liste der verdächtigen Unternehmen sitzen, und man sei da jetzt auch ein bisschen verwundert darüber, warum ausgerechnet der Welt jetzt hier so in den Fokus gestellt werden würde und über alles andere nichts gesprochen wird. Und das kam in dem Beitrag tatsächlich überhaupt nicht rüber, was da... Es gab vor vielen Jahren mal einen Monitorbeitrag, auch um eine ähnliche Thematik, da ging es um Speicherschmuggel. Und die hatten irgendwie den Namen P&T, das war die ERC, mittlerweile dann COS, hatten die aufgeschnappt, haben den Zusammenhang nicht verstanden und haben dann halt einen in die Pfanne gehauen, den sie kannten. Also es war halt verkürzte Recherche. Das wird dann schon passen. Wobei ich halt die ganze Geschichte für erheblich komplex. Ja. Und gut, bei Devil wurde durchsucht, bei der COS wurde massiv durchsucht. Und das ist ja alles schon vor einem halben Jahr passiert. Also es lief ja irgendwann im Sommer die Durchsuchung. Und ich weiß auch gar nicht, ob es da um was gegangen ist. Ich glaube nicht, dass es um Komponenten gegangen ist, wie im Fokus stand. Denn auf Komponenten wird keine Umsatzsteuer mehr abgerechnet. Es wird ja auf seit 2011, glaube ich, Anfang 2011, wird Umsatzsteuer auf Mobiltelefone und Komponenten, Motherboards, Grafikkarten, Chips und so nicht mehr erhoben. Das heißt, damit ist der dem Karussell die Grundlage entzogen. Ja. Das heißt, es muss um irgendwas anderes gegangen sein. Und als dann die Durchsuchungen bei COS waren, war plötzlich Microsoft-Software sehr knapp. Also Microsoft-OEM-Software. Und es gibt das Gerücht, dass es um Microsoft-Software gegangen ist, die sehr günstig aus dem Osten gekommen ist. Ist aber auch nur Gerücht, weiß ich nicht. 100%. Also für alle, die das Thema noch nicht richtig verfolgt haben, es geht darum, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt zum Thema Umsatzsteuerbetrug und Umsatzsteuerkarussell, wie man das so schön nennt. Man geht also davon aus, dass zahlreiche Gesellschaften sowohl im Inland als auch im Ausland gegründet wurden und alleine eben zum Zweck der Steuerhinterziehung. Es sitzen insgesamt 27 Beschuldigte noch in der Untersuchungshaft und 11 davon im Ausland. Und der Staatsanwalt hat auf den Artikel nochmal angesprochen, dann geäußert, also uns gegenüber, woher sie stammen, also diese Informationen stammen, können wir nicht nachvollziehen. Möglicherweise könnte ein Verfahrensbeteiligter sich dazu geäußert haben, und die im Fokusbeitrag dargestellten Sachverhalte werden wir aufgrund des Steuergeheimnisses weder bestätigen noch dementieren. In der detaillierten Art und Weise, wie hier die Sachlage geschildert wird, würden wir uns aber nie äußern. Obendrein legen der Staatsanwaltschaft zu der im Fokusbeitrag erwähnten Russenmafia keine Erkenntnisse vor. Also es ist schon eine ganz schöne Pistolenstück, was da geschrieben wurde. Ne? Ja, Devil hat sich dann natürlich auch nochmal drauf hin gemeldet und haben das eben auch nochmal alles so bestätigt. Also eine obskure Geschichte irgendwie, finde ich. Ich habe eigentlich gedacht, diese Mehrwertsteuergeschichten wären so richtig von vorgestern. Früher gab es sowas ja oft. Mehrwertsteuerbetrug, Zollbetrug und. Und ich habe eigentlich gedacht, sowas gibt es gar nicht mehr in unserer Branche, aber anscheinend doch. Wobei es hieß ja auch, in der Pressemitteilung hieß es ja, in der offiziellen hieß es ja, es wäre auch Verdacht auf Geldwäsche im großen Stil, das kann man schon vorstellen. IT kostet halt viel und geht und dreht wahnsinnig schnell. Ja.
Das ist so. Wär mal interessant zu wissen, wofür überhaupt noch, also wofür genau Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer abgerechnet wird und worauf nicht mehr. Es müssen ja dann Systeme sein oder Software oder sowas. Also wenn es da mal einen Experten gibt, und den gibt es sicherlich in der Branche, der sich mit dem Thema gut auskennt und da mal ein bisschen uns gegenüber erläutern könnte, wie man sich sowas genau vorstellen kann. Also ich kann es nicht. Ich bin da nicht so weit drin, dass ich das Ortdetail sagen könnte, wie man sowas dreht sozusagen. Mhm. Der kann sich gerne mal bei uns melden. Da können wir gerne mal ein kurzes Interview machen oder das aufzeichnen und dann hier mal einspielen. Ich glaube, das interessiert viele mal. Genau, und wir können auch total diskret sein und Stimmenverzerrer als. Wir machen dann Stimme vom Darth Vader. Wir leiten das nicht als Finanzamt weiter. Nee, es geht ja nur darum, ob uns das mal einer so die wirtschaftlichen Zusammenhänge und wie man sowas tatsächlich macht und auf was man da sozusagen, welche Lücke man da nutzen kann, wie auch immer. Du meinst Tipps genau und Tricks. Erklären. Tipps. Ja. Du, ich glaube, da gibt es keine Lücke, es ist einfach kriminell. Ja, ja, genau. Das heißt, die Leute führen einfach irgendwas nicht ab und hoffen drauf, dass man nicht drauf kommt. Keiner es merkt oder so. Ja. Ja, ja, man ist auch die Frage dann ein Stück weit, wie kann man sich davor schützen oder kann man sich überhaupt dafür schützen? Also interessant ist, ich habe vor Jahren mit jemandem vom Zoll mal gesprochen, genau aufgrund so einer Geschichte. Damals war das Aktion Goldfisch, vielleicht erinnern sich noch. Ja. Ihr erinnert euch klar noch dran. Aktion Goldfisch, wo es auch um Mehrwertsteuer und Zoll ging. Und der sagt, das Problem ist, die Abgabe haftet der Ware so lang an, bis sie abgeführt ist. Das heißt, der zuletzt die Ware in der Hand hat, kann im Zweifelsfall dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Abgabe abgeführt wird. Mhm. Und das ist halt sehr tricky. Das heißt, selbst wenn ich irgendwas kaufe und davon ausgehe, da ist alles korrekt gelaufen, kann die Behörde kommen und sagen, pass mal auf, hier wurde nie was abgeführt, du, zahl jetzt mehr. Mhm. Und der sagt dann, ich? Wieso ich? Und du kannst da halt, und das wird in der Regel nicht durchgezogen, aber es könnte durchgezogen werden. Und wenn du Ware kriegst, die nicht einwandfrei ist und man weiß es nicht unbedingt. Ja. Richtig. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, dass die also ja ein Unternehmen zugekauft hat, das sich spezialisiert hat auf den Vertrieb von Software elektronischer Art. Mhm. Und da gab es jetzt die erste Meldung aus dem Hause also, beziehungsweise also digital nennt sich dieser Geschäftsbereich ja. Und zwar wurde ein Vertrag geschlossen mit Microsoft. Genau, das der heißt, erste ESD-Vertrag. Haben ja schon mal einen ganz großen Player dann mit an Bord, ne? Es ist erstaunlich, wie schnell das gegangen ist. Ich denke, dass das ein Stück weit parallel schon gegangen parallel ist, gesprochen. Dass man gesagt hat, man wird sowas machen. Wärt ihr dann oder seid ihr damit dabei, wenn wir das hinkriegen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Anschluss gegangen ist, sondern relativ schnell ging. Ne? Aber es ist schon echt erstaunlich, wie schnell es geht. Ja. Ich bin mal gespannt, wann die ganze Shop-Geschichte jetzt live geht. Mhm. Wie schnell das realisiert wird. Ja. So, das war eigentlich schon die wesentlichen Dinge aus der Distribution, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Mhm. Ingram macht physikalische Sicherheit, habe ich gelesen. Ingram macht jetzt physikalische Sicherheit. Wir haben hier noch ein Thema stehen, Gallo IT. Gallo IT, ja, steht da ein neuer Disti mit bekannten Gesichtern. Nee. Unter anderem. Wie, haben sie jetzt gemacht? Nein, ich sage nee im Sinne von, ach, so. Ach nee. Ach was. Okay. Gallo IT, Herr Hahn, Ingolf Hahn, Ex-Entrader. Kennst du sicherlich. Ja. Der wollte sich, also das ist auch eine komische Geschichte gewesen, der hat ja seinen Laden verkauft an die Westcon. Mhm. Die Entrader. Die Entrader. Ja, ja. Wollte der dasselbe doch nochmal machen und dann haben wir jetzt auf die Finger gekriegt. Genau, ne? Und dann wollte er sich nochmal mit einem Laden Entrader selbstständig machen. Dann haben die gesagt, nee, Moment mal, den hast du ja gerade verkauft. Und jetzt macht er Security-Distribution, das ist wirklich interessant. Ja, was auch sonst, Norman ne? Data Defense, Gate Protect, Aditon, Point, interessant. Das hat er gemacht mit dem neuen Namen. Saß er vorher? Hat seinen eigenen genommen, in Paderborn. Ja, saß er da vorher auch schon? Ja, ja, klar. Ja. Was heißt, saß der da? Ist gut. Die Entrader-Leute, also die jetzt Westcon sind, die sind in Paderborn. Ja, ja. Ich denke mal, er ist gerade ein Haus weitergezogen. Aha. Hat seinen eigenen Namen genommen, Hahn, Gallo IT. Ah,
Stimmt, da bin ich jetzt gar nicht so schnell drauf gekommen. Wie der Lateiner sagt. Ja, wie der Lateiner. Stimmt. Ist richtig. Finde ich aber schon ein bisschen merkwürdig. Also, ich weiß nicht. Also, was meinten ihr dazu? Dass der Entrada verkauft und dann wieder so einen Laden. Und dann sofort als nächstes, am liebsten gleich mit demselben Namen. Vermutlich ist das Businessmodell dahinter. Mit demselben Namen, das ist ja sehr seltsam, muss ich sagen. Also ich finde das so schräg. Das geht ja gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch für jeden Scheiß zu haben normalerweise, aber ich weiß nicht, ob ich auch dann nochmal eine Security-Distribution aufgemacht hätte. Ja, gut. Also spricht er dafür, dass er seinem alten, verkauften Laden nicht so viel zutraut oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann er auch nichts anderes. Gut, das ist ein bisschen böse, aber ich finde die Geschichte schon schräg. Muss das sagen. Ja, vielleicht hat der Käufer der Entrada ihm auch nicht entschieden genug gesagt, dass er da jetzt mal die Füße stillhalten soll. Ja, normalerweise müsste das ja vertraglich festgelegt sein, dass man sagt, also so eine Art normalerweise Konkurrenzausschluss oder sowas. Hältst jetzt da mal die Füße still für 2 Jahre, dann kannst du irgendwie, oder du machst ganz was anderes, ist okay, ne? Ja, wundert mich auch ein bisschen, aber vielleicht trifft man ihn ja irgendwann. Also eine eigenartige Geschichte, da muss man mal fragen. Vielleicht sollten wir den Channelcast im August aus Paderborn vom Libori festmachen. Das muss toll sein. Libori ist ist das Oktoberfest der Paderborner sozusagen. Ja, das ist bestimmt sehr lustig. Das muss sensationell sein. In Paderborn habe ich schon mehrfach sehr lustig gefeiert, kann ich euch sagen. Kann man nur empfehlen. Und Paderborn ist ja nicht aus der Welt. Und dann könnten wir da mal einmal den Aufklärungsfeldzug veranstalten. Ich fahre nicht nach Paderborn. Das ganz bestimmt nicht. Christian. Du kannst ja in Bielefeld übernachten, wenn dir das lieber ist. Ja, Gottes Willen. Bielefeld. Da hat es dir das so gut gefallen. Ja, super. Also ich finde Bielefeld toll. Wirklich. Ja. Ich bin Bielefeld zur Schule gegangen. Lecker Pommes. Das war wirklich gut. Und diese Bratwurst, die wir da gegessen hatten. Ja. Ach, Bielefeld war. Da hast du uns doch hingeführt. Ja, klar. Ja, am Jahnplatz. Genau. Ja, du kennst Platz, die traditionelle Bratwurst. Na ja, gut, ich muss sagen, viel habe ich ja nicht mitgekriegt. Dann waren wir da ein Nachmittag und. Ja, wir sind immer. Waren wir nur in der Stadthalle? Wir waren immerhin. Auf der Synaxon-Messe? Einen Abend, einen ganzen Tag und morgens dann wieder zurück. Abend war ich im Kino. Ja. Im Kino, ja. In Bielefeld im Kino. Hat ausgeschaut wie jedes andere Kino. Das war so ein Multiplex-Kino hinterm Bahnhof. Das ist so die Vergnügungsmeile von Bielefeld, die ist relativ neu gebaut. Und also ich als Alt-Bielefelder lehne das komplett ab. Ich prangere das an. Ja, absolut. Absolut, finde ich nicht gut. Ich mag die Lokale da auch nicht. Kann ich nachvollziehen. Nee. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, mit wem bin ich denn da zu mit Fuß? Wir beide sind noch zu Fuß. Ja. Und haben so ad hoc nicht hingefunden. Du kamst ja aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie schön das da ist. Also. Wir haben uns da so ein bisschen verlaufen, sind da in so einer Bahnhofsgegend, so an den Gleisen. Wo seid ihr denn gewesen, bitte? Frag mich nicht, keine Ahnung. Aber es konnte uns ja auch keiner sagen, wie wir weiterkommen. Nein, ja, keiner Deutsch gesprochen. Hat keiner Deutsch gesprochen. Wir haben da bestimmt 50 Leute gefragt, das hat keiner verstanden. Ich weiß es nicht. Wenn du vor dem Bahnhof stehst, rechts, ne? Christian rechts vom Bahnhof seid ihr gegangen. Christian hat mich dann gefragt, ob wir nicht lieber rennen sollten. Ihr seid rechts vom Bahnhof, ihr Wahnsinnigen. Da geht man auch nicht. Nein, da geht man nicht. Das haben wir dann gemerkt. Und schon gar nicht allein und unbewaffnet. Ja, wir waren ja zu zweit. Das ist, ja, Gott sei Dank. Das hätte nach hinten losgehen können. Ja, wir sind da total, also. Das war wirklich äußerst merkwürdig alles. Das ist keine gute Gegend. Nee, wirklich nicht. Da wären wir jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, schon froh, wie wir dann angekommen waren. Mann, ey, wenn man euch mal allein lässt. Ja. In der fremden Stadt. Ja. So, jetzt haben wir aber die Distribution endgültig hinter uns und gehen in Richtung Exkurs nach E-Commerce und Retail-Markt. Da haben wir ganz oben ein Thema stehen, das zumindest für mich in der Form, wo wir es jetzt lesen können und auch sehen können, neu ist. Das Thema selber ist noch nicht ganz neu. Wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen und Damian auch schon angekündigt, nämlich, dass er mit dem Frank Röbers, der demnächst nochmal einen Termin haben wird, der hat wahrscheinlich auch stattgefunden, Damian. Ja, ich hatte danach schon von erzählt, Christian.
Hattest du? Ich hatte im letzten Podcast davon erzählt, ja, dass Synaxon, dass Synaxon einen neuen Betriebstypen vorbereitet und in Kürze auch dann einführen wird. Mhm. Und ich habe dann auch meine Vermutung geäußert, in welche Richtung das gehen wird. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet und ich freue mich, dass ich mir bei dieser Gelegenheit selber mal wieder auf die Schulter klopfen darf. Potztausend. Tut ja sonst auch keiner. Ja. Damian, wir machen das beim nächsten Mal. Ja. Echt? Ja, machen wir sogar öffentlich. Also es ist jetzt tatsächlich so, dass Synaxon eine neue Marke ins Leben gerufen hat. Die Marke heißt 101. Es gibt auch eine Homepage, die heißt 101. Die ist schick. De. Also die sieht super aus. Echt schick. Ja, ist richtig schick geworden. Sieht sehr gut aus, muss man sagen. Viel Mühe gegeben. Ja. Die Firma sitzt in Hamburg. Die hat als Geschäftsführer den Frank Röbers und dann den, jetzt muss ich eben ganz schnell gucken, gerade hatte ich es noch aufgehoben, jetzt ist es gerade zugemacht. Ja, den Jens Wächter, ne? Ja, den Jens Wächter, Prokurist von Synaxon. Ja. Und die machen nur Dienstleistungen. Mhm. Nur Dienstleistungen für Firmen und Privatleute. Und zwar so, die haben zwar ein Ladengeschäft oder die haben eine Station, da kann man sein Problem abliefern in Form von Rechnern, von Notebooks, von iPhones und so weiter und so fort. Aber die fahren auch zu einem nach Hause oder wo immer man sich gerade befindet, so ADAC-mäßig, ne? Und helfen dann, das Problem zu lösen. Was ich lustig finde, ist 101, schreiben sie hier, digital und glücklich. Deine digital Technik ist glücklich. Digital, wir machen dich glücklich. Übrigens, die duzen. Die duzen den Kunden durchgehend. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie das machen. Mhm. Scheint doch wohl eher dann so zu sein, dass sie ein eher jüngeres Publikum ansprechen wollen damit, weil ich fühle mich jetzt, wenn mich jemand duzt, hatten wir schon mal drüber gesprochen, nicht sofort so begeistert. Also ich bin dann doch lieber gesiezt, gerade im Business-Umfeld. Facebook duzt dich auch. Facebook duzt dich auch. Muss nicht sein, wenn es nach mir geht. Ich habe Facebook auf Englisch. Hättest du lieber, dass die oben stehen, Herr Sicking, was ist los? Ja, genau. Die brauchen Herr diese Sicking, Frage überhaupt nicht zu stellen. Ja, genau. Fände ich auch irgendwo komisch. Aber das, ist auch, Ihnen, das ist auch total nebensächlich. Auf jeden Fall finde ich das eine interessante Geschichte. Ich hatte zuerst gefragt, 101, wie kommen die auf 101? Ist das irgendwie die Telefonnummer? Ist das die Hausnummer oder so? Aber es ist tatsächlich wohl so, dass es 1 und 0 digital. Digital, binär, ja. Genau. 101. Genau. Und naja, jetzt sind wir mal ganz gespannt, also ich zumindest, wie das angenommen wird. Und das ist natürlich ein Projekt, das ist ja ausbaufähig. Na, also die haben jetzt mal in Hamburg damit gestartet. Mhm. Ich denke, das ist auch eine, ja, ich könnte mir das auch als Franchise-Idee oder Realisierung vorstellen. Absolut. Ich glaube, die Jungs hier sind Mikrotrendpartner. Aha. Die jetzt das hier in Hamburg. Aha. Ja. Wobei, jetzt wo ich es mir genau überlege, kann er eigentlich nicht sein. Es ist ja eine direkte eine Marke von. Ich habe nur in einem Blog mal gelesen, wo einer der Kollegen, ich glaube Andreas Wenninger war es, gesagt hat, Mikrotrendpartner 101. Aber das kann auch eine Nebelkerze gewesen sein, weil die ja, das hatte er nämlich im Dezember gepostet und das ist ja jetzt ganz frisch, also in der letzten Woche sozusagen. Naja, die interessante Frage, das kann schon sein, wo die Jungs halt herkommen. Die müssen ja nicht unbedingt aus, also die Initiative dann ergreifen beziehungsweise auch umsetzen, die müssen ja nicht zwingend aus der Zentrale kommen. Das kann schon eine Initiative sein, die aus irgendeinem lokalen Franchise oder aus irgendeinem Laden lokal geboren wurde oder dann umgesetzt wurde. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Also ganz dass weit die, her ist das nicht. Von der Ansprache, um dann nochmal was dazu zu sagen, Damian, ich finde es gut, dass sie einen mit per Du ansprechen, weil
diese ganze Webseite sehr sympathisch gestaltet ist. Also man sieht Menschen, man sieht eben, das ist mal endlich eine Webseite, wo es um IT geht, wo ich nicht diese blöden Produkte sehe, die ich schon tausendfach überall gesehen habe, sondern ich sehe hier Menschen. Ich sehe hier Menschen, die da sitzen und ein Statement sozusagen abgeben. Ja? Also der eine sagt, wenn ich mal Zeit habe, dann lese ich Goethe, aber ich habe keinen Bock, Betriebsanleitungen zu studieren. Oder die Dame, die sagte, ja, wenn ich krank bin, dann gehe ich doch auch zu jemandem vom Fach sozusagen. Ja. Also ich finde, das kommt dann gleich sofort sehr sympathisch rüber. Und sie ist sehr übersichtlich gestaltet. Du findest dich auch sofort zurecht. Da gibt es keine großartige Navigation und Ähnliches. Die haben das sehr clever und gut über Icons gemacht, wo die wichtigsten Service-Angebote, die 101 anbietet, auch sofort sichtbar wird. Sie gehen eben auch sehr stark auf das Thema Apple ein, dadurch, dass sie beispielsweise Display-Reparatur anbieten fürs iPhone. Das ist ja doch etwas, was sehr häufig stattfindet. Und du hast halt gleich einen Preis daneben. Ich denke, das ist halt mal das ganz Wichtige bei diesem Service-Thema. Und da haben sie ja gute Erfahrungen gesammelt, auch bei PC-Spezialist, dass die eben für bestimmte Services, die sie anbinden, Festpreise haben. Ja, und ich glaube, das ist es halt, hier steht halt, Einrichtung eines Notebooks kostet 69 Euro. Ja, und du willst dir dein WLAN mal einrichten lassen, weil du irgendwo umgezogen bist und kannst es nicht und willst dich auch nicht damit beschäftigen und dein DSL 59 Euro, dann kommt einer vorbei und macht es für dich. Ja. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg und der Erfolg über PC-Spezialist, denke ich, hat sie da auch nochmal ein Stück weit motiviert, das mal rauszulösen, dieses ganze Servicegeschäft, auch mal von der eigenen Hardware wegzugehen oder vom Hardwareverkauf wegzugehen und sich da mal als reiner Dienstleister zu positionieren. Und ich wünsche denen da wirklich alles Gute. Ich hoffe wirklich, dass das auch erfolgreich ist und natürlich auch dann letztendlich ein bisschen Schule macht. Sie werden dann vielleicht auch ein bisschen Wettbewerb bekommen, aber ich finde es gut, wenn wir jetzt mehr Angebote und mehr Läden sehen, die sich mal stark auf diesen Dienstleistungsbereich konzentrieren, weil das für die ganze Branche, für den ganzen Handel eigentlich gut ist. Wir erinnern uns immer noch an die Diskussion, als früher gesagt wurde, für Service kann ich kein Geld verlangen. Ja? An das Thema Service hat sich lange Zeit keiner dran getraut, auch kein Händler dran getraut. Es war ja auch so. War ja auch so. Ich meine, aber die Welt hat sich ja weiter. Die Welt hat sich weiter gedreht. Die Erde hat sich gedreht und verändert. Und ich denke, auch durch die Entwicklung des E-Commerce ist das Thema jetzt hier nochmal, wie man heute sagt, befeuert worden, weil du holst dir deinen Rechner irgendwo her, aus dem Internet, sage ich jetzt mal so, bestellst ihn da und dann hast du halt ein Problem damit, dem Teil. Und an wen wendest du dich jetzt damit? Du hast die Möglichkeit, jetzt den Marsch durch die Bürokratie sozusagen wieder anzutreten und dann vielleicht auf ungewisse Zeit auf dein Gerät zu verzichten, indem du es halt irgendwo hinschicken musst und da liegt es dann und so weiter und so fort. Oder du nimmst hier doch gar nicht so viel Geld in die Hand. Die Preise sind ja alle unter 100 Euro, zum Teil auch unter 50 Euro. Und lässt das halt von Experten machen. Ich denke, dass das auch ganz gut eine Entwicklung widerspiegelt, die wir derzeit hier am Markt erleben. Nämlich, dass der stationäre Handel, der halt dieses Komplettangebot aus Produkthandel und Service anbietet, dass der sich gerade ein bisschen transformiert sozusagen. Und diese reinen Servicebetriebe sind eine Erscheinungsform. Und ich denke, dass wir da noch mehr von sehen werden. Ich finde das auch eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und ich hoffe, dass das auch weitere Kreise zieht. Und normalerweise eigentlich müsste es auch so eine Notrufnummer geben. Ne? Also 101 wäre klasse, so wie 110. Oder, ne? Ich habe ein Problem mit meinem Rechner, ich rufe jetzt 101 an. Ja, das wär super. Ja, ne? Also für Firmen wird es ja angeboten, zumindest 101 für Firmen. Du brauchst Support rund um die Uhr. Dann bieten sie auch 24/7 Service an für eine Flatrate, als Flatrate. Ne? Also es gibt schon. Zumindest für Firmenkunden, für Privatleute wohl offensichtlich noch nicht. Also sie könnten ja theoretisch wirklich eine deutschlandweit einheitliche Nummer einführen, weil die haben ja das Netz dazu. Also sie bräuchten halt genug Läden, die mitmachen. In dem System. Läden, also Potenzial haben sie im System genug, du musst es halt finden und schulen.
Und dann könntest du wirklich, sein, könntest ja. wirklich sowas einführen. Das wäre eine schöne das Geschichte. Kann gut sein, ich denke, für diesen Hinweis sollten wir Geld verlangen von Herrn Röbers. Denke ich auch. Und von Herrn Wenninger. Also, meine Herren, ne? Genau. Wir geben unsere Bankverbindung. Ja, genau. Also, du kannst ja zumindest rund um die Uhr so einen Service buchen. Der Laden selber hat natürlich Öffnungszeiten von 9.30 Uhr bis immerhin 19.30 Uhr. Ja, 19.30 Uhr heißt es und am Samstag hat er auch von 10 bis 18 Uhr auf. Zumindest kannst du es immer buchen. Wann dann natürlich einer vorbeikommt und wie schnell das alles geht, wird jetzt hier natürlich auch ein Stück weit verschwiegen. Ist klar, aber wahrscheinlich gibt es da auch noch keinerlei Erfahrung dahingehend. Wie schnell dann jemand vorbeikommt und jetzt hier mein WLAN einrichtet. Ne? Ja. Ob der dann ein paar Stunden später bei mir oder 10 Minuten später bei mir auf der Matte steht oder in 3 Tagen kommt, das weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Mhm. Aber 3 Tage ja. wären sicherlich zu lang. 3 Tage wären sicherlich ja. zu lang, völlig klar. Ja, sehe ich auch so. Aber ja, also viel Glück und viel Erfolg und sind dann mal gespannt, wie die Sache anläuft und wäre natürlich toll, wenn wir da ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden würden. Prima. So, dann haben wir, was haben wir da als nächstes draufstehen? Das ist dieser Komplex Media, Komplett Saturn, Metro. Mhm. Magst du da ein bisschen was dazu sagen, Damian? Oder kannst du was dazu sagen? Lass mich mal kurz überlegen. Also Metro hat ja jetzt gerade die Zahlen für vergangenes Jahr vorgelegt, inklusive eben auch Media Saturn. Ja. Habe ich mir angeguckt. Hast du gesehen? Hast du dir das genauer angesehen? Nicht genau. Ich hab's drüber gelesen. Mediamarkt hatte Wachstum kleines von 1,8% oder sowas. Kleines Wachstum, allerdings flächenbereinigt nicht. Die hatten sehr viele Neueröffnungen. Ja. Die hatten sehr viele Neueröffnungen. Ich glaube, 49, eben hatte ich es hier noch stehen, 49 oder so. Und die detaillierten Online-Zahlen sind leider noch nicht raus, weil das hätte mich dann wirklich sehr interessiert. So, jetzt pass auf. Media Saturn, Umsatz 21 Milliarden. Zu 20,6 Milliarden im Vorjahr, im vierten Quartal stagnierend auch bei 6,6 Milliarden. Sie haben einen Umsatzplus gemacht von 1,8% nach immerhin 1% Minus im letzten Jahr. Flächenbereinigt allerdings ein Minus von 1,9% beziehungsweise im Quartal von 3%. Und Flächen haben sie Neuworks, habe ich da unten. 3 Schließungen, 52 Neueröffnungen im vergangenen Jahr. Steht zum Verlust was da oder Gewinn und Verlust? Auf jeden Fall die Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, die sind ja jetzt gerade nicht so. Das sind die Umsatz, das sind so schockierend. Sind aber auch nicht sensationell. Das hat ja auch keiner erwartet. Ich meine, was wir eher erwartet haben, also ich zumindest, dass die Zahlen viel schlechter sind. Wieder rot wird. Ne? Dass hier auch die Umsatzzahlen deutlich schlechter sind als das, was wir gesehen haben. Schau mal, Damian, wenn die tatsächlich 50 Läden dieses Jahr neu aufgemacht haben, müsste das allein zusätzlich? Also 49 Läden mehr, müsste eigentlich massiv im Umsatz spürbar sein. Leider sieht man die. Richtig, was du damit sagen willst, ist, dass der Umsatz pro Quadratmeter also richtig tief in den Keller gegangen sein muss über alle Outlets hinweg. Ja. Das ist sicherlich richtig. Wobei ich sagen verlieren muss, auf der Fläche. Ja, klar. Ich hab mal einen Text geschrieben, gibt es einen Umsatzwachstum zweiter Klasse, wo ich mich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Und ich sage, das heißt, Umsatzwachstum durch Flächenausweitung finde ich total legitim. Da kann ich überhaupt nichts Schlechtes dran erkennen. Das Ding ist, das ist richtig. Mhm. Das ist völlig richtig. Nur wenn der Flächenzuwachs so massiv ist und das Umsatzwachstum nur durch die Fläche kommt, steigt natürlich der Kostenblock auch das massiv ist das Thema. Und es schlägt aufs Ergebnis durch. Natürlich, das ist also das Thema. Also Umsatzwachstum zweiter Klasse, nein. Aber ergebnisrelevant ist, funktioniert anders. Ja. Da bin ich absolut bei dir. In dem Zusammenhang würde mich wirklich mal interessieren, was ihr zu dem Rückzug von Media Saturn aus China sagt, wie ihr das einschätzt. Ihr habt ja auch sicherlich verfolgt, dass jetzt die Entscheidung von Metro und auch von der MSH-Leitung getroffen ist. Wir beenden das Projekt China nach 2 Jahren.
Die hatten ja mit Foxconn zusammen, ich glaube, 8 oder 12 Läden aufgemacht, um mal zu sehen, wie funktioniert das. Mhm. Haben sich eine Zeit gegeben von 2 Jahren. Die Zeit war jetzt im Dezember abgelaufen. Es ist nicht so gut gelaufen, wie sie sich das gewünscht haben. Und jetzt ist die Entscheidung halt eben getroffen. Wir beenden das Thema. Mich würde interessieren, findet ihr das, könnt ihr die Entscheidung nachvollziehen? Findet ihr das richtig? Oder ist das ein weiterer Fehler der Finanz, wie heißt es, der Finanzinvestor, des Finanzinvestors, Finanzinvestor aus Düsseldorf? Aus Düsseldorf. Ja, also leicht hatten sie sicherlich nicht. Ich meine, wenn man überlegt, was die am Anfang für Expansionspläne hatten da in Richtung China, die haben ja davon mal von 100 Läden gesprochen, die dort aufgemacht werden sollen. 7 waren es dann letztendlich die ganze Zeit. Ich glaube, die haben tatsächlich nicht den Erfolg gehabt, den man sich dort gewünscht hat. Ich denke, dass dieses Konzept Mediamarkt nicht 1:1 auf den chinesischen Markt, also das habe ich zumindest gelesen, nicht auf den chinesischen Markt so abgebildet werden kann. Da funktionieren halt viele Dinge ganz, ganz einfach anders. Ja, also kannst du mit so einem Konzept ganz einfach weniger punkten. Und ja, also schwierig zu sagen. Und ich meine, es gab ja dann innerbetrieblich sozusagen auch ständig Querelen. Also Kellerhals hat ja immer gesagt, ich gehe dieses Thema nicht mit, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ihr das vorhabt. Also wenn, dann kauft da drüben bestehende Ladenketten, die es schon gibt, und versucht, das Geschäft dort zu etablieren. Mhm. Ansonsten werden wir dort nicht schnell genug vorankommen. Und hat ja gesagt, er unterstützt das auf alle Fälle nicht. Ne? Mhm. Ja, und offensichtlich ist halt in China auch nicht mehr das zu holen, was man sich vielleicht unbedingt vorgestellt hat. So meine Vermutung, ja. Also was ich gelesen habe, ist, dass da im Handelsbereich, im Technologiehandelsbereich oder Technikhandelsbereich in China ein extrem brutaler Wettbewerb herrscht, wie ja fast überall, aber dass es auch schon sehr, sehr schwierig ist, dort überhaupt Geld zu verdienen, dass dort mit harten Bandagen gekämpft wird. Und als Handelsunternehmen da reinzugehen, ist immer noch wieder was anderes als Industrieunternehmen. Du hast als Handelsunternehmen nicht wirklich irgendwie Produkte, die du anbieten kannst, sondern also eigene Produkte, die irgendwie fancy sind, die Wettbewerbsvorteile bieten, sondern du bist halt eben ein reiner Händler. Und das ist was anderes, wie wenn du jetzt meinetwegen als Automobilhersteller da reingehst, BMW oder Audi oder Volkswagen oder so. Und ich denke, dass die einfach in Düsseldorf und auch in Ingolstadt vor den enormen erforderlichen Investitionen zurückschrecken, die dort erforderlich sind, und dann immer noch mit ungewissem Ausgang, beziehungsweise wenn du dann halt eine Menge Kohle dort investierst und der Return on Investment, der ist erstens ungewiss, und wenn, dann ist er auf eine Frist von, ich weiß nicht wie viele Jahren angelegt, 10, 12, 20 Jahre oder so. Und die Metro-Gruppe insgesamt hat doch eine Menge Baustellen, die vielleicht erstmal zu Ende gebracht werden müssen. Und vor dem Hintergrund ist meine Ansicht, dass das eine vernünftige Entscheidung ist, aus dem China-Markt wieder auszusteigen. Ich denke, ja, ich denke auch, dass vor allen Dingen halt westliche Unternehmen es auch nicht einfach haben, da drüben solche Handelsketten auch hochzuziehen. Also zum einen gibt es in China schon einen sehr großen Elektronikhändler, der heißt, ich weiß jetzt nicht, wie man es richtig ausspricht, ich nehme mal Suning oder Suning wahrscheinlich, irgendwie in der Art, der 1700 Shops da drüben hat, also dieses Modell ein Stück weit schon fährt. Ich weiß auch, dass Best Buy ja damals versucht hat, in den chinesischen Markt reinzukommen. Die sind ja auch kläglich gescheitert. Ja. Ich denke, dass du ihn gerade in China halt auch sehr stark von persönlichen Kontakten, von den Netzwerken, die es dort einfach viel ausgeprägter gibt, da musst du dazugehören sozusagen, ja? Sonst wirst du eigentlich immer ausgebotet. Also gerade was den Einkauf dann anbelangt und was bestimmte Konditionen anbelangt, glaube ich, hast du es als Europäer extrem schwer. Und zur Not lassen die dich dort einfach ein Stück weit abprallen, ja, oder am langen Arm verhungern. Also ich denke, man kann auch von der anderen Seite mal drauf gucken. Ich denke, so ein Engagement erfordert schon einen extremen Energie- und Managementaufwand.
Und enorme Fokussierung darauf, dass man es richtig hinkriegt, auch vom Top-Management, weil man ja ruckzuck über, also ich sag jetzt mal flapsig, ruckzuck über den Tisch gezogen ist in einer Landschaft, wo man die Sprache nicht kennt und gar nichts. Und dann in einer Situation, wo ja das Kerngeschäft eigentlich schwächelt. Ja. Und wo man eine Baustelle hat, Online-Umsätze und Online-Geschäft auf die Beine zu stellen, was hinten und vorne überhaupt nicht hinhaut und sich mitten in einem Marktumbruch beschäftigt, dann noch zu sagen, okay, und da haben wir noch eine große Baustelle, da müssen wir die Kohle investieren, die wir im Moment im Kerngeschäft kaum verdienen, stelle ich mir schon schwierig vor. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der Weg, den der Kellerheiz sagt, kauf doch was Bestehendes da drüben und bau das dann um. Ich glaube, das ist auch nicht einfach, aber das ist dann schon praktikabler, weil da steht dann halt schon eine Struktur, auf die man aufsetzen kann. Da muss man bloß aufpassen, dass einem nicht so geht wie der Walmart, als die nach Deutschland gekommen sind und von allen, hast du auch dran gedacht, und von allen Ketten, die es zu kaufen gab, die mit Abstand schlonzigste erwischt haben, mit völlig fertigen Läden und komplett runtergewirtschaftet, was das Einzige war, was sie kriegen konnten. Ja. Für mich stellt sich aber auch die Frage, ob du als Handelsunternehmen tatsächlich auf allen Märkten der Welt wirklich unbedingt vertreten sein musst. Als Hersteller mit einem globalen Anspruch ist das sicherlich was anderes. Also unsere deutschen Automobilhersteller, die können es auf jeden Fall, die können nicht darauf verzichten. Das zeigt ja die Absatzschwäche hier in Europa, gerade in Südeuropa, und eben die Firmen wie Opel gerade, die auf den europäischen Markt fokussiert sind, oder die Franzosen, die erleben das ja gerade sehr, sehr schwierig, wie hart das ist, wenn du nicht in den anderen Märkten globales vertreten bist. Aber ich glaube, für Handelsunternehmen gilt das nur zu einem beschränkten Teil. Also ich denke, dass du nicht überall vertreten sein musst. Was ich interessant finde und was ich auch so, ich hätte das bei China nicht so erwartet, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt abbrechen. Was ich interessant finde, ist eine der Erfolgsgeschichten, das steht im Geschäftsbericht auch drin, so einer der Wachstumsmärkte nach wie vor ist Russland. Und Russland ist ja auch, also sehr weit weg von daheim. Es ist eine ganz andere Mentalität, ganz andere Sprache, es ist sehr weitläufig und da hat man es ja sehr gut hingekriegt. Und dass man es dann in China nicht auf die Reihe, ich weiß es nicht. Also interessante Frage, warum hat das eine gut geklappt und warum klappt das andere nicht? Und genau, wo liegen die Parallelen eigentlich nicht, oder welche Parallelen sehen wir, die es so nicht gibt? Ja, also der Frank Bussalp, so heißt der Mediamarkt-Manager, der drüben das China-Geschäft aufbauen sollte, der hat ja auch ein Interview gegeben zu dem Thema. Und da hat er auch schon sehr stark zugegeben, dass bestimmte Themen da drüben einfach nicht funktionieren. Ach so, wo kann man also das lesen? Auf der Welt ist es erschienen. Ja. Ist, glaube ich, sogar der Link, den wir hier in der Themenplanung drin haben. Ich das meine, muss ich mal durchlesen. Das interessiert mich. Und da wird halt schon davon gesprochen, dass, so eine Küchenausstattung, wie man sie jetzt hier kennt, funktioniert in China einfach nicht. Also der Chinese kauft sozusagen nicht so ein. Er kauft auch Musik nicht in seinen Läden ein. Er kauft auch, er lässt seine Fotos nicht in solchen Läden entwickeln und. Also so diese ganzen Standardangebote, die hier in Europa etabliert sind, funktionieren auf dem chinesischen Markt nicht. Ja? So, und da wurde ja in meinen Augen eigentlich schon viel zu wenig Marktforschung im Vorfeld betrieben. Sondern man war eben mal wieder dieser großartigen Überzeugung, dass man doch das Konzept Mediamarkt global ausrollen könnte, ne? Und dass das auf der ganzen Welt so funktioniert. Und das passt dann letztlich auch zu einem Kommentar, den ich zu meinem Eintrag in Facebook bekommen habe, den ich am Anfang überhaupt nicht einordnen konnte, als dieses Thema anstand, hat nämlich der Dirk Hochstrate dazu geschrieben als Kommentar: Hallo Mediamarkt, willkommen in der Realität. Jetzt verstehe ich das ein Stück weit. Der Hochstrate wollte nämlich genau im Prinzip das sagen, dass das Modell Mediamarkt nicht eins zu eins übertragbar ist auf den chinesischen Markt. Genauso wenig wie eben dieses Best-Buy-Konzept nicht übertragbar war. Und es gibt im Übrigen ja ein sehr schönes Beispiel aus der Automobilbranche. Da hat ja jetzt Porsche gerade Riesenstress in Indien. Mit einem der Vertriebspartner oder dem größten Vertriebspartner, der damals Porsche exklusiv
für den indischen Markt vertrieben hat. Und als Porsche in den Volkswagen-Konzern reingekommen ist, wird ja jetzt versucht, diese Vertriebswege wieder anders zu gestalten. Mhm. Und da wird versucht, bestimmte Partner eben auszuboten, in Anführungszeichen. Und da haben die ja massiv Ärger da unten jetzt. Mhm. Der Vertriebspartner dort unten fordert ja zig Millionen an Entschädigung. Also was man damit sagen will, da in solche Strukturen reinzugehen und zu glauben, ich bin der große Europäer, ich kann das hier so alles so gestalten, wie ich möchte, ist doch auch oft mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ja. Aber ganz interessant, was der Frank Bushalb da sagt, er geht da relativ stark ins Detail. Mhm. Teilweise, wir machen da den Link rein in den Shownotes und ja, dann kannst du es da auf alle Fälle ja mal noch. Und wenn natürlich das Brot- und Buttergeschäft dort anders funktioniert als hier, dann hast du schon ein Problem. Dann hast du schon ein Problem. Dann hast du ja schon ein schlichtes Portfolio-Problem. Ja, es geht aber alleine darum, dass so diese ganz aufgeräumten Läden, also nach meinem Maßstab, wenn man jetzt im Mediamarkt schaut, weiß ich nicht, ob man davon sehr aufgeräumten Läden sprechen kann. Das ist halt viel Warenpräsentation. Man gibt sich da schon ein bisschen Mühe in einigen Bereichen. Aber es scheint eben nicht das Shopping-Erlebnis zu sein, das der Chinese gerne haben möchte. Also die Läden waren wohl ständig leer. Ne? Also in die Asien gehen halt lieber wirklich in diese kleineren Läden rein, wo aufgerissene Kartons drin sind und das Zeug einfach so rumliegt. Da gibt's für uns wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, aber ja doch, ja, das gibt so basarartige Strukturen. Ja, ich habe das in Taiwan schon gesehen, in Korea gesehen, auch in Japan. Das sieht ganz anders aus. Das ist schon so. Aber da gibt es natürlich auch Kaufhäuser und ja, IKEA zum Beispiel funktioniert auf der ganzen Welt recht einheitlich und gut. Aber so diese Elektronik-Shopping-Meilen da, das ist ein echtes Erlebnis, das ist was anderes. IKEA ist auch wieder anders als Mediamarkt. Definitiv ist das so. Mhm. Die treten ja eher auf wie ein Hersteller. Richtig. Und die verkaufen ja so ein ganzes Lifestyle-Erlebnis eigentlich. Mhm. So das Moderne kommt aus eurem alten Gerümpel raus und setzt euch in unser neues Gerümpel. Genau. Ja. Tja, so viel zum Thema Mediamarkt. Vielleicht kann man noch ganz kurz erwähnen, dass ein ehemaliger Mediamarkt-Manager mittlerweile ja ins Gefängnis soll. Also da gab es ja jetzt dann zum Thema Schmiergeldaffäre war ja das Thema, dass der Geld beiseite geschafft hat, beziehungsweise Geld genommen hat dafür, dass bestimmte DSL-Angebote vermarktet werden. Und da gab es ja dann ein Gerichtsverfahren hier in Augsburg. Er legt jetzt im Moment allerdings dagegen Berufung ein. Wir haben gerade gesprochen ein Stück über die Umsätze Mediasaturn. Vielleicht, wenn wir uns mal so ein bisschen den E-Commerce-Bereich anschauen, da findet derzeit ein ganz anderes Wachstum statt. Bei der Metro? Nein, bei den E-Commerce. Genau, kurzer Nachtrag, genau an dieser Stelle, bevor du zu deinem kommst. Der Bereich E-Commerce macht bei der Metro, bei Mediasaturn, inzwischen 4% vom Umsatz aus, entspricht ungefähr 800 Millionen. 800 Millionen. Ja. Ungefähr 800 Millionen. Ich habe dummerweise die historischen Zahlen nicht greifbar. Es kommt ja von der Metro, dass demnächst der detailliertere Bericht. Und ich bereite das mal fürs nächste Mal vor. Dann können wir ein bisschen gegenüberstellen, nochmal, wie viel die wirklich gewachsen sind. 4% vom MSH-Gesamtumsatz. Genau. Oder vom Metro-Gesamtumsatz. Vom MSH-Gesamtumsatz. Mhm. Vom MSH-Gesamtumsatz entspricht 800 Millionen. Und ich... Wie lautet denn nochmal die Zahl, was Sie erreichen wollten? War das... Ich weiß 20, es nicht. 20% oder bis zum Jahr 2014? Ich meine, das ist... Die Zahl war mächtig. Faktencheck. Das müssen wir machen. Das schaue ich mir zum nächsten Mal nochmal an. Ja. Auch, dass man die Zahlen so ein bisschen eingeordnet kriegt. Also ich glaube, die liegen da weit unter Plan. Das könnte ich mir auch vorstellen. Die liegen natürlich weit unter Plan und die liegen auch 4%. Online-Umsatz am Gesamtgeschäft ist natürlich ungefähr die Hälfte von dem, was der gesamte Handel, wie sich der gesamte Handel darstellt. Denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der gesamte Handel, der Online-Handel, ungefähr 8%
vom Gesamtkuchen ungefähr. Ne? Tendenz natürlich stark steigend. Ja. Und da wäre ja die 4% beim MSH die Hälfte. Also deutlich unter dem. Und von dem dürfte eigentlich, was hat denn Red Kuhn Umsatz gemacht? Das vorvergangene Jahr 400 Millionen habe ich im Kopf, irgendwie also, sowas. Ja, ich glaube schon. Und dann wäre ja Red Kuhn allein mindestens mal die Hälfte, wahrscheinlich eher mehr. Red Kuhn habe ich jetzt, glaube ich, für 2012 irgendwo 700 Millionen gelesen, Christian? Ich glaube ja. Sowas, ne? Mhm. Für 2012. Mhm. Insgesamt, dann hätte der Rest allerdings nur 100 Millionen gemacht, das glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Tja, aber das wäre ja massiv. Mhm. Oh. Aber das müssen wir echt faktchecken. Und bis zum nächsten Mal sind die Zahlen auch raus, die detaillierten. Mhm. Ja, das müssen wir mal wieder ein bisschen zusammentragen. Wir haben das ja schon mal gemacht, wo wir mal das alles so ein bisschen aufgeschlüsselt haben und zusammengetragen haben. Das, denke ich, die Fleißarbeit muss mal eine übernehmen für das nächste Mal. Umsatzzahlen hat jedenfalls auch gemeldet die Cyberport. Mhm. Und ja, die haben einen Umsatzsprung hingelegt, der ist ja wirklich sagenhaft. Die haben also 48% zugelegt auf einen Umsatz von knapp 540, also genau sind es 538,3 Millionen Euro. Das ist schon ein ganz schöner Sprung, den die hier gemacht haben. Haben wir da Zahlen zu dem stationären und online Geschäft, wie sich das aufdröselt? Nein, haben wir nicht. Die Cyberport, die machen das ja, die haben im Impressum immer nur eine Zeile quasi drin, was sie Jahresumsatz machen. Okay. Es gibt also keine offizielle Pressemitteilung oder ähnliches, aber die veröffentlichen das immer so etwa im selben Zeitraum. Man muss da immer wieder mal ins Impressum reinschauen und dann sieht man die Zahlen und kennt die vom Vorjahr und dann kann man das so sich ein bisschen zusammenreihen, aber viel mehr gibt es dort nicht. Also es ist jetzt auch kein Unternehmen, wo es großartig viel Transparenz und Zahlen gibt. Ne? Mhm. Ich gehöre auch zum Burda-Konzern. Jo. Und ja, da ist es natürlich auch nicht alles so einfach zu entschlüsseln. Also haben jedenfalls die halbe Umsatzmilliarde ganz locker genommen. Notebooks billiger will das ja tun. Ich glaube, sind da schon Zahlen raus? Ich glaube noch nicht für 2012. Nee. Ja, aber die haben ja auch angepeilt eine halbe Milliarde als Ziel. Mhm. So, dann gab es auch Zahlen von Alternate Wave. Auch die haben die 500 Millionen Euro Grenze überschritten. Und interessant ist noch in dem Zusammenhang, dass GetGoods sich 12 Millionen Euro an der Börse geholt hat und da jetzt, denke ich, immer ihr Geschäft auch noch aus. Nochmal wieder, ne? Die hatten ja schon eine Anleihe von 30 Millionen irgendwann im September oder so. Ja. Und jetzt haben sie nochmal wieder zugelangt. Ja. Du, da müssen die ja jetzt die Schatulle ganz schön gefüllt haben. Mhm. Und wie heißt nochmal der Deutschlandchef von denen? Oder der Chef von denen, der hatte ja angekündigt, er wollte halt doch die Mittel auch dazu verwenden, in erster Linie zu expandieren. Ne? Mhm. Ja, sind wir mal gespannt. Ja. Ich schaue jetzt gerade, ob ich den Namen von denen irgendwie finde. Also hier sind zumindest mal die ganzen Umsätze drin. Also da gibt es schon Charts, das können wir dann das nächste Mal zusammentragen. Also 2011, wenn wir nochmal reinschauen, hatte Notebooks billiger 465 Millionen gemacht. Dann haben wir die Red Kuhn mit 432. Danach kommt Cyberport mit 364. Und dann kommt GetGoods. Das ist ja Home of Hardware. Die haben ja Home of Hardware gekauft gehabt. Ne? Mhm. Die haben einen Umsatz gemacht von 317. Gemeldet für 2012 sind jetzt bereits Red Kuhn mit 500. Dann haben wir die Cyberport, wie wir gerade gehört haben, mit 538. Man, die haben einen Sprung hingelegt, Wahnsinn. Und ich würde mal fast sagen, den größten Sprung hier. Und dann haben wir noch mit 400 Millionen gemeldet hat GetGoods. Ja. Und da habe ich jetzt auch gerade den Namen wieder gefunden, Markus Rockstedt-Mies. Richtig, ja, genau. Das jetzt, wo du es sagst.
Ne? Mhm. Ja, und vielleicht noch eins auch. Expert wächst. Und ist, glaube ich, um 7% gewachsen, wenn ich alles. Wobei das jetzt mit Onlinehandel relativ wenig zu tun hat. Nee, nur mal so. Das ist der Klassiker. Dass es noch ein paar stationäre Händler gibt, die auch wachsen können. Ne? Ja, das ist auch gut. Ja. Es gibt eine Studie, die zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Großbritannien stattgefunden hat. Ich denke aber doch ein Stück weit auch übertragbar ist auf andere Märkte. Und zwar geht es darum, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema Showrooming. In der Studie kam raus, dass mittlerweile jede vierte die Preise im Laden vergleicht, also sich mit dem Smartphone reinstellt oder ähnlichen und dann mal schaut, was das in dem Laden kostet und dann in der Regel auch woanders bestellt. So, jetzt grätsch ich da mal kurz rein. In Deutschland? Diese Studie wissen kommt wir nicht. Aus also doch, das wissen wir schon. Diese Studie kommt aus UK. Das ist ja mein Punkt. Und zwar habe ich da eine kleine Anmerkung dazu. Ich habe kurz vor Weihnachten an so einer Online-Pressegespräch mit dem Bitkom teilgenommen. Mhm. Da ging es um Entwicklung im Online-Business, gerade Weihnachtsgeschäft, aber auch darüber hinaus. Und da sagte der Professor Kempf unter Bezugnahme auf eine Studie aus dem Herbst vergangenen Jahres, dass doch immerhin 87% der Studienteilnehmer vor dem Kauf sich im Internet informieren. Vor dem Kauf. Vor dem Kauf und dann im Internet und dann im stationären Geschäft kaufen. Auf der anderen Seite informieren sich 71% im Geschäft, Showrooming, ja, und kaufen anschließend im Internet. Also es ist nicht so, dass jetzt nur dieses Information im stationären Handel stattfindet und dort kein Geschäft gemacht wird, sondern es wird genauso diese Information im Internet gesammelt und dann im stationären Handel dann das Geschäft, findet dort das Geschäft statt. Das fand ich eine ganz, ganz interessante, ein ganz interessantes Ergebnis, hätte ich so nicht vermutet. Man müsste das jetzt allerdings auch mal in absoluten Zahlen sehen, was das bedeutet, ne? Also was das für Umsatzströme sind in die eine als auch in die andere Richtung. Das haben die jetzt nicht gesagt. Das haben die jetzt natürlich nicht gesagt. Mhm. Und ich denke, da würde dann, das würde, wäre der Wahrheit noch ein Stück weit dienlicher. Was, wieso, hast du eine Vermutung oder wieso fragst du jetzt? Ja, meine Vermutung ist tatsächlich, nachdem dieses Thema Showrooming immer mehr um sich greift und in Studien ja auch ganz klar rauskommt, dass diese Preisvergleiche da gemacht werden, vermute ich schon, dass viel Umsatz vom stationären Handel ja, natürlich. In Online abfließt. Ja, und zwar deutlich mehr als durch Online-Recherche zum stationären Handel. Gar keine Frage. Ja, ja, und das Verhältnis hätte mich jetzt mal interessiert, was das ungefähr aber ist. Aber ist doch interessant, wie sich die Diskussionen wiederholen. Ich kann mich erinnern, als Mediamarkt und solche Läden neu angefangen haben sich die Leute beraten lassen im Fachhandel, sind dann in den Mediamarkt gegangen und haben gekauft, weil es erheblich billiger war. Und der Fachhandel ist nicht dran gestorben, das hat sich dann zum Mediamarkt verlagert und jetzt ist das halt, also so läuft das halt. Ja. Und da muss der Mediamarkt sich doch jetzt nicht beschweren, zum Beispiel. Nee, er muss Antworten finden. Er muss Antworten, genau. So wie der Fachhandel. Ja, richtig. Ja. Er muss Antworten finden. Das Thema Showroom, natürlich ist das massiv, aber die Leute preisvergleichen doch schon immer. Ja, natürlich. Mhm. Mein Großvater hat mir gesagt, weißt du was, wenn du was kaufst, Bub, und das ist schon lange her, dann schaust du aber erst in drei Läden. Und ja, sicher. Und wo kriege ich die beste Leistung für mein Geld? Ist doch klar, wirtschaftliches Prinzip. Ja, ja, sicher. Also es gibt ja noch eine Zahl vom HDE zu dieser Thematik ein Stück weit, oder sagen wir mal zum Onlinehandel ein Stück weit. Und zwar haben die geschrieben, nach einer HDE-Umfrage, das ist jetzt keine Studie, sondern es war tatsächlich eine Umfrage, im Weihnachtsgeschäft 2012 erwirtschafteten laut der HDE-Umfrage bereits 13% der stationären Einzelhändler mehr als 10% ihrer Umsätze im Internet. Mhm. Rund 50% der Befragten machen zwischen 1 und 10% des Umsatzes online. So, das kann man da auch nochmal vielleicht mit reinwerfen. Also die stationären Händler versuchen schon, sich da ein Stück vom Kuchen abzuschneiden, was das Online-Geschäft anbelangt. Ja. Ich habe jetzt gerade die Büchereinkaufsquelle gewechselt.
ich kaufe nicht mehr bei Amazon Bücher online, sondern bei meinem Buchhändler hier um die Ecke. Ja. Der hat einen Online-Shop, der Online-Shop ist nicht toll, aber er funktioniert. Ich weiß, wer dahinter steht. Die erste Bestellung hat gut funktioniert. Wie macht er denn die Zahlungsabwicklung? Über Kreditkarte, und das geht über so einen PayPal-Gastzugang. Ah. Also ich muss nicht PayPal machen. Nee, ich weiß. Ich habe so einen Gastzugang. Das geht sehr, sehr unproblematisch. Versandkosten? Keine. Bundesweit Versand. Dann versandkostenfrei für Bücher. Ja. Absolut. Und warum soll ich dann Bücher bei Amazon kaufen? Völlig. Wenn ich es bei meinem Buchhändler um die Ecke auch völlig in Ordnung. Ja. Ja. Apropos Amazon, haben wir hier auch noch kurz draufstehen. Ich glaube, das hatten wir letzten oder vorletzten Channelcast mal kurz besprochen. Da gab es ja das Thema, dass Amazon eventuell plant, in den stationären Handel einzusteigen, also Läden aufzumachen. Ja. Mhm. Das hat Jeff Bezos als Amazon-CEO jetzt. Das fand ich total interessant. Ein Stück weit dementiert. Was heißt oder ein Stück weit? Der hat gesagt, kommt für uns nicht in Frage. Ja, genau. Und hat die Gründe vor allen Dingen genannt. Ja. Weil er gesagt hat, es gibt keinen Grund, warum wir es tun sollten, weil wir können nichts besser machen, als der stationäre Handel es nicht ohnehin schon könnte. Und das finde ich richtig gut. Ja. Wir würden es tun, hätten wir ein einzigartiges Konzept. Genau. Super. Ja. Also entweder ist es eine Parole, um den stationären Handel stillzuhalten. Ja. Glaube ich jetzt aber tatsächlich nicht. Dass das vielleicht ist, sondern wenn die eine Idee hätten, wie sie es besser machen könnten, halte ich für Amazon für so aggressiv, dass sie es machen und ausprobieren würden. Ja. Aber er sagt tatsächlich selber, wir wüssten nicht, wie wir es besser machen sollen. Ja, zumindest im Moment deswegen, wissen sie es nicht. Zumindest im Moment wissen sie es nicht, und deswegen würden sie es lassen, fand ich auch mal. Das war sehr interessant. Ganz interessant. Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, da hat mir jetzt einer wieder den Link rausgemacht. Exciting Commerce, darüber hatte ich schon ab und zu mal gesprochen. Den Link habe ich rausgemacht, weil die Veranstaltung schon stattgefunden hat, Christian. Ach so, ja, ich wollte mal da drauf schauen, weil da das Programm drauf war. Vielleicht finde ich den ja noch. Das tut mir leid. Macht jetzt nichts. Aber die haben mal Folgendes gemacht, und das finde ich mal auch einen ganz interessanten Ansatz. Und zwar haben die sich mit der Messe Frankfurt war es, glaube ich, zusammengetan. Richtig. Dort findet eine Messe statt für den Textilfachhandel. Mhm. Und es gibt ja auch jede Menge Textilfachhändler natürlich, also stationäre Händler. Und die haben parallel zu dieser Messe Kurse angeboten, oder Workshops angeboten, wie kannst du als stationärer Textilfacheinzelhändler dein Geschäft auch ein Stück weit online bringen oder in das Thema einsteigen. Mhm. Und da hätte ich jetzt ganz gerne mal vorgelesen gehabt, was die da so angeboten haben als Workshops. Soll ich mal gerade schnell gucken. Es war nämlich ganz interessant, weil oftmals denkt man dann, die kriegen da jetzt so die großen E-Commerce-Strategien und wie man so einen Online-Shop aufbaut und was weiß ich. Überhaupt nicht. Das war gar nicht. Das ging tatsächlich mal wirklich bei den Basics los. Mhm. Wie muss ich eine Homepage machen, damit ich eine elektronische Visitenkarte habe, damit ich überhaupt mal eine Anlaufstelle habe für meine Kunden, dass die sich darüber informieren können? Und in der Tat, das ist ja oft so, wenn man auf bestimmte Webseiten kommt oder nach bestimmten Unternehmen sucht, bin ich nicht gewesen. Ich bin erkältet. Ich habe dich nicht angesteckt. Ich habe mich weit ferngehalten. Ja. Herr Sicking, du hast warst wahrscheinlich mit nassen Haaren nach dem Schwimmen unterwegs. Ich bin zwar jetzt auf der Homepage von Exciting Commerce, das ist excitingcommerce.de. Ah, ich hab's, glaube ich. Aber jetzt suche ich gerade, weil die ist jetzt nicht so super aufgebaut von der Navigation. Ich hab's. Ah. Ich hab's gefunden, schön. Das Vortragsprogramm. Also da ging es darum, Homepage und Online-Werbung mit dem Kunden kommunizieren. Das war so das Hauptthema. Und erste Vortragsthema war keine Angst vor den Großen, der ideale Online-Marketing-Mix für kleine und mittelständische Unternehmen. Effizientes Marketing ist nicht nur eine Frage des Budgets, sondern vor allem eine Frage der richtigen Strategie. Und dann waren eben so Punkte, die Homepage als Visitenkarte oder Verkaufskanal, Fragezeichen. Ja, das ist schon mal die erste Entscheidung. Viele glauben ja immer, sie müssen da sofort mit Online-Shopping anfangen oder mit E-Commerce-Angeboten anfangen. Nein, man kann durchaus erstmal so eine Visitenkarte dort reinmachen, und die sollte schon stimmen. Und dann fand ich auch mal ganz interessant, dass die gesagt haben, probier's doch mal ein Stück weit mit Google Ads, um deinen Laden bekannt zu machen.
Und da zucken ja immer da viele schon zusammen und sagen, Google jetzt, oh Gott, das ist doch nur was für die ganz großen Unternehmen. Nein, und so weiter. Nicht. Und Google überhaupt Lokal nicht. Ist doch. Und das funktioniert ganz hervorragend. Mhm. Ich habe da ein sehr gutes Beispiel, der Nachbar von mir, der ist aus seinem Job ausgestiegen. Und der hat oder ist gerade im Moment dabei, seinen persönlichen Traum umzusetzen und sein Hobby zum Beruf zu machen. Und der ist Tourenfahrer, also der hat seine Urlaube immer mit Motorrad, vor allen Dingen in Südamerika verbracht und hat große Touren gemacht und wird jetzt selber Tourenanbieter. Mhm. Also da Touren ausgearbeitet und es gibt eben genügend Freaks, die viel Geld bezahlen mit dem Motorrad in Container rein, verschiffen lassen da drüber und dann da durch die Anden und sonstiges Gebiet fahren. So. Und der hat auch gesagt, er probiert das jetzt mal mit diesem Google Ads aus. Und er sagt, ja, er hat einen sensationellen Erfolg damit. Ja. Wenn du danach suchst, nach Touren Südamerika, dann taucht er immer in diesen Suchergebnissen mit auf. Ne? Mhm. Als Werbung. Er sagt, er hat da schon 5-6 Anrufe bekommen, wo sich dann auch konkret was daraus ergeben hat. Und das findet er ganz toll. Ne? Und das ist also auch mit eins der Vortragsthemen, auch wie man es schafft, in Suchmaschinen nach oben zu kommen und so weiter. Und das finde ich mal einen ganz interessanten Ansatz, dass eine Messe sagt, wir geben euch mal so ein paar Themen und ein paar Impulse mit, nebenher, beschäftigt euch mal damit, ohne eben gleich diese ganz große Nummer zu fahren, ja, diesen ganz großen Ansatz. Mhm. Ne? Und es sind ja die Basics. Ich habe das bei meinem Buch, ich habe das bei meinem Buchhändler gesehen, der Shop ließ sich sehr einfach verbessern. Er weiß es halt nicht. Er weiß es nicht. Er ist nicht der Online-Affine, man müsste ihm halt sagen. Ja. Mhm. Mach doch. Mach ich auch. Ja. Ich werde demnächst hingehen. Aha. Bloß, nachdem ich jetzt beim Online kaufe, bin ich natürlich nicht mehr so oft im Plan. Nein, stimmt nicht. Aber ich werd mal hingehen und mit dem sprechen, haben wir schon vorgenommen. Mhm. Weil es relativ leicht, also relativ einfache Dinge. Mhm. So, ich trinke erstmal einen Schluck. Freut er sich bestimmt. Denke ich auch. Außerdem hat er ein sehr nettes Kaffee dabei. Und hier stehen immer noch Lebkuchen rum. Ja, absolut. Lebkuchen rum und Aachener Printen und so. Ja, wir halten uns ja heute hier. Wir dürfen nichts essen. Ne? Wir halten uns ja heute bitte? Nichts essen. Total zurück. Was? Ja, wir haben Leserbeschwerden. Wir sollten nicht so schmatzen. Ja. Entweder. Wer hat geschmatzt? Podcasten oder essen, aber nicht. Wer hat sich beschwert? Ein Hörer. Das ist ja jetzt völlig wurscht. Das mehrere. Wollen wir jetzt nicht sagen, wer. Mehrere? Ja, mehrere. Bin schockiert. Ja. Also das zeigt, wir haben auch mehrere Hörer. Ganz deutlich. Genau. Und wir haben nur gegessen, um höhere Reaktionen zu provozieren. Ja, genau. Weil wir rausfinden, wann hört das eigentlich. Die Studie ist jetzt beendet, jetzt essen wir nicht mehr. Genau, hat sich das auch wieder erledigt, Gott sei Dank. Die Hörer an den Hörgeräten. Ich habe in der Rubrik noch zwei Themen aufgeschrieben, aber die, glaube ich, können wir wirklich mal, wenn da ein bisschen weniger los ist in der Rubrik, besprechen, aber die sind hochinteressant. Nämlich einmal das Thema Retouren, Onlinehandel und Retouren. Ah, interessantes was, Thema. Was, ja, was interessantes da los Thema, ist. Super Thema. Ich sage nur mal Stichwort Zalando-Partys. Ja. Oh, da bin Zalando ich ja, ist ja brutal. Da bin ich ja hinten umgefallen, als ich das gelesen habe. Und das Zweite, was ich auch ein sehr interessantes Thema finde, ist Kartellrecht und Onlinehandel, vertikale Vertriebsbeschränkungen. Was heißt vertikale Betriebsbeschränkungen? Es ist das, was Adidas zurzeit verfolgt. Mhm. Keine Adidas-Schuhe auf eBay. Mhm. Machen die. Ist die Frage, dürfen die das? Mhm. Interessante Frage. Ist es sinnvoll? Ja, ist es sinnvoll und so weiter und so fort. Da gibt es auch ein paar ganz interessante Anmerkungen von Experten dazu und was man machen kann und wie man es machen kann. Und denke, über das Thema sollte man mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Stelle ich jetzt aber gerne mal hinten an und wird sicherlich gezeigt kommen. Wir könnten mal so ein Online-Handels-Special machen. Oder wir machen ein Online-Special. Da müssen wir uns aber ein bisschen vorbereiten, Jungs. Da holen wir uns einen Experten. Da gibt es auch ein paar wirklich gute Experten. Also, da hätte ich ja mal wahnsinnig gerne den Jochen Krisch hier von dem E-Commerce. Das ist mal eine sehr interessante Idee. Der hat Idee. Ja jetzt nicht nur unsere Branche, sondern die ganze Branche natürlich sehr stark im Visier und ganz große Experte. Den holen wir uns mal dazu. Ob der auch so langen Vorlauf hat? Ich glaube nicht, das geht relativ fix. Also der Matthias Hell, der schreibt ja auch für das Blog. Ja, das ist ja hier auch in München, also Kontakt kriegen wir da sicherlich relativ rasch zusammen. Wir finden uns auch auf Twitter immer wieder mal zusammen. Er twittert manchmal Sachen von mir weiter, ich von ihm und sind darüber zumindest schon ein bisschen bekannt. Vielleicht hört er auch diesen Podcast, I don't know.
Die machen übrigens auch selber einen mittlerweile. Ganz interessant zu diesen Themen. Gut, dann wäre es mal an der Zeit, wenn ihr kurz Pause machen wollt, austreten gehen wollt oder sowas. Ich wollte noch ein bisschen was zu Channelcast erzählen. Zum einen wollte ich mich bedanken. Es gab Spenden für Channelcast. Ich hatte ja dort auch einen Knopf eingebaut auf unserer Webseite. Da ist natürlich immer die Frage, warum tun wir das? Podcasten kostet tatsächlich Geld, muss man einfach mal so sagen. Wir müssen Geld bezahlen dafür, dass wir das ganze Zeug hosten. Und das ist mittlerweile ganz schön viel Material, was wir da vorhalten müssen. Wir müssen das ganze Zeug ausliefern. Also das ist natürlich Transfer, der da zu leisten ist. Es gibt hin und wieder kleine Dinge zu programmieren, die ich mir nicht zutraue und die ich auch nicht kann. Und es gibt jetzt zudem ein Projekt, das ich gerne wiederum unterstützen möchte und wo ich unsere Hörer ein Stück weit um Unterstützung bitte. Und zwar geht es um das Thema Kapitelmarken auf der Webseite im Webplayer. Ich weiß, dass die derzeitige Lösung, die wir haben, suboptimal ist. Also dort kann man ja den Podcast starten, hören. Wenn man das nächste Mal an den Rechner geht, kann man wieder von vorne anfangen. Es gibt also so gut wie keine Möglichkeit, auch zwischendrin mal etwas zu machen und vor allen Dingen schon gar keine Möglichkeit, ein bestimmtes Thema direkt anzuspringen. Hm. Es gibt ein in der Podcast-Szene sehr interessantes Projekt, das nennt sich Podlove. Podlove.org, kann man auch mal draufschauen, wenn das interessiert. Dort wird gerade ein Player oder nicht nur ein Player entwickelt. Was heißt entwickelt? Der ist eigentlich sogar schon fertig. Mit dem es so tatsächlich möglich ist, Dateien dahinter zu legen, sodass man den Player starten kann und jedes beliebige Kapitel sofort ansteuern kann. Man kann einzelne Kapitel auch weitergeben sozusagen, also da gibt es dann einen dedizierten Link und könnte es dann einem Kollegen schicken und sag mal, hör mal rein, da wird gerade über das Thema XY gesprochen, dann bekommt er einen Link und landet genau an der Sprungstelle innerhalb des Podcasts und kann sich dann eben diesen Teil anhören. Damit macht es mehr Sinn, natürlich solche Sachen auch mal zu teilen. Und ja, das ist ein ganz tolles Projekt, ist aber auch eine Privatinitiative, die so in der Podcast-Szene gerade stattfindet. Und da werden im Moment einige Entwickler dran gesetzt, um das Projekt noch voranzutreiben. Ich habe es probeweise schon mal eingebaut, es läuft gut. Man muss da noch ein bisschen an die Optik ran. Auch da werde ich wieder einen Programmierer beauftragen müssen, weil das traue ich mir dann doch nicht alleine zu. Außer es gibt jemand hier in der Hörerschaft, der sich auf CSS und HTML gut versteht und da mal bereit wäre, eine halbe Stunde auszuhelfen. Aber jeder Euro zählt tatsächlich. Also wenn jemand sagt, das finde ich eine gute Idee, so einen Webplayer würde ich auch unterstützen wollen, bitte spendet. Es muss nicht viel sein. Ich gebe das komplett weiter und habe gesagt, ich werde da bei uns in den Hörerschaft auch mal ein bisschen rumfragen, wäre wirklich eine tolle Unterstützung. Ansonsten der Rest geht dann wirklich 1:1 auf die Kostenstelle Podcast Produktion. Was wir dort an Kosten haben, es dient also hier überhaupt nicht der Selbstbereicherung oder ähnliches, um Gottes Willen. Das wollte ich mal gesagt haben. Also vielen Dank dort für die Unterstützung und auch für die kommende Unterstützung. So, wir machen weiter mit unserem Blick nach Japan, würde ich sagen, oder? Ja, sehr gerne. Mhm. Panasonic. Was ist denn da wieder los? Die wollen Geschäftsfelder schließen. Aha. Der Link stammt vom Schicko. Der erwägt vor Hersteller Panasonic steht vor einem radikalen Umbau. Ne? Das ist ja nichts Neues, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Ne? Aha, der hat auf der CES wohl da nochmal ein bisschen was von sich gegeben. Aber ich sehe gerade, das ist nichts wesentlich Neues als wir bis dato schon berichtet haben, ne? Fernsehgeschäft, Halbleiter, Mobiltelefone und so weiter, alles wird in Frage gestellt. Ja, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen, des Öfteren. Sharp verkauft sein Anwesen in Hamburg. Ja, das ist ein Trend, ne? Nokia ist damit angefangen. Genau. Ne? Genau. Jetzt verkauft Sharp. Weg mit dem Immobilien. Und Sony verkauft ja auch USA-Headquarter. Mhm. Also die verkaufen derzeit alle mal ihre
ja, was soll man sagen? Ihr Tafelsilber, kann man das sagen? Ja, da ist ja dieses Sale-and-Lease-Back-Geschäft, was die da machen, um sich einfach Liquidität zu verschaffen. Ja, ich glaube, da geht es um Kohle. Ja, natürlich geht es um Kohle. Frei zu machen. Ja. Kurzfristig, was willst du noch tun? Ne, Nokia, kennen wir die Situation, Sony und Panasonic, auch extrem schwierig. Ja. Ich habe allerdings jetzt gerade mal nachgeguckt, was der Aktienkurs von den Unternehmen macht. Die in den letzten Tagen ist er wieder, berappelt er sich was vielleicht auch. Sharp mit der, oder? Ich bin jetzt bei Panasonic, aber bei Sony ist es auch so. Mhm. Sharp ist ja nur noch, ich weiß gar nicht, die sind ja 2 oder 3 Milliarden nur noch. Also Sharp Börsenwert derzeit. Also Sharp habe ich mir ein bisschen angeguckt, habe mir den Geschäftsbericht tatsächlich mal durchgelesen, den letzten. Und muss sagen, habe selten einen so informativen, offenen, aussagekräftigen Geschäftsbericht gelesen wie diesen. Ah. Wirklich interessant. Meinst du das jetzt ernst? Oder? Nee, meine ich ganz ernst. Meine ich wirklich ganz ernst. Es geht wahnsinnig viel draus hervor. Moment, ich habe das so ein bisschen mal zusammengefasst. Mhm. Erstens, das Unternehmen hat seine Struktur niemals der Umsatzentwicklung angepasst. Das heißt, der Umsatz ist vor Zeiten schon massiv runtergebrochen. Das heißt, der Umsatz ist von 2008 zu 2012 um etwa ein Drittel rückläufig. Das Problem, was die hatten, ist, der Umsatz ist von 2008 auf 2009 runtergebrochen, hat sich dann schrittchenweise ein bisschen erholt auf 2011 und sind 2012 nochmal richtig runtergegangen. Mhm. Sie haben aber 2011 schon wieder angefangen, Personal aufzubauen, weil es ging ja schon aufwärts. Mhm. Sie haben aber in der Zwischenzeit auch niemals wirklich abgebaut gehabt. Mhm. In der Zeit, in der der Umlauf 30% rückläufig ist, von 2008 auf 2012, hat sich die Mitarbeiterzahl von 53.708 Mitarbeitern in 2008 auf 56.756 Mitarbeiter in 2012 erhöht. Massiv. Massiv. Interessant ist, sie haben heftigen Verlust gefahren, haben aber in derselben Zeit, also im vergangenen Jahr, eine durchaus ordentliche Dividende von 12 Cent die Aktie ausgeschüttet, was wohl mit deren Aktionärstruktur zu tun hat. Die haben extrem viele japanische Banken und Versicherungen und so Rentenfonds und sowas unter den Aktionären. Und ich glaube, wenn man denen nichts ausschüttet, dann gehen die Alarmglocken ganz massiv an. Mhm. Jetzt hat die gute Frage, also warum ist das bei denen so? Wo hängt das eigentlich? Mhm. Denn sie haben gute Technologie, sie haben gar nicht schlechte, also sie haben gute Produkte, sie haben einen Haufen Patente und sie haben auch eine hohe Wertschöpfungstiefe. Oder eine tiefe Wertschöpfungstiefe. Also die machen sehr viel selber. Vom Halbleiter bis zum fertigen Produkt können die eigentlich alles selber in der Schatulle. Ne? Genau, und das ist auch ganz interessant. Und da ist der Geschäftsbericht sehr aussagekräftig. Der Geschäftsbericht sagt erstens und geht sehr detailliert auf die Problemfelder ein. Sagt erstens, problematisch starke Regionalität. Das heißt, das Gros des Umsatzes wird in Japan generiert und wurde auch immer in Japan generiert. Und die anderen Regionen sind dagegen homöopathisch. Ach. Es hat nie eine wirkliche Internationalisierung gegeben. Ganz interessant ist dann, es gibt auf jeden so einen Antwortblock, auf jeden Problemblock einen Antwortblock. In der Internationalisierung ist es so, sie haben jetzt tatsächlich echte internationale Headquarters in den Regionen gebildet. Das heißt, die, was es vorher gegeben hat, müssen so Satellitentruppen gewesen sein, die halt die japanischen Befehle ausgeführt haben und überhaupt nicht eigenständig, also in keinster Weise eigenständig arbeiten konnten. Alle ferngesteuert. Komplett ferngesteuert, wurde geändert. Mhm. Wurde geändert. Dann ist eines der Probleme ist die extreme Wertschöpfungstiefe, die sie haben. Nämlich sie machen alles selber, Forschung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing, Service und das ab dem Komponentenlevel. Das heißt wirklich bis zum Halbleiter. Wenn die gesagt haben, hey, wir brauchen für einen neuen Fernseher neue Ideen, hat sich irgendeiner hingesetzt, hat das dann selber entworfen von Grund auf und man hat selber produziert.
Das hat man geändert. Man hat gerade in der Komponentenproduktion und dabei Bildschirmen eine Kooperation mit Hohnhai, das ist die, die Muttergesellschaft von Foxconn. Mhm. Auf diese Kooperation ist im Geschäftsbericht auch sehr intensiv eingegangen worden, weil es wohl für ein japanisches Unternehmen mit japanischen Aktionären gar nicht einfach ist, einen chinesischen Geldgeber mit reinzuholen. Also das ist dann auch sehr detailliert dargestellt, wie seriös das ist, wie groß die eigentlich sind und wie wichtig das ist. Sehr interessant ist, das Ziel der gemeinsamen Monitor- und Panelproduktion ist folgendermaßen, es gibt zwei Ziele. Erstens möchte man effizienter werden und damit kostengünstiger produzieren. Na klar möchte man das. Das will ja jeder. Das will ja jeder. Das Interessantere allerdings ist, und ich zitiere wörtlich, es geht um eine Stable Operations at the Sakai Plant. Das heißt, die Produktion, also das heißt, innerhalb der Produktion, die Produktion ist anscheinend nicht stabil gelaufen. Das heißt, die Produktion war anscheinend so, ich würde das gern mal sehen, die war anscheinend so produziert, dass die wahnsinnig viel Ausschuss oder dass die ein rechtes Chaos in der Fabrik haben. Das heißt, die Fabrik hat wahnsinnig viel Ausschuss produziert, ist nicht stabil gelaufen und das finde ich auch ziemlich beachtlich. Ich glaube aber, dass das nur die halbe Wahrheit ist, was da drin steht. Ja, jetzt pass auf, jetzt sagen sie, das ist auch noch, ich bin noch gar nicht durch. Dann sagen sie, sie wollen neue Märkte erschließen, sie sind viel zu schmal aufgestellt, konzentrieren sich viel zu stark auf Consumer-Produkte, möchten auch Märkte wie Medizintechnik zum Beispiel angehen oder Education. Medizintechnik ist man schon aktiv, macht aber so gut wie keinen Umsatz, also verschwindend gering. Und die sagen, wir haben so viel Technologien und Patente, die wir in verschiedensten Geräten zum Einsatz bringen können. Ein intelligenter Staubsauger, dieselbe Intelligenz kann man ja auch in anderen Geräten zum Einsatz bringen, die man erheblich hochmarschiger verkaufen kann. Das heißt, man geht sehr punktuell vor. Das ist so eine. Und dann haben die in Japan, machen sie den Service selber, und zwar flächendeckend. Das heißt, die müssen eine gigantisch große Technikerbasis haben. Mhm. Und gehen jetzt dazu über und sagen, die können ja eigentlich auch was anderes als auf Servicefälle zu warten, weil so viele Servicefälle gibt es dann nicht. Und möchte die auch anders nutzen. Ein Hauptproblem ist bei ihnen tatsächlich, okay, das eins, und dann, wenn man es sich anschaut, das Komponentengeschäft ist bei denen ein Hauptproblem, da machen die Riesenverluste. Das Gerätegeschäft hat man anscheinend schon mal deutlich profitabler gemacht. Da fahren die den Hauptteil der Verluste ein. So, dann hatte ich noch. Nee, das, ja, das ist das und so. Und den, ach so, und dann habe ich Supply Chain und Lager, habe ich mir dann auch noch angeschaut. Also Lagerbestände massiv. Mhm. Lagerbestände massiv und vermutlich relativ hoch bewertet mit viel Abschreibungsbedarf. Mhm. Interessant an dem Geschäftsbericht war, dass alle diese Punkte sehr, sehr, sehr sauber aufgeführt worden sind mit den jeweiligen Antworten dazu und dass es auch sehr offen war. Also fand ich wirklich sehr erstaunlich. Also den Druck hatten die jetzt sicherlich mal auch, von Seiten der Investoren da mal die Hosen runterzulassen. Sie müssen dringend was machen. Wenn ich wirklich hergehe und erwäge, ich hole mir einen ausländischen, sprich chinesischen Investor, der meine Firma rettet, weil mir geht die Kohle aus, dann hat man da, und da muss man auch offenlegen. Der chinesische Investor kann ja auch unter Umständen Lenovo heißen. Das heißt, da gibt es ja diese, ja jetzt, die Verhandlungen Gerüchte, die im Umlauf in Sachen sind, Fernsehgeschäft, ob man sich da nicht zusammen berappeln möge. Ja. Alles andere, denke ich, stimmt soweit. Was aber immer verschwiegen wird, und das würde ja noch nicht erklären, warum es auch Unternehmen wie Sony, wie Panasonic und Olympus und Toshiba und wie sie alle heißen, denen geht es ja allen nicht wirklich gut. Also da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Und es ist halt zumindest mein altes Credo, dass ich sage, diese Unternehmen haben den Anschluss verpasst. Also das ist so. Sie haben einfach, sie sind so auf dem hohen Ross gesessen und haben gesagt, wir sind die Unterhaltungselektronikbranche und Unterhaltungselektronik kommt aus Japan, war schon immer so. Uns kann keiner was. Von der Spielekonsole bis zur Stereoanlage, Fernseher, alles, was ihr haben wollt, kommt von uns. Ja. Und die haben geglaubt, dass das so ewig weitergeht. Aber nicht gemerkt, dass ich
Da hat das Rad gedreht. Das siehst du ja sehr schön an den Zahlen. Das heißt, es geht mal runter und dann denkt man, ach Gott, jetzt geht es ja gerade wieder rauf und wir müssen gar nichts anpassen. Sie fangen ja jetzt an, was zu tun. Mhm. Die haben ja vorher überhaupt nichts viel getan. Zu spät, ja. Die sitzen auf einer Mannschaft, die seit dem Einbruch massiv gewachsen ist. Mhm. Also ich meine, hallo. Ja. Das ist schon irre und man sieht schon, dass ihnen ganz deutlich auch die Kohle ausgeht. Also Schaab ist, glaube ich, dank chinesischer Intervention dem Tod von der Schippe gehüpft. Mhm. Würde ich auch sagen. Die hätten es nicht lang durchgehalten. Das stimmt. Und ich weiß gar nicht, was dann die Alternativen eigentlich dazu gewesen wären. Denn ich glaube nicht, dass irgendein anderer Japaner die Kraft hätte, da stützend einzugreifen. Denen geht es ja, wie du gesagt hast, allen nicht gut. Und was willst du da machen? Und du hast die japanische Versicherungs- und Bankenbranche hast du ja schon als Investor drin. Mhm. Da ist Anschlag. Mhm. Ich glaube, das Kamerageschäft, das hatten wir das letzte Mal, ist ja schon verkauft worden von Sharp. Ich meine, Olympus hat ja auch sein Kamerageschäft abgegeben. Ich meine, an Sony. Habe ich nicht mehr, habe ich im Hinterkopf. Da hat man, glaube ich, drüber gesprochen. Ich glaube, das ging an Sony. Mhm. Und Olympus konzentriert sich ja mehr oder minder auf den Bereich Medizintechnik. Da machen die ja eigentlich auch tatsächlich ihr ganz großes Geld. Das wäre dann der Bereich, wo Sharp auch hin möchte. Das ist der Bereich, in den Sharp auch gehen möchte. Mhm. Und du siehst ja auch bei Sharp, wie mit was für Scheuklappen die unterwegs gewesen sind. Das heißt, man hat interessante Technologie und man erwägt überhaupt nicht, die Technologie auch in andere Bereiche zu bringen und damit sowas, wie die Amerikaner sagen, so Leverage zu schaffen. Mhm. Also, und damit dann wirklich auch in die Breite mal zu gucken, was kann ich eigentlich alles tun. Ich glaube, dass das früher ganz einfach ein Geschäft war, das lief. Ne? Also du musstest eigentlich auch nichts Großartiges dazu tun. Man hat ja auch kein großartiges OEM-Geschäft oder sowas, was dann die Chinesen natürlich alle haben, die daherkommen. Ja. Das heißt, es geht rein alles in den Brand auf ein sehr enges Produktportfolio. Mhm. Ja, das ist richtig. Wahnsinn. Also ganz gespannt bin ich auf Sony, ehrlich gesagt. Die müssen gute Produkte auf der CES vorgelegt haben. Produkte in der Pipeline, also da bin ich schon mal gespannt, ob die da den Turnaround hinlegen werden. Ja. Was uns gleich zur nächsten Rubrik bringt, nämlich Smartphone- und Tablet-Markt. Sony hat ja schon ein paar heiße Eisen im Feuer jetzt, was Handys anbelangt oder Smartphones anbelangt. Da können wir echt mal ganz gespannt sein. Warten wir mal, bis sie auf dem Markt sind. Worüber wir heute aber mal ein bisschen sprechen sollten, ist das Thema Microsoft Surface. Mhm. Ach nee. Ja, finde ich schon. Oder? Haben wir doch schon drüber geschrieben. Also Damian hat eine Kolumne nochmal drüber geschrieben. Vielleicht kannst du das da im besten Falle nochmal ein bisschen rekapitulieren. Also der Ausgangspunkt oder die Anregung für die Kolumne war ein Erfahrungsbericht eines uns bekannten IT-Händlers, ja. Der für einen Kunden ein Microsoft Surface Tablet bestellen wollte und auch bestellt hat. Der Kunde wollte das nicht. Ihr wisst ja, Microsoft, das Surface gibt es nur bei Microsoft in Deutschland, bei Microsoft auf der Homepage zu kaufen oder halt bei, ich sag mal in Anführungszeichen, Strohmännern, bei Amazon auch. Mhm. Aber sonst autorisiert nur offiziell auf der Microsoft Homepage. Dieser Kunde wollte das nicht. Er hat gesagt, mach du das für mich. Und der Händler hat gesagt, klar, mach ich. Hat das dann bestellt am 24. Oktober. Das Produkt kam nicht im Oktober, es kam nicht im November, es kam auch nicht im Dezember. Natürlich hat der Händler mehrmals nachgefragt bei Microsoft, was ist da los? Ne? Warum kommt das nicht? Wechselnde Ansprechpartner haben dann mit ihm verhandelt. Andreas, da kannst du ja nachher nochmal was dazu erzählen. Zur Frage, behandelt man so Kunden? Ich habe ja nur den Teil 2 von der Geschichte. Ja, genau, du hast den Teil 2. Wo du dann fertig warst, habe ich gedacht, hey, da packe ich noch, was in der Zwischenzeit geschah drauf. Der Logistiker wurde dann natürlich dafür verantwortlich gemacht, für diese Verzögerungen und hin und her und so weiter und so fort. Schlussendlich kam dann aber das Geld war aber schon abgebucht. Ja. Das Geld wurde sofort abgebucht. Das ist ja auch beachtlich. Dann kam das dann Anfang Januar, in der ersten oder zweiten Januarwoche dann doch, und dann hat der Kunde gesagt, ah nee, da kann ich ja gar nicht meine Office-Programme drauf laufen lassen, ist Surface RT, das gibt es ja dann erst bei Surface Pro. Dann nehme ich das, dann kann ich das nicht gebrauchen. Super. Und dann beginnt der zweite Teil, da kann der Andreas danach erzählen. Und ich habe gesagt, okay, das ist eine interessante Geschichte, reicht mir aber noch nicht. Ich will noch ein bisschen mehr zum Surface herausfinden und habe dann ein bisschen recherchiert. Ich habe interessante Studien gefunden, aktuelle Studien unter Usern, jungen Verbrauchern.
Wie findet ihr das Teil? Was ist euer Favorit, wenn ihr mal so die verschiedenen Produkte nebeneinander legt? Und zu meinem großen eigenen Erstaunen kam dann dabei heraus, dass das Surface hervorragend beurteilt worden ist. Also sowohl jenseits des Atlantiks in den USA als auch hier, beispielsweise in Österreich. Da hat also die große Wirtschaftstageszeitung, das Wirtschaftsblatt, immerhin auch, ich glaube, 1200 Leser befragt oder 1200 haben dann teilgenommen. Was ist das Gadget of the Year 2013? Das Surface. Und da haben die meisten gesagt, das Surface. Auf Platz 2 war Apple. Keiner von denen hat das Produkt je in der Hand gehabt, oder? Ja, es ist ja auch gar nicht so einfach, so ein Teil zu kriegen. Eben, das haben wir ja gerade gehabt. Wobei man auch nicht weiß, ob die jetzt einen Apple iPad oder einen Samsung-Gerät schon mal hatten. Das sind die reinen Ergebnisse, die ich dort gefunden habe. Und die Kommentare dann waren ganz interessant auch dazu. Verschiedene Blogs haben das aufgegriffen und sich dazu geäußert und haben gesagt, ja, das sei eigentlich gar nicht so verwunderlich. Und einer hat, glaube ich, sogar geschrieben, dass die Apple-Produkte mittlerweile schon zu populär seien, um noch cool zu sein. Hat schon jeder. Das hat schon jeder, man kann sich damit nicht mehr differenzieren, keiner sagt mehr, oh, was hast du denn da für ein geiles Teil, lass mal sehen und so, weil der Kollege hat es auch schon. Mhm. Und die Jugend sucht jetzt wieder das nächste Produkt und das könnte halt ein Microsoft Surface sein. Ich sage jetzt mal, Klammer auf, könnte im Smartphone-Bereich auch vielleicht ein Nokia Lumia 920 sein oder demnächst sogar ein BlackBerry mit Betriebssystem 10. Ja. Ne, Klammer zu. Ja. Ja, who knows. Donnerwetter. Fand ich jedenfalls ganz interessante Ergebnisse. In dem Zusammenhang sollte man erwähnen, der Verkaufserfolg des Surface hält sich ja doch in engen Grenzen. Ja. 1 Million Stück sollen jetzt verkauft worden sein. Quasi nichts. Das ist also echt Peanuts. Und ich glaube allerdings auch, dass Microsoft gar nicht offensichtlich erpicht drauf ist, so viele Geräte zu verkaufen wie möglich. Denn wenn man sich mal die Frage stellt, tut Microsoft Mr. Steve Ballmer wirklich alles, um dieses Gerät zum Erfolg zu machen, zum Bestseller zu machen, so oft wie möglich zu verkaufen, dann gibt es nur eine Antwort auf diese Frage. Mhm. Und die lautet nein. Ja. Natürlich tut er es nicht. Ja. Was heißt, natürlich tut er es nicht? Ich frage mich, warum tut er es nicht? Darüber wäre zu diskutieren. Aber Fakt ist, er tut es nicht. Ich habe da eine Theorie dazu. Ich habe da auch eine Theorie dazu, da können wir gleich nochmal darüber sprechen. Aber vielleicht fängst du erst nochmal mit Teil 2 zu unserer kleinen Händlergeschichte. Ja, Teil 2 der Händlergeschichte. Ist dann der Akt gewesen um die Rückgabe des Geräts. Mhm. Das Geld wurde ja sofort abgebucht. Der Händler hat dann angerufen bei dieser Hotline und gesagt, Freunde, der Kunde will es nicht. Ich schick's euch zurück und das ist ja alles gesetzlich geregelt. Dann war die Antwort von Microsoft, von dem Callcenter, in dem er da rausgekommen ist, war die Antwort, na, da sind die Fristen ja schon abgelaufen. Ich sehe es doch hier, das haben es doch schon im Oktober gekauft. Oh Gott. Ja. Und dann musste natürlich geklärt werden, wie kommt eigentlich dieser Versatz dazu. Ja. Dann gab es in der Bestellabwicklung gab's eine Panne im Vorfeld schon, was das Ganze zusätzlich verkompliziert hat. Und dann war es also sehr schwierig, die Unterlagen zusammenzustellen und an den zuständigen Ansprechpartner zu geben. Vor allem dann kam man wieder bei einem anderen Ansprechpartner raus und es herrschte im Callcenter ein absolutes Chaos. Mhm. Man ist hin und her verbunden worden von jemandem, der keine Ahnung hat, zum anderen, der keine Ahnung hat. Und der ursprüngliche Ansprechpartner war dann auch zunächst nicht wiederzufinden. Der war dann auch nicht autorisiert, was zu tun. Das heißt, der musste Rücksprache halten. Und ich weiß gar nicht, ob der ganze Fall schon final geklärt ist. Ich glaube, er hat es im Laden liegen und verkauft es jetzt an den Nächstbesten weiter, der es haben will. Weil es einfacher ist als da. Ja. Und das Interessante an der Geschichte war, der fragte mich dann, sag mal, jetzt frage ich mal dich, geht man so mit Kunden um? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich nicht, aber interessant ist doch. Und so, das ist dann für mich der interessante Ansatz gewesen.
du bist doch auch gar nicht der Kunde von dem, mit dem du geredet hast. Das heißt, der mit dem, du bist nicht der Kunde. Der sitzt in dem Callcenter, dem ist das völlig scheißegal, wer der Kunde ist. Mhm. Der hat ein Interesse, seinen Job zu machen. Sein Job ist, es gibt ein Ticket, das muss man schnellstmöglich zumachen. In vielen Callcentern, nicht in allen habe ich gelernt, aber in vielen Callcentern ist das genau so. Ticket zumachen ist wichtig, denn ein geschlossenes Ticket ist ein abgeschlossener Vorfall, ist Kundenzufriedenheit. Ja. Das heißt, wir haben alle Anfragen innerhalb von nur 10 Sekunden beantwortet. Wir haben ja super zufriedene Kunden. Auf der Strecke bleibt derjenige, der ein echtes Problem hat, mhm. Weil dessen Ticket wird dann auch geschlossen. Das wird dann halt neu angelegt, wenn er das nächste Mal anruft. Das heißt, wir befinden uns, und das ist ja kein Einzelfall, das heißt, wir befinden uns in so einer Welt, wo ganz gern die Verantwortung durch Outsourcing wegdelegiert wird. Das Callcenter, der Kunde des Callcenters ist ja nicht der Microsoft-Kunde, sondern Microsoft ist der Kunde des Callcenters. Da gelten dann ganz andere Kriterien, ganz andere Erfolgskriterien, und man kommt im Zweifelsfall niemals irgendwo hin, wo man sich beschweren kann. Mhm. Oder um die Diskussion jetzt mal ein Stück von Microsoft wegzuholen, weil Microsoft ist ein Fall. Mein Telefonanbieter hat neulich mal einen Netzausfall gehabt, das heißt, mein Telefon war tot. Dann habe ich mit dem Handy die Hotline angerufen, landete auf einem Sprachcomputer, der absolut arrogant besprochen ist, klick mich durch die Menüs, und am Ende des Menüs, da gibt man dann seine Telefonnummer ein, und am Ende des Menüs kam die Ansage, in Ihrem Bereich werden gerade Wartungsarbeiten durchgeführt, deswegen steht Ihnen das Telefon jetzt nicht zur Verfügung, warten Sie ein paar Stunden, dann geht's wieder, tschüss, aufgelegt, Bob. Das heißt, ich konnte überhaupt keine Botschaft loswerden. Es hat keine Sau interessiert. Mhm. Geht man so mit Kunden um? Weiß nicht. Das war noch nicht mal ein Callcenter. Das war der Telefoncomputer meines Anbieters. Ich habe da neulich mal einen lebenden Menschen dran gehabt. Da ging es dann um einen anderen Fall. Und hab dann gesagt, Freunde, habt ihr eigentlich so ein Feld, wo ihr Kommentare eintragen könnt? Mhm. Ich hätte hier eine Anmerkung. Ich hätte eine Anmerkung. Und dann hat er gesagt, ah, Moment, da gibt es hier so ein Beschwerdeformular, das fülle ich jetzt gleich mal aus. Und der hat die Ansage anscheinend schon öfter gehabt. Aha. Wenn du da anrufst, diese Maschine ist so katastrophal besprochen, der Tonfall ist ein so katastrophal überheblicher, dass du so einen Hals hast, wenn du bei jemandem rauskommst und dem wirklich gerade den Hörer in den Hals drücken möchtest, wo du denkst, es darf doch gar nicht wahr sein. Und der Mitarbeiter, der dann da saß, war super. Der hat einen wirklich klasse Job gemacht, mhm. konnte mir eine Auskunft geben, konnte das Problem lösen. Es war wirklich gut. Aber das Erlebnis vorher war grauenhaft. So grauenhaft. Und wenn ich dann da stehe und mein Telefon geht nicht und ich kriege eine Ansage und es gab noch nicht mal eine Ansage im Vorfeld, pass mal auf, dann und dann sind Wartungsarbeiten. Man kann das ja, es gibt ja Wege, das zu kommunizieren. Mhm. Wirklich Katastrophe. Es gibt im Übrigen eine, ich kann es auch nochmal raussuchen, eine sehr schöne Kolumne vom Sascha Lobo zu diesem Thema auf Spiegel Online. Vom Sascha, ja. Ja, der hat mal was geschrieben, das Callcenter ist 30 Jahre alt geworden. Und da hat er mal eine schöne Abhandlung darüber geschrieben, was das Thema Callcenter in unserer Gesellschaft mittlerweile angerichtet hat. Ja? Mhm. Und wie schlimm das mittlerweile ist. Es ist eine Katastrophe. Das ist wirklich sehr schön zu lesen. Und heute auf Facebook hat mein ehemaliger Kollege, der Gunnar Lott, kennst du auch noch, Damian? Mm, natürlich. Ehemaliger Chefredakteur der GameStar, auch einen schönen Eintrag geschrieben, weil er wohl irgendwie auch Stress hat. Er schreibt, irgendwann mache ich mal eine Liste von all diesen Firmen, bei denen man mit nur ein paar Klicks und der Eingabe der Kontonummer Domains, Telefonanschlüsse, Abos und Sklaven kaufen kann, die bei kundenseitiger Kündigung aber auf einen speziellen, mit goldener Tinte unterschriebenen Formular bestehen, das zudem an einem ungeraden Tag per reitendem Boden an die Zweigstelle in Singapur zugestellt werden muss. Und dann kaufe ich Bombenzutaten beim Amok-Killerspiel-Versandhandel und sprenge die ganzen Firmensitze in alphabetischer Reihenfolge in die Luft. Nur so, aus Prinzip. Also, ich denke, mit dem Thema sind wir nicht ganz allein. Und ich habe gerade, als ich diesen Beitrag rausgesucht habe, bin ich drüber gestolpert über Dirk Hochstrate, mit dem ich hier auf Facebook auch
befreundet bin. Und er schreibt, so, jetzt gibt es inzwischen auch etwas zu sehen. Da denke ich mal, aha, ist ja interessant. Und zwar gibt es Dr. Hochstrate IT Consulting. Mhm. Das ist wohl das, was er jetzt macht. Er schreibt hier, mit 20 Jahren Berufserfahrung decken wir im Bereich Beratung der gesamten Wertschöpfungskette von strategischem Marketing, Forschung, Entwicklung, Produktmanagement, bla bla bla. Ah, macht er also. Also Unternehmensberatung macht er wohl. Mhm. Forensik, Management, einmal bietet er alles an. Interessant. Aha, okay. Mal in Ruhe anschauen. Scheint aber ein ganzes Team von Leuten zu sein, oder? Nee. Ach nee, das sind nur Referenzen, die er da drauf hat. Ja, schönes Thema, aber wir wollten es ja noch ein bisschen weiterspinnen. Wir waren ja noch nicht am Ende. Die Frage war ja jetzt, Damian, du sagtest, die Antwort muss Nein heißen. Genau. Jetzt kommen die Theorien dazu. Ja, Andreas hatte sich ja schon aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, er wüsste, warum Microsoft sich da so zurückhält. Also ich hab eine Theorie zu dieser Surface-Geschichte. Meine Theorie hat gar nichts mit Microsoft oder dem Markt zu tun, sondern mit dem, was man halt so, wie es halt den Unternehmen so zugeht. Meine Theorie ist, bei Microsoft hat sich jemand Gedanken gemacht und hat dieses Surface entwickelt und ist dann ins Meeting und sagt, hey, ich habe hier was Tolles, und das fanden sie auch toll und haben gesagt, hey, super Sach. Mach. Das können wir verkaufen. Und dann war die Frage, okay, wie verkaufen wir es denn? Und jetzt, wenn du hergehst und sagst, okay, wir kippen das in den Partnerkanal, in die Distribution, bis man Artikelnummern anlegt, die ganze Maschinerie in Gang bringt, dauert es erbärmlich lange Zeit. Und hat irgendeiner gesagt, wir haben doch da die Shops und den Online-Shop, stellen wir es rein, machen wir es selber. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, meine Theorie ist, das ist eine Geschichte, die ist sehr ad hoc gegangen. Und es hat kein Mensch groß drüber nachgedacht. Und es war auch gar nicht die strategische Vorgabe, die Riesenmaschinerie in Bewegung zu setzen, die vielen Stückzahlen produzieren zu lassen, die man braucht, damit es sich für Microsoft ansatzweise lohnt. Und weil man hat ja Partner, die die Hardware haben. Ich glaube, das war so eine aus dem Bauch aus dem Bauch überhaupt gar nicht. Wir machen das ums bei unserem Du glaubst ja nicht, dass die Microsoft irgendwas aus dem Bauch entscheidet. Nein. Was haben sie denn bis jetzt aus dem Andreas. Bauch, nicht aus dem Bauch entschieden? Würde ich mal umgekehrt. Würde ich jetzt, ja, gut. Mal, würde ich der jetzt Bauch mal ist, zurückfragen. Der Bauch ist groß genug. Jedenfalls. Nein. Aber erinnere dich doch zurück. Tatsache ist, dass im Tablettmarkt die auf dem Microsoft basierenden Tablets entweder gar nicht da waren oder wenn sie da waren, nicht verkaufbar waren. Unter aller Kanone. Und die Hardwarehersteller, also die Partner von Microsoft, dann lieber auf Android gesetzt haben als auf Microsoft. Ja, aber wer hat's denn die Hardware entwickelt? Bitte? Der Eklat war doch auf der CeBIT war doch, warum seid ihr nicht in der Lage, vernünftige Hardware zu entwickeln, auf der unser Zeug gut läuft? Genau. Das und war da hat Microsoft dann gesagt, jetzt zeigen wir euch mal, wie das funktioniert. Das glaube ich auch. Wie das geht. Und hat sozusagen ein Referenzprodukt entwickelt. Glaube ich sofort. Und hatte von Anfang auch gar nicht die Absicht, dieses in riesigen Stückzahlen in den Markt zu drücken. Glaube ich auch. Aus Rücksichtnahme eben auf die Hersteller. Glaube ich genau auch. Was ich allerdings an Microsofts Stelle gemacht hätte, ich hätte gesagt, Freunde, hier habt ihr mein Produkt, hier habt ihr meine Pläne, baut es. Als OEM sozusagen. Das haben sie nicht gemacht. Das vielleicht war auch kein Interesse auf Seiten von Acer. Ich weiß nicht, ob zumindest offen und ehrlich kommuniziert. Auf jeden Fall nicht öffentlich. Ja. Zumindest offen und ehrlich kommuniziert. Aber ich würde genau in dieselbe Kerbe stoßen. Ich glaube, dass dem Steve Ballmer irgendwann der Kragen geplatzt ist. Also für mich ist das eine typische Entscheidung eines Steve Ballmer, die zwar nett gemeint ist, aber dann tatsächlich auch mal wieder extrem schlecht umgesetzt ist. Ich glaube, das war nicht nett gemeint. Der meint nie was nett. Nee, der meint auch nie was nett. Wir erinnern uns an das legendäre Interview. Das hat man ganz zu Anfang von Channelcast ja mal gemacht, als er sich da so wahnsinnig lustig macht. What? A Smartphone for $500. Und Tablets hat er auch total runtergemacht. Der Markt hat an Fahrt gewonnen und die waren extrem unter Zugzwang. Intel hatte nichts
konnte nichts dazu beitragen und Microsoft schon gleich gar nicht von der Betriebssystemseite. So, dann ist dem Steve Ballmer irgendwann der Kragen geplatzt, er hat gemerkt, er muss hier irgendwie etwas tun. Dann hat er ja wohl offensichtlich, wenn man der Geschichte Glauben schenken darf, eine gute Handvoll Entwickler eingesperrt, also wirklich eingesperrt quasi in ein abgeschottetes Forschungszentrum, hat gesagt, macht mir mal so ein Ding. Das haben sie dann auch getan. Dann haben sie es vorgestellt. Es war offensichtlich nicht großartig mit den Herstellern abgesprochen oder mit den Partnern, weil da war ja die Aufregung das teilweise war mit keinem relativ, abgesprochen. Relativ das groß. Ich auch. Also das zeigt ja nochmal, dass da eine sehr impulsive Handlung wohl hier stattgefunden hat. Der muss aber so einen Hals gehabt haben. Was Steve Ballmer hätte machen müssen, in meinen Augen, ist zu sagen, passt auf, hier habt ihr mal ein Referenzmodell, so können wir uns das vorstellen. Auflage 1 Million, macht mal sowas nach. Dann wäre Ruhe gewesen. Aber so, du weißt doch überhaupt nicht, wo du mit diesem Surface dran bist. Kommt es jetzt noch? Kommt es jetzt noch mal über den Handel? Will das überhaupt jemand? Können die überhaupt liefern? Lauter Fragen, die völlig ungeklärt sind. Ja, ich glaub, die Verwirrung ist groß. Ja, die wurden nie adressiert. Und nach wie vor kriegst du diese Surface nur, wenn du eine Hotmail-Adresse hast. Sensationell. Ach so, echt? Ja, also kannst du es nicht bestellen. Ach, das ist ja ein Ding. Das ist nur so ein kleines Detail am Rande. Aber also man kann dort überhaupt nicht erkennen, mit welcher Ernsthaftigkeit oder Nicht-Ernsthaftigkeit Microsoft auf dieses Produkt setzt. Ja, das ist alles völlig unausgegoren. Gebe ich dir komplett recht. Das ist ehrlich gesagt eigentlich unter, also unter aller Kanone. Gebe ich dir komplett recht. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Nur diesen Teil der Vertriebsentscheidung ist, glaube ich, so eine Geschichte gewesen, wo man gesagt hat, hey, wo verkaufen wir es? Hey, in unseren eigenen Läden, super, wozu haben wir es denn? Ja. Macht Apple doch auch. Ja. Und über die Homepage und pff. Die haben ja nirgends die große Maschinerie angeschmissen. Die haben ja diese Pop-Up-Stores extra noch aufgebaut, ne? Also vor Weihnachten, wo du dann Surface anschauen konntest und rauskaufen konntest. Und ich glaube, das letzte Mal hatten wir den Link auch gezeigt, als ich dieser Analyst um mal eine, weil Microsoft keine Zahlen genannt hat, ist der ja in so eine Shopping Mall rein, wo rechts der Apple-Laden war und links der Microsoft-Laden war, hat sich dort ja 2 Tage lang hingestellt und hat gezählt, wie viele iPads wurden rausgetragen und wie viele Surface wurden rausgetragen. Und da wurde in den 2 Tagen kein einziges Surface rausgetragen, aber ich weiß nicht, wie viele hunderte von iPads, und dann hat der ja mal so ein bisschen hochgerechnet. Ne? Ja, aber du kommst doch als Microsoft aus der Nummer auch beschissen wieder raus. Wenn das Ding aber einmal so verfahren ist. Aber dann sollen sie es halt kommunizieren. Kommunizieren und sagen, ist immer ganz schwierig. Surface war für uns ein Testobjekt. Wir wollten es mal wissen oder wir wollten den Herstellern Impulse liefern, wie so etwas sein könnte. Wir sehen jetzt, wie großartig mit Windows 8 dieses Thema anläuft. Haha. Ja, aber kann ich euch aber nachher auch noch was erzählen? Aber Christian, du weißt doch, Kommunikation ist doch das Allerschwierigste. Für Microsoft. Für solche Firmen, egal für welche. So richtig gut, nein, prinzipiell so richtig gut sagen. So richtig gut können das die wenigsten. Kommunikation ist schwierig. Kommunikation ist schwierig, ist vollkommen klar, aber ich meine, so geht es ja nun mal auch nicht. Also so kann man keine Kommunikation ist katastrophal, also das ist absolut richtig. Also kann man mit den Partnern auch so umgehen. Das sehe ich auch so. Mit den Partnern auch nicht umgehen. Also, ich meine, zuerst waren ja die Partner böse, dieser Partner, der sag mal, das Erlebnis hatte mit diesem Surface, ja, der wird doch nie wieder Hardware bei Microsoft kaufen. Also sagen, das werde ich mir nicht mehr anschauen. Ich fürchte schon. Doch. Meinst du? Ja, der ist geduldig. Vielleicht so. Der ist ein geduldiger Mensch. Oh wenn ja. Wenn das verkauft ja auch die Software. Naja, aber das deswegen ist er ja Partner. Nur so wahrscheinlich nicht. So mit Sicherheit nicht. Nur so nicht. Naja, also Samsung jedenfalls hat seine Verkaufspläne für Windows-Tablets in den USA zunächst mal auf Eis gelegt. Das ist auch eine interessante Botschaft. Ja. Ne? Ich habe heute noch mit Ace... Ja, das Windows RT. Ja, Windows RT. Das ist ja auch mehr so ein Spielzeug. Aber ich meine, das Surface Pro, was ja den wesentlichen Vorteil hat, du kannst deine ganzen Office-Anwendungen darauf machen. Das ist sicherlich keine uninteressante Geschichte. Ja, also ich habe heute noch mit Acer telefoniert. Mit dem Herrn Thom. Und habe ihn auch mal ein bisschen zu dem Thema befragt, sage ich, ja, wie entwickelst du das Windows 8 Tablet? Ist ja jetzt eigentlich alles da und wie entwickelt sich das Geschäft so?
Dann sagt er, ja, also im Consumer-Bereich ist es in der Tat so, dass von den verkauften mobilen Geräten, wobei er jetzt da Notebooks dazu zählt und Tablets oder Convertibles, wie man so schön sagt, wo du also mal das Display abmachen kannst oder die Tastatur rein und rausklappen kannst, gibt es ja unterschiedlichste Formfaktoren. Mittlerweile 40%, zwischen 30% und 40% der Geräte Touch-Geräte sind, also wo du irgendwie drauf touchen kannst. Im Commercial-Bereich quasi nicht existent. Also ganz geringe Stückzahlen, die da verkauft werden. Ja. Da wird also nach wie vor klassische Notebooks reinverkauft und ähnliches. Er hofft ein Stück weit, dass sich das ändern wird, weil er halt sagt, naja, jetzt hat Microsoft halt das erste Mal eigentlich ein Betriebssystem, das nur dann voll zur Geltung kommt, wenn du da irgendwie mit dem Finger drauf touchen kannst, ansonsten macht das relativ wenig Sinn. Firmen sind aber offensichtlich noch relativ zurückhaltend, völlig neue Formfaktoren auszuprobieren. Ja, also so ein Stück weit kann man das auch nachvollziehen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, dass die Kunden, die gewerblichen Kunden natürlich nicht sofort auf Windows 8 umsteigen. Es gibt dann noch Support für die älteren Betriebssysteme noch die nächsten 2-3 Jahre. Ich glaube, bis Mitte 2014 oder sowas. Und erst dann, wenn der immer droht, dass so etwas ausläuft, der Support ausläuft, Sicherheitslücken nicht mehr gestopft werden, dann kommt natürlich der große Umschwung. Und dann gibt es wahrscheinlich auch schon tatsächlich Windows 9 unter Umständen. Mhm. Ne? Genau. So, was haben wir noch mal draufstehen? 1000 neue Smartphones auf der CES. Ich glaube, das Thema lassen wir jetzt mal außen vor. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Panasonic steigt auch aus dem Smartphone-Business aus Deutschland. Ach ja, das hatte ich ESA auch gefragt, wie es denn mit ihren Ambitionen in Sachen Smartphones eigentlich aussieht. Ach, interessant. Und? Er sagt ja, also sie hätten da in Deutschland quasi nichts mitzureden. Das würde von europäischer Seite gesteuert werden. Und da läuft auch das ganze Geschäft drüber. Aha. Das geht eigentlich ausschließlich über Provider. Und da haben sie eigentlich relativ wenig Einfluss drauf. Was eigentlich schade ist, weil ist ja doch auch ein Produkt, was man so gut als Ergänzung machen kann. Und ESA versucht sich ja gerade im Commercial-Bereich mehr Gas zu geben, wo man solche Produkte halt auch im Cross-Selling noch mit reinverkaufen kann, ne? als Unternehmen oder als Systemhaus, aber du kriegst die quasi gar nicht in den Finger. HTC haben wir auch nochmal mit aufgeschrieben, hatten wir das letzte Mal schon etwas ausführlicher drüber gesprochen, warum die so Probleme hatten. Die haben sich ja versucht, im High-End-Markt zu etablieren. Und das ist ja gründlich daneben gegangen. Jetzt haben sie ihre Zahlen fürs vierte Quartal veröffentlicht. Und da ist also mal der Gewinn um 91% zurückgegangen und nach unten gekracht. Und für die wird es jetzt auch ganz schön eng. Muss man einfach so sehen. Noch ein paar Nachrichten. HTC gefallen wie BlackBerry, ähnlich wie BlackBerry. Ja. Ja. Von der echten Nummer auf. Wenig. Und HTC kann nicht auf irgendwelche Bestandskunden zurückgreifen in der Hoffnung, dass man die nochmal reaktivieren kann oder auf irgendwelche oder eigene Technologien oder sowas, ja, das ist schon bitter. Die BlackBerry Server, da ist es also schon wirklich äußerst unangenehm. Mensch, der Schicko hat hier Zeug eingetragen, das ist echt unglaublich. Wahnsinn. Also was vielleicht bekannt geworden ist, um sich das mal wieder ein bisschen vor die Augen zu führen, wie der Kampf derzeit der Giganten auch im Internet tobt, der eine oder andere kriegt das sicherlich auch ein Stück weit mit. So ist zum Beispiel für Windows Phone Nutzer nicht möglich, Google Maps aufzurufen. Das ist schon erstaunlich, ne? Also du hast ein Windows Phone. Was hast du für ein Telefon? Hast du das neue iPhone? Ja. Hast schon die Google Maps App drauf? Ja. Aber erst kürzlich. Die kam vor 6-7 Wochen. da sagt der Richtige was. Und die ist sensationell gut. Ne, das weiß ich schon. Also die ist richtig. Bloß ist Apple richtig hat sie gut. Vorher spektakulärst vom Telefon geworfen. Ja. Es geht jetzt hier aber darum, dass du mit einem Telefon das Windows-Betriebssystem hast, nicht auf den Kartendienst von Google zugreifen kannst. Und das finde ich ja schon ziemlich heftig. Ne? Also, dass du da ausgesperrt wirst quasi und umgeleitet wirst auf die Google-Homepage. Finde ich schon bedenkenswert und bedenklich sowas, wenn Hersteller glauben, sie müssten jetzt Kunden quasi gängeln,
Und nichts anderes ist es ja. Ich finde das auch so. Also ich würde da ja abkotzen als Kunde, wenn ich sage, ich kaufe mir ein Telefon und kann auf den Kartendienst meiner Wahl nicht zurückgreifen. Also hallo, wo sind wir denn? Das kann echt nicht sein, ne? Ja. Dann halten sich hartnäckig Gerüchte im Markt, wo es darum geht, Apple wird ein billig iPhone herausbringen mit Plastikhülle und allem drum und dran, das ganz wenig Geld kosten soll. Die Gerüchte kommen teilweise vom Wall Street Journal und anderen Publikationen, die in der Regel immer ganz gut informiert sind. Ich glaube das nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass Apple das nicht tun wird. Apple hat noch nie Billigprodukte auf den Markt gebracht und es gibt in meinen Augen auch überhaupt keine Notwendigkeit, das zu tun. Ich weiß nicht, seht ihr es irgendwie anders? Also ich glaube, diese Linie, wo sie das iPad Mini ziemlich überstürzt rausgebracht haben, um gegen Samsung was zu haben, ich glaube, sie werden sie nicht weiterverfolgen. Hm. Ich glaube, die kehren zur alten Linie wieder zurück. Mhm. Und ich glaube, das findet auch den Ausdruck in dem Umstand, dass sie ihren Betriebssystemchef gefeuert haben. Ja. Ja. Und dem Designer mehr Macht gegeben haben. Mhm. Also ich denke auch nicht, dass das kommt. Mhm. Ich glaube, das ist eine Episode gewesen, das haben sie hinter sich. Ja. Also wenn es käme, wäre es nicht gut. Würdest du das iPad Mini in diese Kategorie billig Produkt? Das iPad Mini ist ein anderer Formfaktor. Das iPad Mini würde ich in die Kategorie Produkte, die nicht hätten sein müssen, die man gemacht hat, um auf was anderes zu reagieren, was Apple normal nie macht. Also ich denke, ein iPad Mini hätte man auch, also Jobs hätte das anders gemacht, wahrscheinlich zum anderen Zeitpunkt, und das Gerät hat, also das ist kein Wow-Gerät. Nee. Das ist überhaupt kein Wow-Gerät. Und die Apple-Geräte, die kommen, sind eigentlich immer Wow-Geräte. Zumindest bis zum gewissen iPhone 5. Bis zum gewissen iPhone 5 war es auch nicht. Also ich sage, das war die letzte Produktvorstellung, der Cook auch irgendwie demonstrativ ferngeblieben oder mehr oder weniger demonstrativ ferngeblieben ist, war tatsächlich die Linie durchbrochen, die sie vorher gefahren haben. Und ich glaube nicht, dass sie das weitergehen, sondern ich glaube, die kehren zur ursprünglichen Linie zurück. Schublade leer bei Apple? Nein, das glaube ich nicht. Sieht gerade mal so aus. Nein, das glaube ich nicht. Bei Apple sind die Produkte und Innovationszyklen von Apple sind nicht eben schnell. Das heißt, die beschäftigen sich ja mit einer Produktkategorie erheblich lang, bevor sie dann einsteigen. Und die neuen Generationen kommen auch nicht so schnell, wie sie jetzt in letzter Zeit gekommen sind. Also die haben ewig MP3-Player gemacht, bevor sie bei Telefonen eingestiegen sind. Ja, das stimmt wohl. Und also das sind die Zyklen schon anders. Und ich glaube, die Frage ist natürlich schon, was ist das nächste große Ding? Ne? Also, ja, auf den Fernseher warten wir ja noch. Der wird ja auch nicht kommen. Wobei wenn der kommt, jedenfalls nicht schnell. Ja. Und ich hatte einen ganz interessanten Artikel gelesen, das war aus USA, wo jemand gesagt hat, eigentlich müssten sie mal schauen, dass sie ihre Webservices auf die Reihe bekommen. Denn die, die man bis jetzt auf den Markt gebracht hat, funktionieren zum Großteil gar nicht gut. Mhm. Und da also ist doch erheblich. iCloud zum Beispiel, also diese Geschichten. Ja. Und dann hatte ich noch eine recht interessante Geschichte gelesen, wo jemand geschrieben hatte, ich nutze eigentlich die Apple-Apps am allerwenigsten auf meinem iPhone. Warum? Sagte, es gibt alternative Anbieter, die deutlich besser sind. Ach so, die Apple-Apps. Ich gehe fast überall auf alternative Anbieter und da gibt es ja auch reichlich Betätigungsfeld. Übrigens habt ihr neulich die Analyse gesehen der Apple-Online-Umsatzzahlen aus dem iTunes-Store. Es hat sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht und hat das, was Apple mal immer so nebenbei reportet, in unregelmäßigen Abständen mal zu systematisieren. Das ist bestimmt Asymco gewesen, oder? Die Studie? Nee, das war keine Studie. Ich glaube, es war ein Entwickler, der es gemacht hat. Okay. Das war ein Entwickler, der es gemacht hat. Ich gebe dir den Link, den stellen wir online. Das war eine der spannendsten Analysen, die ich in langer Zeit gelesen habe. Der hatte also sehr genau dargestellt, wie viel sie ausgeschüttet haben an die Provisionen an die Entwickler.
Und der hatte zurückgerechnet auf die Umsatzsprünge, die die machen und darauf, wie sich der Laden rechnet. Wirklich total spannende Analyse. Sehr, sehr, sehr lesenswert. Mhm. Habe ich kürzlich auch getwittert, glaube ich. Das kriegen wir sicherlich noch. Aber den Link schicke ich dir. Ja. Es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass Samsung, ja Apple da ganz ordentlich auf der Spur ist im Smartphone-Markt und da ja auch gut vorankommt. Und Samsung hat ja jetzt auch nochmal bekannt gegeben, dass sie also ihren Vorsprung, was ihre Telefone anbelangt, noch im nächsten Jahr oder in diesem Jahr noch viel stärker ausbauen wollen. Also dürfen wir da noch einige vermutlich auch ganz interessante Produkte aus dem Haus erwarten. Dennoch, wenn man es mal ein Stück weit runterbricht und den direkten Vergleich sozusagen machen, also dann iPhone gegen Galaxy-Klasse. Ich denke, das ist der richtige Vergleich, weil Samsung hat natürlich 30, 40 andere Modelle im Portfolio, die Billiggeräte sind und an die Provider sozusagen gehen. Wenn man aber tatsächlich mal den direkten Vergleich macht, dann muss man tatsächlich sehen, dass Samsung im Galaxy-Bereich etwa 100 Millionen Geräte weniger verkauft, als Apple das iPhone verkauft. Ich denke, das ist immer ganz, ganz interessant, das wieder ein Stück weit gerade zu biegen, weil da wird natürlich auch ein bisschen Äpfel in dem Fall mit Birnen verglichen. Da passt es tatsächlich auch mal. Mhm. Ganz interessant zum Thema Smartphone-Markt noch eine Studie, die ist da tatsächlich von Asimco, dem Analysten, der mal sich die Mühe gemacht hat, quasi auszurechnen, rein mathematisch auszurechnen, wann denn eine Marktsättigung stattfinden wird bei den Smartphones. Aha. Also du siehst ja jetzt schon die Entwicklung über die ganzen Jahre, was dort für Zahlen auch gemacht werden. Und er sagt 2014, wenn wir annähernd 80% haben und dann wird die Marktsättigung eintreten. Okay. Und ja, was das dann bedeutet, ist klar. Dann geht es natürlich in die Marktverdrängung dann wird es sicherlich lustig werden. Und ich denke, dann wird auch ein Unternehmen wie Apple nicht mehr allzu viel Spaß haben in diesem Markt, sondern spätestens dann werden wir da auch neue Dinge sehen werden müssen. Ja, das Innovationstempo bei Apple ist schon eine Geschichte, eine generelle, na klar. Und zu guter Letzt, da hatten wir das letzte Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen, da geht es nochmal um das Thema Tablets und inwiefern beeinflussen die das PC-Geschäft beziehungsweise im Verhältnis zum PC-Geschäft. Und da gibt es eine aktuelle Studie von Gartner, die sagen, der Tablet-Boom, der wird sich also, der wird auch weiterhin anhalten und der wird auch weiterhin diesen PC-Markt sehr stark beeinflussen. Und man geht also auch davon aus, dass die Tablets 2013 jetzt dann, was die Absatzzahlen anbelangt, die Notebooks überholen werden. Ja, wir bewegen uns volle Kanne in die Nach-PC-Ära. Ja, hat auch der Lenovo-Chef jetzt ja so gesagt. Ne? Und die wenigsten klassischen PC-Hersteller haben wirklich interessante Antworten bis jetzt, richtig, die in die Breite gehen. Ja. Das sind ganz andere Firmen. Ja. Und erinnern wir uns dran, Samsung hat Jahrzehnte, muss man fast sagen, versucht, im PC-Markt mit Notebooks was zu bewegen. Es hat nie richtig geklappt und plötzlich schwappt das von der ganz anderen Ecke rum und man ist Marktführer. Ja, Wahnsinn. Und man hat alle anderen rechts überholt, davor gesetzt, in die Bremse gegangen und alles. Ja. Alle anderen sind hinten dran. Das stimmt. In Schleudern gekommen. Upsa. Der Systemhausmarkt. Was haben wir denn da alles mit drin stehen? Neuer Großaktionär steigt bei Bechtle ein. Kannst du da was sagen dazu, Damian? Nicht viel. Also, nicht viel? Du bist ja immer der Bechtle-Spezialist eigentlich. Ja, hier. Das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ich glaube, dass das eine relativ unspektakuläre Geschichte ist. Soweit ich mich erinnern kann, war ja die BW-Bank oder so, diese Baden-Württembergische Bank, da sehr stark involviert. Jetzt ist das halt ein anderer großer Investor. Flossbach von Storch. Ja, noch nie von gehört. Was für ein Name. Die Frage, oder... Noch nie von gehört, echt? Nein, noch nie von gehört. Die Frage ist, warum ist das wichtig, so ein Großaktionär, man sagt ja auch einen Ankeraktionär zu haben. Wichtig ist das aus dem Grunde, dass so ein Ankeraktionär oder auch mehrere Ankeraktionäre, also Aktionäre, die ein größeres Aktienpaket besitzen, dass die ein gutes Mittel sind, unerwünschte
Übernahmen zu verhindern. Mhm. Weißt du, wenn du ein Unternehmen hast, was jetzt einen Streubesitz von 98% hat. Daimler zum Beispiel ist so ein Fall. Ne? Nachdem die Abu Dhabi raus sind, suchen die ja jetzt ganz aktiv nach einem neuen Investoren. China ist da ganz groß im Gespräch. Mhm. Wenn du halt eben deine ganzen Aktien im Streubesitz draußen hast, dann ist die Gefahr groß, dass sich jemand anschleicht und dein Unternehmen da übernimmt. Und deshalb ist es wichtig für so ein Unternehmen auch wie Bechtle so ein Ankeraktionär zu haben. Mhm. Aber mehr steckt da, glaube ich, auch nicht hinter. Mhm. Dann scheint das Unternehmen BT Copia teilweise gerettet worden zu sein. Zumindest soll der laufende Betrieb weitergehen und Insolvenzverwalter ist also sich scheinbar sicher, dass die Geschäfte weiterlaufen werden und jemand gefunden wird. War das nicht so eine Bezugsgeschichte? Ja, ne? Nee, das war die Geschichte, ja. Ja, die waren doch übernommen. Büroring wollte die eigentlich übernehmen, genau. Ne? Und dann am Schluss kam ja der Deal dann doch nicht zustande. Ne? Wo ist jetzt hier dieses gerade geblieben mit Bora und K&M? Da war doch gerade noch ein. Das war ganz oben gestanden. Das hatte der ist ich, weg. Das hatte ich raus, weil ich es nach unten schieben wollte. Ah, falsch, oder? Ah, wo haben wir es denn jetzt? Wobei, könnte Bora und Mai, ja. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Nee, das wollte ich nämlich euch auch mal fragen. Hab jemand von euch die Firma Bora? Nee, kenne ich nicht. Also ich habe auch mal draußen im Markt ein bisschen gefragt. Kenne ich nicht. Völlig unbekannt. Ich kenne Leute, die. Ich kenne es nur von Tony Marshall. Bora, Sensationeller Titel. Kennt ihr nicht? Ja. Kennt ihr auch nicht die Firma? Nein. Nein, aber kann man recherchieren, kommt aus dem Komponentenumfeld. Also da. Ja, da kannst du doch gar nichts so recherchieren. Im Internet dazu recherchierst, ist gar nichts. Nein, im Internet musst du auch nicht dazu recherchieren. Und wenn du draußen mal ein bisschen rumtelefonierst. Also ich kenne Leute, die kennen. Doch, tatsächlich. Ich kenne Leute, die sehr gut. Definitiv. Ich habe bloß noch nicht mit denen gesprochen. Ah, okay. Ich habe das noch auf dem Zettel stehen und vielleicht schaffe ich das auch und vielleicht schaffe ich das ja. Ja, muss ja nicht unbedingt. Fände ich aber interessant, weil es gibt ja so Firmen, die so völlig aus dem Off kommen. Aus dem Nichts kommen. Was recht interessant ist an der Stelle, also auch Fachhandel, nicht IT, sondern TK. Ich habe mich mal beschäftigt mit Adressen von TK-Händlern und habe festgestellt, es gibt in TK-Handel relativ große Ketten, die kein Mensch kennt, die auch nicht unbedingt unter eigenem Namen unterwegs sind, die so Betreiber von vom ganzen Haufen O2-Läden und sowas. Also die Strukturen sind da schon interessant, bloß man blickt da gar nicht unbedingt dahinter, weil es halt nicht öffentlich ist. Mhm. Ich bin da auch nur durch Zufall drauf gekommen, ich dachte, der hängt da dran und die E-Mail-Adresse ist auch so ähnlich und also war dann schon wirklich spannend und Bora da, also zu Bora zumindest habe ich eine Verbindung. Gut. Und das werde ich mal, ich frage einfach mal nach. Okay. Also, interessiert mich auch selber. Hm. Fällt gerade ein, wer hat jetzt den Faktencheck auf? Du, oder? Wieso? Hatten doch vorhin gerade noch ein Thema, wo wir gesagt haben, müssen wir Faktencheck machen. Ah, da ging es um die Umsätze der E-Commerce-Unternehmen. Mhm. Richtig? Ja. Wenn du das sagst. Ja, ich will es ja nur nicht vergessen. Ah, schau mal, der Schicko hat hier den Link noch reingepostet zu dem, was du vorhin gesagt hast, iTunes Economy, es ist Asymco. Ich habe es eben auch nachgeschlagen, ist Asymco, du hast recht. Ja, ja. Der ist also du hast recht. Glänzende Analysen. Diese Analyse ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist wirklich. Und da hat er länger als 5 Minuten dran gesessen. Ja. So, sonst gibt es nichts weiteres im Systemhausmarkt, ne? Das jetzt irgendwie großartig zu besprechen wäre. Nee, macht aber auch nichts, weil das nächste Mal werden wir da, denke ich, ein bisschen tiefer eintauchen, weil dann werden wir zu Gast sein bei der Cancom. Mhm. Und da haben wir als Gesprächspartner mit am Tisch dann den Klaus Weinmann. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr drauf. Nächste Woche sehen wir uns ja da zur Eröffnung. Des neuen Headquarters hier in München, ne? Richtig. Gehen wir mal hin, ziehen wir uns einen Anzug wieder an. Echt? Ja, oder? Doch, ist okay. Sakko? Ist Sakko, okay. Sakko. Sakko können wir machen. Ist gut. Kommt ja eben ganz hohes Tier von der Stadt München und so. Dann müssten wir eigentlich in Tracht kommen. In traditioneller Tracht. Ja, genau. Das mache ich, komme in Tracht. Macht es. Mache ich. Kann man immer. Ist immer salonfähig. Ist ja immer fantastisch. Fantastisch. Und der Oberbürgermeister ist auch so unterwegs.
Toll. Eröffnung, Tracht geht immer. Ja, Tracht geht immer. Tracht geht immer. Oh, boah, ja. Habt ihr denn da überhaupt Trachten, Damian? Gibt es da in der Gegend, wo du herkommst? Ja, selbstverständlich. Jeans und Flanellhemd. Kariertes Flanellhemd, oder? Um genau zu sein. Ja, genau. An den Karos erkennt man dann aus welchem Dorf, oder? Ja, sehr, sehr gut. So, was haben wir noch im Bereich Unternehmen und Märkte stehen? Um Gottes Willen, ist das noch eine lange Liste. Ah, das können wir gar nicht alles. Da gehen wir jetzt mein Parkticket ist da schon abgelaufen. Gestreckten Schweinsgalopp durch. Wir steuern aber langsam auf die 3 Stunden. Das Parkticket zieht kein Mensch, weil wahrscheinlich hat es deine Scheibe zugeschneit. Nee, es schneit ja nicht mehr. Nee, ist wahrscheinlich noch genug gefallen. Nee. Schon. Glaubst du nicht? Heute? Nein, heute nicht. Heute hat es nicht mehr geschneit, heute Nachmittag. Bisschen schon. Also. Hey, ich habe da 6 Euro, glaube ich, reingeworfen. Jetzt will ich auch, dass da jemand vorbeigeht und kontrolliert. Ne? Also nicht jetzt um. Bei dem Wetter kontrolliert hier keiner. Kontrolliert keiner dafür, kontrollieren sie im Sommer. Euro wieder haben. Deswegen kontrollieren sie im Sommer aber mehrfach täglich. Ah, ja, okay. Doch, das, also im Jahresmittel. Also ich habe tatsächlich auch nichts eingeworfen. Tatsächlich? Heute, ja. Ich habe auch gestern am Unionsbräu direkt geparkt, ist ja auch eigentlich kostenpflichtig. Direkt vom Unionsbräu und bin dort gestanden von 4 bis um Mitternacht. Warst so lange da? Seid ihr noch so lange da gesessen? Nein, wir waren ja noch im Kino. Ihr wart ja noch im Skyfall. Mit Andy Blieninger haben wir ja noch Skyfall angeschaut. Also ich fand den Film toll. Aber dann hast du dir jetzt quasi eine Parkleistung hier erschlichen. Ist das schlau, das jetzt hier so öffentlich kundzutun, Christian? Ja, das ist jetzt die gute Frage. Was passiert jetzt? Ne? Aber ich habe die Advokat. Na dann, dann bist du ja in guten Donnerwetter. Sehr gut. Ja, Skyfall, da hatten wir uns vorhin schon drüber unterhalten, bevor wir hier in der Postshow, nee, in der Pre-Show sozusagen. In der Pre-Show. Also wenn wir jetzt über Skyfall sprechen, dann will ich anschließend auch noch über Lance Armstrong reden. Das sollten wir. Das sollten wir tun. Ja, absolut, absolut. Lass uns da mal ein paar Themen machen und dann kommen wir mal vielleicht auf die 2 Themenblöcke. Finde ich mal ganz gut, sollten wir auch mal drüber sprechen. Ja, absolut. Abora ist Franchise-Nehmer für den Wobeis Online-Store, lese ich hier gerade von unserem Kollegen Schicko. So, aber jetzt weiter. Sollen wir vielleicht noch kurz über Dell sprechen? Ja. Über Dell? Ja. Warum nicht? Also, ja, über Dell ist ein interessantes Thema. Im Moment sprechen viele über Dell. Ist noch ein marktbedeutendes Unternehmen. Ja. Aber was wollen wir da sagen? Ja, was über tut sich da im Moment? Ja, was sich tut. Ja, die wollen von der Börse gehen. Die wollen von der Börse gehen. Ja, die wollen von der Börse gehen, richtig. Um sich dann in Ruhe und ohne diesen Quartalsdruck mal wieder zu restrukturieren. Genau. Ich denke, das ist eine vernünftige Geschichte. Das sehe ich ganz genau so. Das ist ein ganz guter Plan. Ne? Wisst ihr, welches IT-Unternehmen genau diesen Weg gegangen ist, mittlerweile wieder an der Börse und recht erfolgreich Willst unterwegs? Auf die Sprünge? Seagate. Echt? Seagate Festplatten. Aha. Seagate haben das wurde. So gemacht? Yep. Seagate. Seagate wurde von der Börse genommen, ist ein paar Jahre her, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre an der Börse zurück, wurde in der Zwischenzeit reorganisiert, gute Geschichte. Ja. Und Seagate, du kannst sehr erfolgreich. Es ja, ich meine, Dell steht wirklich an einem Punkt, die können nicht so weitermachen wie bisher, die können es einfach nicht und sie sind natürlich dadurch, dass sie an der Nasdaq sind sie, denke ich mal, dass du bist ja unter permanenter Beobachtung der Aktien, des Marktes, Aktienmarktes, der Analysten. Jeder gibt seinen Kommentar ab, der Kurs geht jeder runter. Weiß es der geht, oh, das ist furchtbar. Da kannst du ja gar nicht in Ruhe mal eine zukunftsbasierende Strategie. Kontinuierlich über einen längeren Zeitraum. Das geht nein, ja das ist ganz schwierig. Die Frage für mich allerdings ist, kann ein Michael Dell das? Das ist eine gute Frage. Hat der diese Vision, wohin er sein Unternehmen führen will? Mhm. Ich glaube ja, aber es ist auch so ein ganz typisches Unternehmen, was dafür jetzt mittlerweile auch schon einiges getan hat, aber nicht in der Lage ist, es konsequent umzusetzen. Ich glaube, er hatte eine Vision, die ist aber nicht, hat aber nicht funktioniert. Und zwar wollte er der, auch durch Zukäufe das Unternehmen in Richtung Komplettanbieter ausbauen. Vor allem im kommerziellen. Ja, ich denke, das will er immer noch. Das halte ich für einen Fehler. Nein, ich meine, das hat soll er weiter PCs machen? Das hat soll er weiter nur PCs Lenovo? Machen? Lenovo? Hallo? Ja,
Lenovo? Lenovo braucht ist eine, er braucht eine neue, ich stimme dir zu, er braucht eine neue Strategie und eine vernünftige Strategie für Endgeräte. Wir sind in einer, wir sind in einer Phase, nicht PCs. Post-PC, das neue Endgerät, die Player werden komplett neu gewürfelt. Es gibt eine breite, es gibt breiteste Optionen, was die neuen Geräte sein können. Mhm. Und jemand wie Dell hat ja in der Vergangenheit gesagt, wir müssen vom PC-Geschäft weg. Und plötzlich ist das Endgerät wieder total strategisch. Es sind Player dran, an die vorher kein Mensch gedacht hat. Haben sie, deswegen haben sie ganz auch massiv gekauft. Im Markt. Ja. Natürlich. Ja. Ja, wobei Weiß ist Endgerät, aber Weiß ist wieder in der Corporate-Strategie zu sagen, in Corporate die Endgeräte auf dem Schreibtisch werden Weiß dümmer. War ein super Zukauf aus meiner Sicht. Die Zukäufe von Dell sind sehr gut gewesen. Auch waren alle gut. Auch die Softwarezukäufe sind gut gewesen. Gute Unternehmen gekauft. Also die haben wirklich sehr gute Technologien gekauft. Ja, gute Unternehmen, natürlich. Aber die Strategie, die dahinter steht, hätte ich anders verfolgt. Sie kriegen es nicht umgesetzt. Sie kriegen das nicht zusammengefasst, mal sich dann so darzustellen, dass die Sachen vernünftig bündeln können und nach außen darstellen können und auch verkaufen können unter dem Namen Dell. Das kriegen die in meinen Augen nicht hin. Es ist Umsetzungsstärke, Umsetzungsschwäche. Es ist ja auch brachial schwierig, weil du musst ja sagen, wir haben ein funktionierendes Geschäft. Da muss man sich das auch vorher überlegen, Entschuldigung. Ich kann nicht kommen und sagen, überlegen ich kaufe meine ganzen Firmen. Nein, überlegen. Ups, ich weiß gar nicht, wie ich. Man muss das Zeug ja hinten dran verkaufen in großer Stückzahl, was nicht ganz einfach ist, wenn dein Verkauf, den du hast, darauf ausgelegt ist, dass du PC verschepperst. Vollkommen richtig, Andreas. Und deswegen halte ich den Schritt auch so für vernünftig, von der Börse wegzugehen, weil dann bist du aus der Messbarkeit, du entziehst dich ein Stück weit der Messbarkeit. Ja, insofern ist das Bild gut. Ich kann dir da vollkommen folgen, deswegen ist ja meine Frage, ist der Michael Dell visionär genug und auch so ein starker Lenker, dass er diese Firma Dell, wenn sie denn von der Börse weggeht, und er dann mal in sein Unternehmen reinschaut, was habe ich denn da jetzt so alles zugekauft und wie gehört denn das alles zusammen? Hat er denn die Durchsetzungskraft in diesem Unternehmen und auch den Willen, und also das so neu auszurichten? Das hoffe ich sehr. Ansonsten ist Dell, ist Dell, ich sage mal so, sonst wird das total schnell. Die Unisys des 21. Jahrhundert. Habe ich jetzt gerade assoziativ so spontan gedacht, kam auch aus der Hardware-Ecke, hat dann versucht, das Service-Geschäft aufzubauen, in neue Bereiche zu gehen, hat nicht funktioniert. Was ist so Unisys heute? Also so gut wie nichts mehr. Was ist Unisys denn überhaupt eigentlich heute? Ich habe das gar nicht mehr. Oder Bull. Gute Bull. Ah ja, genau. Das ist eine gute Frage, Andreas. Ein Schatten seiner selbst. Ich weiß es gar nicht. Ne? Eben, spielt keine Rolle mehr. Völlig aus den Augen spielt keine Rolle mehr. Ja. Und da muss Dell sicher was tun. Dell war für mich ein Kandidat, der Nokia kauft. War für mich, oder Sony meinetwegen. Sony ist auch nicht teuer. Ne? Aber jetzt haben sie sich anders entschieden. Jetzt bin ich mal echt total gespannt. Ja, es macht auch Sinn, den Laden erstmal in Ordnung zu bringen und neu aufzustellen, bevor man dann wirklich so eine große Akquisition macht. Na, natürlich, klar. Weil sonst stehst du da wie HP und EDS. Ist schon ist klar. Ja, zunächst musst du halt nur mal wissen, wo will ich hin? Ne? Exakt. Was ist die Zukunft des Unternehmens? Die Geschichte, die musst du erstmal präsentieren. Und die Zukunft des Unternehmens hängt ja ganz stark ab von der Zukunft überhaupt dieser IT-Branche, die ja völlig ungeklärt ist im Moment. Ja, schon. Ich habe interessanterweise einen Artikel aus den USA gerade gelesen, da hat jemand gesagt, ist die Intel eigentlich die nächste RIM? Aha. Die nächste Result? Ja. Haben die den Zug verpasst? Fährt das jetzt vor die Wand? Auch interessant. Natürlich. Die stellen dann RIM hin als das Beispiel des. Also, es ist wirklich schon interessant, in was für einem belebten Markt wir uns gerade tummeln. Ja, es ist so. Also, ich denke, für Intel und Microsoft wird das ein ganz, ganz heftiges Jahr werden. Aber nochmal, um bei Dell zu bleiben: Es geht ja jetzt ein Stück weit darum, wie finanzieren man das? Also, genau. Wie finanziert man es? 25 Milliarden Dollar. $25 Milliarden ist ja jetzt nicht mal gerade ein Pappenstiel. Nö. Kann niemand leisten jetzt im Moment. Das heißt, er braucht Investoren, Banken, die das finanzieren für ihn. Und da ist ja für mich dann auch schon die Frage, und was ich jetzt so gelesen habe, ist ja einer der Banken, die das mittragen wollten, abgesprungen. Das ist ja wohl noch ein Konsortium ist ja jetzt wohl noch an Bord, wo noch weiter verhandelt wird. Da ist ja für mich ehrlich gesagt schon ein Stück weit dann auch die Frage,
ist es denn dann, ist es dann anders oder redet dieser Investor dann auch wieder genauso mit und es ändert sich eigentlich gar nichts, man ist nur nicht mehr an der Börse, aber der Investor sagt, hallo, ich habe dir mal eben hier 25 Millionen nicht Milliarden. Geliehen, aber ich bin da mit 25 Milliarden mit drin. Ja, natürlich will er mich reden, aber ich denke, mit, dass die da also schon wieder Gespräche im Vorfeld. Haben, ne? Ja. Ja, er muss diese Vision eigentlich schon haben. Muss er schon haben. Ja. Die Geschichte muss ja. Richtig. Ja. Mit der muss er ja dorthin gehen natürlich. Und sagen, das möchte ich das, machen. Ne? Ja, das ist ein guter Punkt, Chris. Und es gibt ja zwei so Szenarienrechnungen. Die eine ist so, der Turnaround läuft sehr gut. Und eines, der Turnaround läuft so mittelgut und es wird erstmal kurzfristig kein Wachstum geben. Und in beiden Musterrechnungen rechnet sich's für den Investor anscheinend beträchtlich. Das heißt, man kann anscheinend nicht so richtig viel falsch machen, vorausgesetzt, die fahren das Ding nicht komplett vor die Wand und werden dann abgewickelt. Also ich halte das für einen wirklich guten Schritt. Ich glaube, die Neuausrichtung, beziehungsweise das, worauf man es neu ausrichtet, ist halt extrem schwierig. In dem Umfeld oder sagen wir im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte wird ja auch darüber spekuliert, dass jemand Dell kaufen könne oder einsteigen könne. Was haltet ihr davon? Das glaube ich glaube gar nicht, dass das Sinn der Sache ist. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Teile von der? Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich kriege es auch nicht fürs. Also wenn die das bestreben haben, das Unternehmen neu auszurichten, würde das Szenario überhaupt keinen Sinn ergeben. Also ganz sicherlich nicht HP, wie ich irgendwo gelesen habe, Christian. Ganz sicher nicht. Also ich habe auch ja, mit auch HP, nicht. Mit einem HP-Manager gesprochen. Wird dort als sehr, sehr unwahrscheinlich und auch nicht als sinnvoll angesehen. War damals bei der Übernahme von Compaq übrigens ähnlich. Wurde auch als völlig sinnlos und ja, war's ja überflüssig war's ja auch. Gesehen. Du meinst, sie machen ab und zu mal solche Sachen? Jeder hat gesagt, die Compaq, die war dann lieber. Compaq, wahnsinnig. Ja, aber bei HP ist es ja eher so, dass sie das PC-Geschäft ja doch abspalten und verkaufen wollen oder an die Börse bringen oder separieren. HP. Mac hat gerade gesagt, nein, we are not in sales mode. Das PC-Geschäft bei HP ist doch gerade mit dem Druckergeschäft so verflochten worden, dass du es gar nicht mehr auseinander. Mit jedem nein, das, Tag wird das weniger auseinanderdividierbar. Das ist ja schon eine Einheit. Ist die haben es ja. Ja, haben's ja schon ineinander gewurschtelt, dass man es nicht mehr rauskriegt. Ja, das ist klar. Ich meine, unter dem Schirm PC-Geschäft ist natürlich auch das Druckergeschäft, dieses, wie soll ich das da halt sagen, Endgerätegeschäft so im kleinen Bereich. Die kleinen Geräte, kleinen Endgeräte, nicht die Server und so weiter. Und nein, so. Aber täusch dich doch nicht. Im Bereich Drucken, die Endgeräte sind nicht klein, die haben ja bandbreit alles. Also die haben ja nur der Bereich Drucken ist ja als ein Bereich aufgestellt, aber glaubst nicht du denn getrennt an, wie bei PCs und glaubst Server. Glaubst du denn, Andreas, dass sich HP in dem Bereich noch verstärken will, durch eine Akquisition und dann noch in der Akquisition im Bereich PCs und nein. Ja, ich auch nicht. Beziehungsweise, wenn sie was akquirieren, müssten sie eigentlich so Sachen akquirieren wie Nokia. Eine Nokia. Ja. Wie eine Nokia oder wie eine RIM oder sowas. Ja, ganz genau. Sony. Oder, also da müsste es hingehen. Sicher nicht in Richtung Dell, wo man noch mehr Kuddelmuddel hat, was man dann zerlegen und wieder an die einzelnen Bereiche zu, das ist ja grauenhaft. Ja, sehe ich auch. Allein die Vorstellung ist ja Albtraum. Ja. Und dann kommt plötzlich. Das will doch kein Mensch machen. Also ich meine, es muss jemand das tun. Das kannst du nicht wollen. Eben. Ja. Und dann kommt plötzlich Larry um die Ecke und kauft alles auf. Ja, das würde mich auch nicht wundern, wenn der plötzlich mal auftaucht. Aber der kauft erst wieder was auf, also bei HP, wenn die da was geteilt haben. Zumindest hat er gesagt, dass er im Hardware-Geschäft ordentlich Gas geben will und dort gut wachsen will. Wir haben ja Sun gekauft vor nicht allzu langer Zeit. Sehr schmählich vernachlässigt. Was ja, sie haben es zu Tode geritten. Das ist ganz grauenhaft. Quasi, ja. Also und die Sun-Partner sind alle, die ehemaligen sind alle, gibt ja nur jetzt hat man ihn da mal gefragt, was ist denn da eigentlich los und warum kaufst du hier Hardware und dann und ja. Jetzt hat er gesagt, ja, er will da richtig ordentlich Gas geben. Ja, na klar. Das Interessante ist, die Partner, die auch Datenbanken verkaufen,
die SAN-Partner, denen geht es nach wie vor gut. Mhm. Du musst halt Datenbanken verkaufen. Mhm. Aber das ist ja ein sehr gebräuchliches Muster bei Oracle. Ja, Windows 8-Geschäft haben wir schon ein Stück weit, denke ich, drüber gesprochen. Es wurden jetzt mal so die ersten Zahlen bekannt. Es sind 60 Millionen Lizenzen verkauft worden. Sagt wer? Sagt wer? Microsoft selber. Die haben auf der Consumer Electronics Show. Ich finde, da ist eine auffallende Diskrepanz zwischen den offiziellen Aussagen von Microsoft, wie Windows 8 draußen ankommt, und dem, was man so aus dem Markt hört. Aus der Industrie hört, ja. Denn das passt überhaupt nicht zusammen. Nee. Wenn du die Industrie und auch die Distribution hörst, die sagen, wir verkaufen da nicht so viel von. Von Anfang an übrigens, ja. Und wenn du Microsoft dann hörst, dann ist alles ganz prima. Da passt doch was nicht zusammen. Das Marketing. Und da glaube ich doch eher, der sparsame Umgang mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit, ja. Und da glaube ich doch eher den Non-Microsoft-Stimmen als den Microsoft-Stimmen. Deswegen habe ich das auch direkt runtergeschrieben. Jetzt esse ich hier gerade verbotenerweise, bin aber fertig. Also sowohl Fujitsu als auch Acer, da haben sich jetzt die beiden Unternehmen das erste Mal auch öffentlich dazu geäußert und haben gesagt, sie sind also überhaupt nicht zufrieden mit dem Geschäft. Ja, also da kriegst du das also nochmal wunderbar bestätigt. Sie sagen es natürlich nicht so gerade frei heraus, sondern da steht dort, Acer President Wong, consumers are still confused by Windows 8. Ja, also, aber damit gibt er ganz klar zum Ausdruck, die Konsumenten sind verwirrt. Ja, der ist, man muss mal wissen, er ist natürlich immer noch stinksauer auf Microsoft und auf den Balmer wegen dieser Surface-Geschichte. Ist er immer noch stinksauer. Ist es sicherlich, ja. Boah. Ist es sicherlich. Ich habe in dem Zusammenhang übrigens nochmal bei meinen Surface-Recherchen ein Interview mit dem Oliver Ahrens gefunden, vom Mitte letzten Jahres, glaube ich, da zu diesem Thema, wo das Surface gerade. Der war ja auch ziemlich stinkend. Der war, das kann man wohl sagen. Er hat kein Blatt vor den Mund genommen. Oder kaum ein Blatt, nur ein kleines Blatt. Ein Zettel. Ja, und aus der Reihe von Fujitsu ist Ähnliches zu hören. Ne? Also die sagen, Windows 8 ist ein gutes Stück daran schuld, dass es im PC-Markt solche Einbrüche gegeben hat. Tatsächlich? Mhm. Naja. Das ist eine sehr pointierte Meinung, würde ich sagen. Ich glaube, das liegt an ganz anderen Umständen. Ja, das würde ich auch vermuten. Ja. Jetzt sollten wir hier mal den Sack zumachen bei unseren... Den Sack? Boah, ist das schon 10 nach 8, Freunde. Und Märkte berichten. Wir wollten ja noch über zwei Themen kurz sprechen. Oh, jetzt wird die Apfeltasche rumgereicht. Wetter, ey. Christian? Ja, danke. Magst du es nicht, Damian? Ich habe jetzt schon hier eine Banane. Ich esse auch Lebkuchen. Wir müssen uns da noch einen kleinen Moment zurückhalten. Aber gehen wir mal ein bisschen wird wieder genölt. Nee, aber gehen wir mal ein bisschen zum gemütlicheren Teil. Sprechen wir über Lance Armstrong. Wir wollten über Lance Armstrong noch kurz sprechen. Wir wollten über Skyfall noch kurz sprechen. Ja. Vorab aber noch zwei Tipps zum Geld verdienen. Oh, das ist gut. Zwei Tipps zum Geld verdienen, die irgendwie lustig sind. Ihr kennt doch sicherlich auch alle diese Adressbuchabzocker. Also da kriegst du einen Fax zugeschickt, meistens noch, wo irgendwelche Fehler eingebaut sind. Ne, und dann wird, also du kriegst ins Branchenbuch XY aufgenommen und ehe du dich versiehst und deine Unterschrift geleistet hast, hast du einen Zweijahresvertrag an der Backe über 1.000 Euro und bist dann irgendeinem schwindlichen Adressbuch drin, was keine Sau interessiert. Aufreger, immer wieder, Händler klagen, sagen, Abzocker sind wieder unterwegs, Achtung, Vorsicht. Ich kann jetzt, und dazu kann lass dir erstmal die Geschichte erzählen. Ach, erzähl die Geschichte. So, und die Geschichte geht wie folgt. Eines dieser Faxe ist bei einem Anwalt gelandet und der hat Folgendes gemacht. Der hat dieses Formular manipuliert sozusagen und hat einen anderen Text drunter geschrieben und hat gesagt, vielen Dank für den Eintrag unseres Unternehmens in Ihrem Adressbuch für das nächste Jahr und der Nennung des Links im Internet berechnen wir Ihnen 580 Euro, da Sie den Betrag genommen, den haben wollten. Dieser Betrag gilt jährlich und ist im Voraus zu leisten. Und hat es zurückgefaxt, unterschrieben und zurückgefaxt. Dieser Adresseinbuch ist tatsächlich dann erschienen. Aha. Und dann hat er denen eine Rechnung geschickt. Also der hat einfach den Spieß umgedreht. Sehr gut. Und der Anwalt hat und der Adressbuchverlag wollte natürlich dann nicht bezahlen. Ne? Die haben das natürlich nicht kontrolliert, sondern haben nur die Unterschrift gesehen.
Und der Anwalt hat jetzt in der ersten Instanz auch gewonnen. Die haben sich natürlich erstmal geweigert zu bezahlen. Er hat in der ersten Instanz gewonnen. Wollen jetzt aber nochmal in die Revision gehen. Super. Also mal so ein Tipp, wenn man wieder mal so einen Fax auf den Tisch kriegt, ne? Vielleicht kann man da mal ein bisschen kreativ werden, mal überlegen. Kann ich ja auch mal ein Angebot unterbreiten und zurückschicken. So manche Adressbuchhändler nimmst du offensichtlich nicht so genau, um dann auch mal hinzuschauen, was denn da eigentlich draufsteht. Das gefällt mir. Das zum Thema Geld verdienen. Und der zweite Tipp, da geht es auch ums Geld verdienen. Ein Angestellter in einer großen englischen Bank oder der für eine große englische Bank programmiert, ein Softwareentwickler, der dort einen richtig guten Job gemacht hat. Mehrfach ausgezeichnet wurde. Mehrfach ausgezeichnet wurde. Hast du auch gelesen? Ja, mehrfach ausgezeichnet wurde. Der hat sich gedacht, er braucht jetzt doch mal ein bisschen entspannteres Leben in der Bank. Und der hat also, der hat seinen Job, also seine Entwickleraufträge, die er auf den Tisch bekommen hat und die er umsetzen sollte, nach China outgesourced. Outgesourced, ja. Sensationell. Das ist ja sensationell. Chinesische Programmierer beauftragt, die Arbeit zu machen, hat ein Fünftel gekostet, 20% seines Gehaltes. Hat er abgegeben an die Chinesen, hatte aber fortan Ruhe im Büro und hat sich Katzenvideos angeschaut. Katzenvideos angeschaut und war viel auf Facebook unterwegs. Und draufgekommen sind sie ihm eigentlich nur, weil irgendwann mal aufgefallen ist, dass es dort ständig geschlüsselte Verbindungen in Richtung China gibt. Und nachdem es eben eine Bank ist, die dann mal ein bisschen näher hingeschaut hat. Und da sind sie eben dann draufgekommen. Ich würde mal sagen, hättet ihr nicht bei einer Bank gearbeitet, sondern bei irgendeinem anderen Unternehmen, kein Mensch draufgekommen. Wäre das niemandem aufgefallen. Nein, es hat doch aber auch schöne, prominente Vorbilder. Die IBM macht das doch genauso und die Kunden zahlen trotzdem den vollen Preis. Ich wollte gerade sagen, das Interessante dabei ist ja jetzt tatsächlich. Das ist doch fantastisch. Den haben sie natürlich sofort gefeuert abschließend. Ne? Und das ist natürlich schon irgendwie interessant, wenn das ein Kleiner macht und sagt, ich outsource meine Arbeit, ja? Ich lasse das von jemand anders erledigen, dann wirst du gefeuert. Als Unternehmen darfst du das und das ist okay. Ja. Ja, ganz lustig. So, lass uns mal ein bisschen über Lance Armstrong reden. Damian, du bist Radsport begeistert. Ich fahre gerne Rad, ja. Und du hast Rennrad auch früher doch immer Tour de France schon viel verfolgt, ne? Ja, also auch, ich meine, die Duelle Lance Armstrong gegen Jan Ullrich, nach wie vor legendär. Ich finde es schade, dass es die nicht mehr gibt oder vergleichbare. Ich bin auch in Fragen der Doping bin ich halt, des Dopings bin ich halt mittlerweile total desillusioniert. Und ich denke, vielleicht wäre es auch das Beste, da also die ganzen Beschränkungen und so weiter aufzuheben. Also, dass Doping nicht mehr bestraft wird. Was mich im Fall von Lance Armstrong auch so wütend macht. Mhm. Ist nicht, dass er gedopt hat. Da war er nicht der Einzige. Er hat es vielleicht mit am besten gemacht, aber gedopt? Ja. 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 Auf jeden Fall am aggressivsten. Sondern wie er mit den Menschen umgegangen ist, sowohl in seinem eigenen Umfeld während seiner Dopingzeit, dort ist ja von ehemaligen Teammitgliedern berichtet worden, dass sie halt von ihm massiv unter Druck gesetzt wurden. Ne? Motiviert, in Anführungszeichen, worden sind, auch zu dopen. Floyd Landis ist ja ein Name, der in dem Zusammenhang genannt wird. Und auch, wie er mit Menschen umgegangen ist oder mit Medien, die halt ihm unterstellt haben oder behauptet haben, er hätte gedopt. Die hat er ja verklagt, die hat er versucht fertig zu machen. Obwohl er wusste, dass sie die Wahrheit sprechen. Und das zeigt einen Menschen von zutiefst schlechtem Charakter, muss ich sagen. Und das ist es, was mich in dieser ganzen Angelegenheit so furchtbar wütend macht. Und wenn mir irgendeiner daherkommt und sagt, Respekt davor, dass jetzt der Armstrong endlich auspackt und vielleicht sogar auch noch Mitleid äußert mit dem Arschloch, dann muss ich mich zurückhalten, um ihm nicht eins in die Fresse zu hauen. Also der Armstrong, das ist für mich das Letzte. Und ich glaube auch nicht, dass er aus freien Stücken sich da jetzt bei Frau Winfrey hingesetzt hat und gesagt hat, ich habe da Mist gebaut und das tut mir leid und so weiter, sondern er tut nichts in dergleichen aus freien Stücken, sondern entweder hat einer von seinen
Sponsoren auf ihn Druck ausgeübt. Hat er noch Sponsoren überhaupt, meinst du? Ja, also Nike nach wie vor unterstützt ja seine, seine Stiftung. Und es geht auch ja auch darum, um die Frage, fordern die Sponsoren von damals ihr Geld wieder zurück? Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Unternehmen gesagt haben, hör zu, Armstrong, wir fordern unser Geld nicht zurück, unter der Voraussetzung, dass du die Hosen runterlässt und sagst, was damals wirklich vorgefallen ist. Ist, also so wie ich den Armstrong einschätze, ist er nicht plötzlich morgens wach geworden und hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt auspacken. Das hat er immer nicht gemacht. Immer diese Lügen. Ne? Ja, ich kann damit nicht mehr leben. Ich kann mit der Lüge nicht mehr leben. Ja, also er hat ja in dem Interview keinen Funken an Reue gezeigt. Keinen Funken. Und nee. Das ist etwas, was ja auch in der deutschen Gerichtsbarkeit oder in der Gerichtsbarkeit übrigens ja immer extrem schlecht ankommt, ist bei Leuten, die Straftaten begangen haben und dann keine Reue zeigen. Mhm. Dann fällt in der Regel das Strafmaß ja immer ein gutes Stück höher aus, als wenn sich ein Straftäter reuig zeigt, einsichtig zeigt und sagt, ich habe einen großen Fehler begangen, Entschuldigung. Das tut er ja nicht. Nein. Wahrscheinlich steckt er noch Riesen, oder was man so gelesen hat, Riesensummen ein dafür, dass er dieses Interview dort gegeben hat in dieser amerikanischen Sendung. Und was ich an dieser Geschichte, oder was mich da so beschäftigt, ist die Hilflosigkeit gegenüber dieser Situation des Radsports und wahrscheinlich einiger anderen Sportarten auch, der man dort ausgeliefert ist. Es gibt im Prinzip tatsächlich kein probates Mittel oder mir fällt auch nichts ein, wie man diesem Zeug da entgegnen könnte. Du kannst ja nichts machen. Also selbst wenn ich sage als Konsument, ich schaue jetzt Radsport nicht mehr an, weil ich die Schnauze voll habe, mhm, ja, und eventuell so drauf reagierst, wie die ARD, glaube ich, im letzten Jahr, die ja dann gesagt haben, wir verzichten auf eine Berichterstattung, wir verfolgen das nicht mehr, dann kann man das sicherlich tun, aber denjenigen, die ehrlich diesen Sport betreiben, ist ja dadurch überhaupt nicht geholfen. Die müssen ja, die werden ja genial in Sippenhaft. Naja, klar. Das sind ja immer nur so ein paar Arschlöcher. Ausbaden müssen es die Guten, ja, immer. Die das machen. Und ich wüsste eben auch nicht, wie man dem begegnen kann. Da wird ja tatsächlich, wie du es gerade schon gesagt hast, da haben wir drüber nachgedacht, dann gib halt das ganze Zeug frei, sollen sie halt dopen, ja. Dann sind sie aber alle gedopt, können sie machen, was sie wollen. Also ich bin da nicht aber das so halte ich auch für eine schwierige optimistisch Diskussion wie du, dass es nur ein paar wenige sind, die dort zu verbotenen Mitteln greifen. Es ist auch im Amateursport übrigens so, dass immer mal wieder jemand rausgefischt wird, der sich der versucht, mit unerlaubten Mitteln zu steigern. Viele Leute, die bei den Volksläufen mitmachen, die fangen schon an mit Aspirin vom Lauf, vom Wettkampf. Das ist der erste Schritt. Ja, das ist die weiche Droge sozusagen. Das ist dann so ein fließender Übergang. Und immer wieder jemand rausgefischt bei Triathlon-Wettkämpfen, bei Marathonläufen, bei Radrennen. Und das ist nicht nur ein Armstrong und ein Ulrich und dann kommt erstmal nichts. So ist es nicht. Und es ist auch nicht nur auf den Radsport begrenzt oder auf Ausdauersportarten beschränkt, sondern es ist, wir wissen das ja alle, in den leichtathletischen Disziplinen, Kugelstoßen, Diskus werfen, einem Gewicht heben. Ja. Überall haben wir dieses Phänomen. Auch im Pferdesport gibt es so etwas, dass Pferde gedopt werden, oder dass vorne die Hufe besonders im Springreiten, dass die Hufe besonders sensibilisiert werden durch irgendwelche Spritzen, damit die motiviert sind über die Hindernisse. Nicht da dran gekommen, ganz genau. Also das ist einfach so ein Riesending. Auch im Fußballbereich, da sind Aufputschmittel, Amphetamine und so weiter und so fort, ist da alles gang und gäbe. Ich habe ja selber früher mal Leistungssport gemacht und an der Sporthochschule in Köln studiert. Und da war das einfach ein ganz normales Thema. Ne? So wie du in eine Mensa gehst und nehme ich heute das Reisgericht oder nehme ich die Kartoffeln, wurde darüber gesprochen, was nimmst du? Damals war es sogar so, dass ein Kommilitone von mir, der war damals
Der startete für Wattscheid und der wollte gerne nach Leverkusen wechseln. Mhm. Ja, das war ein Diskuswerfer. Und der Leverkusener Trainer, der war nur bereit, ihn unter seine Fittiche zu nehmen, unter der Voraussetzung, dass der Kollege, Markus hieß er, dass er bereit war, leistungssteigernde Mittel zu nehmen, Doping. Ach komm. Nur unter Wahnsinn. Der Voraussetzung, wenn er jetzt gesagt hätte, er hat dann Bayern gesagt, ja, mache ich, kein Thema. Genau. Ja, haben wir alles. Oder was für Mitarbeiter. Gutes Sortiment. Für Mitarbeiter. Oder was die Kollegen damals sich vor dem Wettkampf an Koffeintabletten reingeworfen haben. Und damals stand Koffein noch auf der Dopingliste. Das war unglaublich. Ne? Also, Leute, das ist echt ein Moloch, Sumpf. Das ist aber echt bitter, ey. Meine Fresse. Ja, ist so. Immer, vor allen Dingen, und in vielen Bereichen ging es ja gar nicht und ging es ja um nichts. Da geht es ja nicht um Geld. Und ob du als Amateur, sagen wir mal, in der Altersklasse 50, ja, da interessiert sich kein Schwein für deine Zeit, außer du selbst. Und trotzdem riskierst du, nimmst du so ein Risiko auf dich, so ein gesundheitliches Risiko. Das ist schon eben, ein bisschen ganz schön krank. Ich meine, in den Bereichen, wo es ums Geld geht, ja, da ist natürlich die Versuchung noch viel, viel größer. Ne? Ja, aber im Rest ist es ja nur der blanke Ehrgeiz. Oder ja. Der kranke Ehrgeiz. Um was sollte es sonst gehen? Ne? Ja, natürlich. Und dann läufst du da und kriegst einen Herzkasper und fällst tot um. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hat genug solche Fälle gegeben. Denke ich mir, ja. Ich meine, der frühere deutsche Meister mal im Kugelstoßen, wie hieß er denn nochmal? Riechmann war so ein Riesentyp mit über 2 Meter und 140 Kilo ist so. Reichenhagen, und der hat über 22 Meter gestoßen, das war damals irgendwie eine Top-Weite, stößt ja heute auch schon wieder fast jeder. Mhm. Und der ist dann mit 42 Kugeln oder 43 erlaubt, Kugelstoßen. Der ist umgefallen. Mhm. Bums, war der tot. Mhm. Ja. Und das Risiko, und es hat mal eine Umfrage gegeben unter Sportlern, wärt ihr bereit zu dopen für einen Olympiasieg? Also wir garantieren euch, ihr werdet Olympiasieger, wärt ihr bereit zu dopen und dann im Alter von 35 zu sterben. Und ein ganz hoher Prozentsatz, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hoch dieser Prozentsatz war, ein ganz hoher Prozentsatz hat gesagt, jawohl, dann machen wir mit. Ja nicht. Im Ernst? Ja. Das geht's ja nicht. Das ist ja krass. Das ist unglaublich. Das ist ja krank. Das stimmt doch was das nicht. Das ist total irre. Das ist also, verrückt, oder? Das ist diese ganze Doping-Thematik. Aber dieser Armstrong-Fall, der hat noch eine ganz andere Qualität, die ich ja vorhin schon beschrieben habe, dass er versucht hat, andere Leute fertig zu machen. Und dass der Armstrong so hartnäckig und aggressiv über so lange Zeit sich wie ein Heiligen dargestellt hat, das ist Wahnsinn. Es ist unfassbar, es ist echt unfassbar. Ja. Kein guter Mensch. Ja. Nee, kein guter Mensch. Nein. Ein zutiefst schlechter Mensch. Mhm. Ja. Und er ist auch von einigen Leuten gedeckt worden, muss man auch sagen. Die UCI, also dieser weltweite Radsportverband, der spielt in diesem ganzen Szenario eine ganz, ganz schlechte Rolle. Eine ganz schlechte Rolle. Da ist ja auch von irgendwelchen Bestechungsgeldern die Rede, was bislang noch nicht bewiesen werden konnte. Hat er denn die Leute nicht genannt? Nein. Armstrong hat keine Namen genannt. Diesem Interview hat er bislang, es ist ja bisher der erste Teil veröffentlicht worden, da hat er keinen einzigen Namen genannt. Weil eigentlich muss doch hergehen und sagen, okay, und in Wirklichkeit ist das ganze Spiel, und es kann sich doch keiner hinstellen und sagen, hat es nicht gewusst. Ich glaube, der es gibt kann nur, sich doch da kein Mensch hinstellen, auch kein Funktionär, der sagt, ja, ich glaube, der gibt nur das Preis, was er gerade muss, wie du vorhin schon gesagt hast, also auf wessen Druck auch immer, es ist sicherlich nicht seine freiwillige Entscheidung, dass er sagt, ich kann dann nicht mehr schlafen, es muss jetzt mal raus aus mir, ich muss das erzählen, ich gehe jetzt ins Fernsehen, danach schreibe ich ein Buch und dann gehe ich zum Psychiater und schaue, dass ich wieder ein normaler Mensch werde. Das ist ja nicht so. Nee. So ist es ja nicht. Nee, ja, sondern da kommt so tröpfchenweise, kommen die Sachen da irgendwie raus. Ja. Und das ist das Letzte, was der macht, dass der diese UCI da mal hochgehen lässt. Null. Nein, das macht er nicht. Ich glaube, dass das organisierte Kriminalität im Prinzip ist, was die da stattfindet. Das glaube ich auch. Das ist alles hochgradiger Sumpf. Also ich meine, das muss ja irre sein, was da auch Geld dahinter steckt. Ne? Ich hoffe, dass der in diesen, wie soll ich sagen, in dieser Welt kein Bein mehr auf den Boden kriegt. Das würde ich ihm gönnen. Also, dass sich alle Menschen von ihm abwenden. Er ist einfach ein
Mensch von einem grundsätzlich schlechten Charakter. Mhm. Ja. Der, also, nee, ich gehe mit ihm dann doch nicht essen. Nee, das ist, ja. Wie gehst du jetzt mit dem, wie geht's dir da jetzt, wenn du nächstes Jahr hier Tour de France anschaust oder sowas, Radsportveranstaltungen anschaust oder auf also ich mache das ja schon gar nicht, kaum noch. Okay. Ich habe von der letzten Tour de France kaum was gesehen, von der davor auch nicht. Also im Zweifelsfall fahre ich dann lieber selber und das ist und der Spaß daran ist dadurch überhaupt nicht getrübt, überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg. Also ich, wenn Radsport im Fernsehen sehe, da kommt es bei mir sofort, poppt es sozusagen hoch. Ich sag, fahren eh alle rum hier, alle gedopt. Ja. Das ist, es verliert für mich an jeglichen Reiz, weil ich mir denke, da geht es sowieso nicht ehrlich zu. Ja, die Alpen, Alpen-Etappen, da solltest du nochmal drüber nachdenken, weil das sind super schöne Bilder von den Berglandschaften da. Das ist, wenn die da so über die Alpenpässe fahren, das sieht einfach immer schön aus. Da denkst du dann, ach, da möchte ich auch gerne mal herfahren. Ja. Es gibt ein sehr schönes Foto übrigens von Andreas Gorski, von der Tour de France, von so einer Bergetappe, wo dann die ganze Bergetappe quasi auf einem riesigen Bild zusammengeschnitten ist. Super. Also super. Ja, das wirklich ich. Ganz tolle Aufnahme. Da bleibst du davor stehen. Wow, wo kann man das sehen? Es war eine große Gorski-Ausstellung vor Zeiten im Haus der Kunst. Das gibt es aber bestimmt online. Aha. Andreas Gorski und ich glaube von der Tour de France war das. Muss man in die Google-Bildersuche einschmeißen. Das waren wirklich sehr stark. Ja, ich suche das mal. Das war ein tolles Bild. Mhm. Ja, apropos tolle Bilder. Ja. Können wir auch noch kurz drüber sprechen. Ich habe es ja vorhin erwähnt, ich war gestern noch nach dem Hörertreffen im Kino und habe mir dort Skyfall angeschaut. Er ist jetzt mittlerweile auch schon 6 Wochen im Kino. Insofern war es auch kein Problem. Wir saßen da nur noch mit 3-4 Leuten drin. Im Cinemax und ich bin rausgegangen und war von dem neuen James Bond Film doch ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin rausgegangen. Ich habe völlig Gutes gehört. War gut. Super, also super alle, es gibt viele, die schwärmen. Ich habe aber auch schon etliche gefunden, die mir da total recht geben. Ihr habt das Bild rausgeholt. Ne? Also das geht so. Das schickst du mir den Link mal? Ich stelle den Link auch. Das sieht ja spitze aus. Das ist ein wirklich tolles Bild. Das möchte ich gerne als tolles großes Bild. Poster. Und man muss dem James-Bond-Film zugute halten, was Aufnahme anbelangt, also Kameratechnik und tolle Locations wieder gehabt, sensationell gefilmt, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Die erste Viertelstunde war auch völlig okay, das war so James Bond, wie ich es mir vorstelle. Tolle Verfolgungsjagden quer durch die Stadt mit den Motorrädern über die Dächer hinweg, ganz, ganz klasse. Aber dann hat der Film in meinen Augen extrem nachgelassen und was ich also konkret kritisiere, ich hoffe, ich spoilere da jetzt nicht allzu viel, aber es kommt der neue Q erstmals in Skyfall. Ja. Und wenn James Bond einen Auftrag annimmt, ist doch eine der wichtigen Themen in James Bond Filmen das Q. Er geht doch dann immer ins Labor zum Q und da kriegt er doch dann immer seine Agentenausrüstung. Mhm. Und da sind doch immer irgendwie so Gimmicks dabei, die irgendwie total sensationell sind. Das ist so ganz typisch für mich zum Bond-Film. In diesem Bond-Film kriegt er eine Walter PPK in die Hand gedrückt. Mhm. That's it. Und noch ja, kein, aber die noch kann sicherlich Sender. Irgendwas Besonderes. Ja, die konnte das. Man kann nur damit schießen, wenn er sie in der Hand hat. Aha. Haha. Also fand ich irgendwie überhaupt nichts Besonderes. Die Dialoge, die dort stattfinden, also diese so teilweise diesen britischen Humor eben auch haben, fanden in dem Skyfall überhaupt nicht statt. Da waren überhaupt keine spritzigen und interessanten Dialoge fandst mit dabei. Du? Überhaupt null. Der Bösewicht, der von vielen so absolut hochgelobt wird als super Charakterdarsteller, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Überhaupt nicht. Also der erste Auftritt von dem haben wir gedacht, was soll das? Ach, hier der Durchgeknallte. Der Durchgeknallte, ja. Chinese. Ja, und die Geschichte tröpfelt er dann einfach so hin. Also wenn die den Bösewicht schon auf der Insel, wo er das erste Mal mit ihm zusammentrifft, platt gemacht hätte, dann wäre der Film eine Dreiviertelstunde eher zu Ende gewesen und man hätte sich den ganzen Rest sparen können. Ja, aber das auf der Insel war ja nur der Vorspann sozusagen. Also oder das bis zur Insel war ja nur der Vorspann. Der eigentlich böse Plan ging ja danach erst los. Also so war jedenfalls mein Eindruck. Ich war, wie gesagt, relativ enttäuscht, aber die hat er ja gut gefallen. Also zu dieser ganzen Geschichte muss man sagen, der Bond war ja so eine Retro-Geschichte eigentlich. Mhm.
wo es ja auch, also jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass man nicht so viel sagt. Und dies, die Walter PPK, also am Anfang diese Pistolengeschichte, ist ein Rückgriff auf, ich glaube, den allerersten Bond. Ja, da geht es um mit der Beretta und wo so. Wo Bond seine Beretta abgeben muss und auch eine Walter PPK kriegt und ansonsten eigentlich gar keine Ausrüstungsgegenstände. Das hat sich dann erst im Laufe der Zeit hochgeschaukelt. Die eigentliche Ausrüstungsgegenstandsgeschichte, die dann wirklich wieder interessant ist, die kommt ja erst im zweiten Teil oder erst Richtung Schluss, kann man so sagen, ja, ohne zu viel zu sagen. Ja. Das heißt, und der Film war ja auch für einen Bond, ja, das ist so ein bisschen wieder zurück, weg von dem total überladenen, von diesem ganz schnell geschnittenen, das stimmt, sehr viel ruhiger. Und was meines Erachtens dem Film auch gut getan hat oder den Bonds generell gut tut, das war der vorletzte oder was, der so schnell geschnitten war, dass man schon gar nicht mehr mitbekommen hat. Ja, Pierce Brosnan hat ja damit angefangen, worum es dann extrem genau, schnelle reinzubringen. Genau, und dann der erste mit Daniel Craig war ja also so schnell geschnitten, das war ja komplett massiv. Und das so ein Stück wieder zurückzudrehen und auch das die Geschichte vom Ende dann angeschaut, das ist schon wieder so eine Rückkehr zu den Ursprüngen von Bond. Und mir hat er gut gefallen. Mir hat er gut gefallen. Und ich habe aber auch diese, in den Bonds, also wenn es so um Dialoge geht oder so, es wird schon sehr viel plattes Zeug in den Bonds gedroschen die ganze Zeit, seit es das Ding gibt. Aber auch das kann man das mal zurückfahren, ohne dass er drunter leidet. Und ich meine, der Bond, der Lessenby-Bond, der war ja auch eher so minimalistisch und mit wenig Schnickschnack und wenig Spruch. Nein, das würde ich nicht sagen. Nee, nee. Obwohl, den habe ich nicht in letzter Zeit gesehen. Der steht mir erst bevor. Schau dir den nochmal an. Also der steht schon, mir nächste Woche bevor. Der hat da schon auch einige Sprüche auf Lager. Also der mit den vielen Bogner-Szenen. Und genau, mit dem Skifahren. Mit diesem tollen Restaurant. Wir haben nämlich nach dem letzten, also nach dem aktuellen Bond, nachdem wir im Kino waren, angefangen, systematisch die alten Bonds zu schauen. Ja. Wir sind jetzt gerade beim fünften angekommen. Ja. Und der Lessenby ist, glaube ich, der sechste. Also das mein Lieblingsfilm, jetzt. aller Bonds. Worauf wir uns vielleicht einigen können, Andreas, ist die Titelmelodie, gesungen von Adele. Sensationell. Toll. Also toll. Einer der besten Bond-Themes ever. Ja, ganz, ganz toll. Also von der Musik her ganz toll. Ja. Wirklich. Und auch der Vorspann ist also auch ich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Typisch Bond. Ja. Gut. Wir kommen zu den Picks, oder? Ich werde mir morgen ansehen. Habe ich gerade gelesen. Okay. Freue ich mich drauf. Okay. Schaust du morgen? Bin ich auch gespannt. Ich habe meinen Pick noch draußen. Andreas hat seinen Pick noch draußen, sagt er. Wir sollen aber mal anfangen. Interessant. Dann fang doch du mal an, Damen. Sehr gerne. Ich hatte in dieser Woche ein Treffen mit Henning Olsson, beziehungsweise es war in einer größeren Runde. Und wir haben uns über dies und jenes unterhalten, unter anderem auch natürlich auch über Drucken und über Tinte, Projektoren und was Epson alles noch so schöne Sachen hat. Er sagte, dass Epson viele Dinge tut, von denen wir hier in Deutschland eigentlich kaum was mitbekommen. Sehr, sehr viele Patente in Japan angemeldet hat, mit die meisten weltweit sogar. Viele Produkte kommen auch nur unter OEM auf den Markt. Das wissen also oftmals auch die Epson-Leute selbst gar nicht, was da alles so ist. Und sie müssen auch was tun, weil im Bereich Drucken sich die Welt ja doch ein bisschen verändert und er rechnet halt eben damit, dass zwar nicht so sehr im Professional, im Commercial-Umfeld, aber im privaten Bereich doch in Zukunft viel, viel weniger gedruckt werden wird als heute noch. Und da müssen sie natürlich irgendwie drauf reagieren. Und die beste Art und Weise, darauf zu reagieren, ist natürlich, neue spannende Produkte auf den Markt zu bringen in anderen Segmenten. Und eines dieser Produkte, was Epson auch in Deutschland in diesem Jahr auf den Markt bringen wird, ist eine GPS-Uhr. Eine GPS-Uhr, also eine Sportuhr mit GPS, also Satellitenempfang. Wie eine GPS-Uhr, habe ich erstmal erstaunt gefragt, was ist denn das für ein
Ding wie so Epson. Da sagt er, schon mal was von der Firma Seiko gehört. Tochter. Da fiel es mir natürlich so, schon mal von wie Schuppen aus den Haaren. Natürlich, Seiko, die Uhren, der Uhrenhersteller, der halt seit vielen, vielen Jahren im Bereich Uhren Know-how hat. Was ist nicht sogar eine Tochter von Epson? Ist die Mutter. Und Mutter, ja, Mutter, genau. Die Mutter, Muttergesellschaft. Seiko Epson heißt die Firma. Und was ich nicht wusste, ist, dass Epson sogar im Bereich GPS, also Satellitenkommunikation, schon seit vielen Jahren, 15 Jahren, wenn ich mich da richtig entsinne, hat er gesagt, eine Expertise hat. So, und die haben jetzt im letzten Jahr schon mal eine Uhr entwickelt, ein erstes Modell. Zwischenzeitlich habe ich auch im Internet sogar ein Foto davon gefunden. Sieht ein bisschen aus wie diese neuen Polaruhren. So, also relativ flach am Handgelenk mit in die Uhr integrierten Satellitenempfänger, was wichtig ist. Und ja, sieht nicht schlecht aus. Es wird im Herbst wahrscheinlich in Deutschland auf den Markt kommen und es wird auch eine zweite Variante geben, nämlich mehr so für den Healthcare-Bereich. Finde ich auch ganz spannend, muss ich sagen, weil diese Uhr so eine Menge von Daten sammelt, von der Pulsfrequenz, Blutdruck und so weiter und so fort. Und mit einem Empfänger korrespondiert, in einer sinnvoller Weise entweder bei einem Arzt oder einer medizinischen Einrichtung, einem Überwachungsdings steht, damit kommuniziert und irgendwann etwas Komisches passiert, dann wird dann Alarm ausgelöst und dann wird im Idealfall Hilfe sofort dann bereitgestellt. Finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung. Interessant übrigens, dass nicht die Seiko-Organisation, die deutsche Seiko-Organisation, die glaube ich in Frankfurt sitzt, mit dem Vertrieb dieser Produkte beauftragt wurde, sondern Epson. Epson in Meerbusch. Oh, interessant. Ne? Weil die Konzernzentrale meint, ist weniger Uhr, sondern ist mehr so IT, Computer. Bedeutet natürlich für Henning Olsson und sein Team, da müssen wir erstmal über Vertriebswege aufbauen. Denn da so eine Sportuhr verkaufst du nicht über einen IT-Handel. Der muss ja einen Kanal finden. Wer verkauft denn sowas überhaupt? Ja, der Sporthandel. Outdoor-Läden. Sporthandel. Sporthandel, Outdoor-Läden, ja, sowas. Klar, natürlich. Uhrenhandel. Zum Teil auch. Zum Teil zumindest. Ja, ich denke, so also ist eine spannende. Und deshalb mein Pick. Leute, wenn ihr eine Sportuhr habt, die noch halbwegs funktioniert, behaltet sie erst nochmal, wartet mal, was Epson bringt. Vielleicht taucht das was, vielleicht ist das klasse. Über Preise weiß ich jetzt noch nichts, wusste er glaube ich auch noch nicht. Und ich bin dann mal ganz gespannt. Ich müsste mal ganz dumm fragen, Damian, aber es liegt daran, dass ich mich da nicht wirklich gut auskenne. Was mache ich bitte mit einer GPS-Uhr? Du willst vielleicht wissen, wie viele Kilometer du gelaufen bist, wie schnell du gelaufen bist. Du willst vielleicht wissen, wo bin ich überhaupt hergelaufen? Ja. Du, so, kannst, okay. Du kannst anschließend, also die liest du dann aus. Ja, du kannst irgendwo hinlaufen und dann stellst du fest, scheiße, wie komme ich jetzt zum Auto zurück? Mhm. Und dann gibt es bei vielen Uhren eine, ich führe dich jetzt mal wieder zurück Funktion. Die kannst du aktivieren und dann sagt er dir, wo du herlaufen musst, wieder damit du zu deinem Auto kommst. Cool. Das ist also schon eine tolle Sache. Okay. Wenn es funktioniert. Ne? Also ich hatte mal Berichte von meiner Timex-Uhr, die also da nicht so richtig das Referenzmodell ist, aber von Garmin habe ich zwischenzeitlich gehört, also von Garmin-Benutzern, die sind super zufrieden mit ihren Uhren, die funktionieren auch, wenn Bäume in der Gegend stehen ja oder wenn du durch Häuserschluchten läufst. Also da ist Garmin bislang. Gerade ich mache sowas mittlerweile mit dem Telefon, genau. Also die GPS-Geschichten, zumindest nicht den Puls messen. Genau. Ja. Kannst du dir nur so schlecht ums Handgelenk wickeln. Das geht erst, wenn die Displays so flexibel sind, dass man die einfach so ums Handgelenk biegt. Ja. Ich habe gerade mal die Pressemitteilung dazu rausgesucht noch. Die wird 50 Gramm wiegen und ist 13 Millimeter dick und hält 12 Stunden, der Akku, der da drin ist. Und dann muss man es auch wieder aufladen. Ja, die Aufladung ist aber ein wichtiger Punkt, dass du das halt unkompliziert selber machen kannst. Also das ist bei meiner Uhr sehr gut gelöst. Du kannst sie entweder an dem USB-Port von deinem Rechner aufladen oder auch direkt an der Steckdose mit so einem Teil des Clips da so dran. Und ja. Weil GPS-Empfang saugt unheimlich Strom. Ja. Das ist wohl wahr. Ja, das tut da 12 Stunden auch. Schon wirklich ganz ordentlich. Preis steht hier, wie gesagt, auch noch keiner dabei. Eine Schönheit ist sie nicht, muss ich allerdings sagen. Nee, ich denke auch nicht, dass sie so in den 80er Jahren hatte. Ich denke, so darf sie auch nicht auf den Markt kommen.
Ja, ja, schau mal an. Zeig her. Hast du das gefunden? Schaut eher aus, ja, wie... Ja, schön ist das nicht. Nee, mit so diesem orangen Rahmen und so, das sollte mal ein Designer drüber gehen. So, ja, so sollte sie ich nicht Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Muss so ein bisschen auch, cool das auch das Interface ist ja nicht unbedingt schön zu nennen. Also von so Design... Plastikknöpfe da an der von Seite. Design, von Design-Gesichtspunkt, nee, auch vom Display, was auf dem Display, wie das gelöst ist und so, das geht, glaube ich, deutlich besser. Eigentlich muss das Touch sein. Oh, danke. Okay. Gut. Yep. So viel von mir. Andreas. Okay, von mir. Ich habe einen Buchtipp. Habe ein Buch mitgebracht und zwar von einem Ex-Kollegen von uns, Matthias Onken, Chefredakteur der Hamburger Morgenpost zuerst. Mhm. Danach Redaktionsleiter bei Bild in Hamburg. Es wird ja im Moment gibt es ja sehr viele Debatten um Burnout, um Belastung. Es gibt mittlerweile IT-Firmen, ich glaube die SAP macht das neuerdings, die tatsächlich den E-Mail-Versand nachts ausschalten, weil sie nicht wollen, dass die Mitarbeiter immer rund um die Uhr auf ihre E-Mails oder auf Arbeitsdinge zugreifen, weil natürlich Burnout und Belastung sehr heftige Themen sind. Was der Matthias Onken beschreibt in dem Buch auf knapp 180 Seiten ist seine Karriere, die er gemacht hat in der Verlagswelt bei großen Boulevardblättern. Wie ist er da reingekommen? Wie hat er Karriere gemacht? Und er beschreibt dann, wie ist das mit dem Stress gewesen, gerade in Tageszeitungsorganisationen, wo man dann an exponierter Stelle ist, sehr viel Verantwortung hat. Das ist ein Buch, das ist sehr offen, es ist sehr mutig. Er beschreibt wirklich, wie ist sein Leben dahin gegangen, wie hat er immer mehr Energie in die Arbeit investiert, ohne aber genau wirklich was draus zu ziehen und Zufriedenheit draus zu ziehen. Und der Onken müsste sein Jahrgang, ich glaube 72 oder 73, der wird dann also dies oder nächstes Jahr 40, der ist vergangenes Jahr ausgestiegen, hat gekündigt, hat sich selbstständig gemacht. Was ganz interessant ist, von ihm ist ein Bild auf dem Titel, ein Foto auf dem Titel. Mhm. Und da sieht er also nicht aus wie jemand unter 40. Ich habe jetzt kürzlich von dem aktuelle Bilder gesehen. Nicht mehr wieder zu erkennen. Erheblich verjüngt. Ah ja, Wahnsinn. Ich war ja völlig von den Socken, wo ich das dann nebeneinander gehalten habe. Es ist ein Buch, es ist sehr schön geschrieben. Es ist sehr knapp, sehr prägnant, ist überhaupt nicht geschwätzig. Ist absolut empfehlenswert. Es ist absolut empfehlenswert. Mhm. Und er stellt dann halt auch die interessante Frage, wenn wir wissen, was das Richtige zu tun ist, warum tun wir es dann nicht? Mhm. Also ich habe gerade mal so eine Seite gelesen, schön geschrieben. Ja, das also stimmt, es ist wirklich interessant. Ich habe es in nicht ganz zwei Tagen gelesen. Mhm. Das ging wirklich ratzfatz. Und das ist was da, also es fesselt einen wirklich. Und was auch ganz interessant ist als Nebeneffekt, man kriegt mal einen Einblick in die Arbeitsweise bei Zeitungen. Mhm. Gut, Tageszeitungen sind extrem hektisch, aber es unterscheidet sich von dem, was wir bei Wochenheften so als Chefredakteure machen oder gemacht haben, auch nicht so wesentlich. Ja. Also die Mechanismen sind doch sehr ähnlich. Ja, Stressfaktor in Redaktionen ist schon... Nicht schon gerade durchaus gering. Nicht zu verachten. Ja. Das ist bekannt. Journalisten leben ja auch relativ kurz, heißt es immer. Und du? Dann bin ich dran jetzt, ne? Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, als Damian und ich noch zusammengearbeitet haben in derselben Redaktion. Jetzt bin ich aber gespannt. Gab es immer, wenn es Winter war, und du bist zum Damian ins Büro rein, dann hast du, sagen wir mal, von draußen schon erkannt, irgendwas ist gerade beim Damian, weil es war hell erleuchtet, dieses Büro. Damian saß vor einer großen Philips Lichttherapielampe, die war ungefähr so hoch wie, so 50, 60 Zentimeter, glaube ich, hoch. Hat ausgeschaut wie so ein Schminkspiegel im Prinzip, so von der Form her und mit dem Ständer. Die hatte Damian regelmäßig auf seinem Schreibtisch stehen und hat die angemacht. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was hat er denn da jetzt für ein Ding? Also hat wahrscheinlich jeder Kollege, hat dich gefragt, was soll das und so weiter. Woraufhin Damian erklärte,
wenn er diese Lampe hier regelmäßig benutzt, geht es ihm besser. Also er sei einfach guter Laune oder besserer Laune. Es sei einfach Tageslicht, das fehlt, das man dann anschließend was aufnimmt. Dann ist, ja. Und 10.000 Lux hatte die, glaube ich. 10.000 Lux an einem riesen Ding. Das ist echt schon. Ah, ja. Und man muss natürlich sagen, immer wenn man über so ein Thema spricht, läuft man ja immer leicht Gefahr, dann so in die Esoterik-Ecke geschoben zu werden. Ne? Das ist so, also Lichttherapie, jetzt kommen wir halt mal auf mit dieser sensationelle so, Geschichte, ja, ja. Das ist ja irgendwie alles totaler Quatsch. Auch dieser Markt hat sich weiterentwickelt in den letzten, wahrscheinlich 10 Jahre ist es bestimmt schon her. Auch dieser Markt hat sich weiterentwickelt, aber die Firma Philips hält nach wie vor fest an diesen Produkten und ich bin jetzt mal auch mit so etwas schwanger gegangen. Mittlerweile ein gutes Stück kleiner geworden. Hinten per Magnet so ein kleiner Ding, damit man, das auch hinstellen kann. Und funktioniert heute im Prinzip mit LED-Technologie. Aha. Ist ein Wecker mit integriert, man kann es zu bestimmten Zeiten einschalten lassen oder ausschalten lassen. Ich rede jetzt hier vom Gerät, das ein gutes Stück größer ist wie eine Rittersporttafel, würde ich mal sagen. Ja. Und das habe ich bei Amazon entdeckt und habe mir gedacht, so jetzt lese ich doch mal durch, was die Leute dann da so darüber schreiben. Mhm. Das Ding hat um die 250 Kommentare und fast ausschließlich 5-Sterne-Bewertungen. Echt, wirklich? Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist ja echt interessant. Aha. Und da werden also Lobeshymnen gesungen auf dieses Gerät. Es heißt GoLight Blue von Philips. Und, ja, was macht es denn jetzt so Tolles? Jetzt hast das macht Folgendes. Also es sendet Lichtwellen oder sendet Licht aus, sehr bläuliches Licht in dem Fall, das dem Winterlicht fehlt, dadurch, dass der Himmel bewölkt ist oder es dunkel ist und du eigentlich nicht genügend Licht abbekommst. Ja. Jetzt stellst du dieses Licht bei dir auf den Schreibtisch. Du musst nicht mal direkt reinschauen, sondern du stellst es einfach irgendwo an die Seite hin, außer dein Auge sollte es eben erreichen. Machst es ungefähr so eine Viertelstunde an und soll dafür sorgen, dass du dich einfach wohler fühlst, dass du eine bessere Stimmung bist, dass du nicht so grantig bist. Also diesen Winterblues, ja, genau, den man immer hakt, und Wintermüdigkeit, dass die entfällt und dass man auch besser abends zu Bett gehen kann, leichter einschläft und. Echt? Ja. Oho. Und ich verwende das Ding jetzt seit Weihnachten. Also Weihnachten habe ich es mir sozusagen selber geschenkt. Meiner Frau habe ich auch eins geschenkt. Aha. Und ich bin total happy mit dem Ding. Tatsächlich? Es ist wirklich unglaublich, wie das wirkt. Deswegen bist du die ganze Zeit so ausgeglichen. Nicht wiederzuerkennen. Nein, ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ist es wirklich? Nee, das nicht. Aber ich muss, also man kann das natürlich nicht nachvollziehen und auch nicht irgendwie erklären, ja, was da so in einem stattfindet. Es ist auch nicht so, dass das jetzt von heute auf morgen passiert, sondern du hast es halt regelmäßig, ich habe das jetzt auf eine Uhrzeit gestellt, mittags immer, sitze ich halt am Schreibtisch und dann geht das Ding mal für eine Viertelstunde an. Das in der geht dann auch wieder aus. Geht mit Akkubetrieb, brauchst also kein Stromstecker mehr anschließen, wird dann mit dem Ladegerät einfach wieder aufgeladen, hält so ungefähr 14 Tage, 3 Wochen, dadurch, dass es LED-Technologie ist. Das ist schon ordentlich. Man kann einstellen, wie stark die Intensität sein soll, stärker oder schwächer. Man kann ausprobieren, wie lang man es anschalten will, ob Viertelstunde, halbe Stunde. Es gibt Berichte darüber von Leuten, die sagen, sie kriegen Kopfschmerzen dann. Aha. Dann sollte man es einfach ein bisschen runterschalten. Das Einzige ist, es ist nicht ganz billig. Also da habe ich mich doch getäuscht. Ich glaube, der Verkaufspreis ist normalerweise um 219 Euro oder sowas. Donnerwetter. Gibt es aber jetzt schon ordentlich. So 180 Euro. Wer mal das Glück hat, in den USA zu sein oder in die USA zu kommen, da gibt es die Dinger zum halben Preis. Die kosten in den USA einfach nur die Hälfte. Mit dem Reisestecker-Netzteil kann man das dann natürlich auch problemlos in Deutschland betreiben. Ja, kann man an all diejenigen empfehlen, die glauben, dass sie immer stinkig sind und schlecht gelaunt in den Wintermonaten. Ja, das ist ja das einfach, dass viele im Winter einfach zu wenig Licht bekommen. Ja, ja. Also und dann auch dass dann ein Vitaminmangel entsteht. Dadurch gerade eben viele, die dann tagsüber im Büro hocken, die gehen morgens rein ins Büro, ist dunkel, die gehen abends wieder raus, ist dunkel. Ja. Ja, und das ist natürlich blöd. Ne? Genau. Und gerade für solche Personen ist natürlich so ein Teil wirklich klasse geeignet. Ja, kommt mit einem schönen Ledertäschchen und ist tatsächlich so, es regt bestimmte Botenstoffe, Hormone und Ähnliches im Gehirn an, dass die wieder verstärkt produziert werden. Das ist wohl abhängig von bestimmten Wellenlängen.
Und ja, dann ist man da ganz munter und wohlgelaunt. Also, das ist mein Tipp für dieses Mal. Ja, das ist doch super. Schöner Tipp. Und man spart ja auf der anderen Seite auch eine Menge, ne? Also, Alkohol? Ja. Komisch, dass du das sofort. Das fand ich jetzt echt interessant. Ja, also meine Whisky-Kosten sind doch deutlich gesunken seitdem. Muss man ehrlich sagen. Ja, prima. Ja, dann sind wir wieder am Ende der Folge 22 schon wieder angelangt. Wahnsinn. Ist ja schon 10 vor 9. Das geht immer so schnell. Ja, das geht wirklich so schnell. Was haben wir denn? Zeichnet noch auf. Andi, bald 4 Stunden. Andi, bald 4 Stunden. Na gut. Mhm. Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. So ist es. Wünschen euch noch eine schöne Zeit bis zur Ausgabe 23. Die wird kommen am 7. Februar. Da steht der Termin schon fest. Ja. Zusammen mit dem Klaus Weinmann von der Cancom. Freuen wir uns schon drauf. Aus den neuen Cancom-Räumlichkeiten. Aus den neuen Cancom-Räumlichkeiten. Ja, gut, wir haben es nicht abgesprochen, aber ich denke, dass das durchaus machbar sein wird. Ach, so haben wir noch nicht abgesprochen. Nee, ich glaube, hat er es vorgeschlagen oder haben wir das vorgeschlagen? Ich glaube, er hat es vorgeschlagen. Er hat es vorgeschlagen? Ja, ich, also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hat es vorgeschlagen. Ich, ah, ja. Ich dachte, okay. Das wäre schon... Na, dann passt ja. Dann ist er wunderbar. Genau, also wie gesagt, auch allen, die heute das erste Mal zugehört haben, es kommen immer wieder mal neue Hörer dazu. Channelcast gibt es auf iTunes, dort kann man es abonnieren. Man kann es über die Webseite hören oder auch die entsprechenden Daten runterladen. Eine erfolgreiche Zeit bis zum 7. Februar. Macht's es gut. Servus. Genau. Servus. Tschüss. Ciao.